Sodele, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, schön, dass ihr am Start seid und erstmal vorneweg mega, mega dickes, fettes Dankeschön. Ich glaube, der Stream hat, bevor wir jetzt tatsächlich live gegangen sind, schon über 200 Däumchen nach oben, aber auch vorher relativ fix auf 100 Däumchen hoch und auch dann 150 und eben jetzt die 200, also mega geil. Das zeigt einfach nur, dass ihr eine mega Vorfreude auf das Ganze habt. Und ich meine, ihr habt ja auch immer wieder gefragt, wann kommt endlich ein Eliminator-Livestream? Und ja, jetzt ist er endlich da. Tatsächlich hatte ich es auch letzte Woche schon vor, aber da kam einiges dazwischen und ich hatte gar nicht so viel Zeit. Kurz Stand der Dinge nochmal. Ich habe meine Masterarbeit geschrieben, beziehungsweise meine letzten Schritte gemacht, denn jetzt durch die Corona-Geschichte und so hat sich das eh alles ein bisschen... War das eher alles so ein bisschen Hickhack und wie geht's jetzt weiter und tralala, weil auch diese Abgabetermine halt hier und da verschoben wurden. Ich habe dann aber jetzt einen Termin bekommen, was jetzt meine voraussichtliche Abgabe ist. Und ja, der war doch ein bisschen früher als gedacht. Und deswegen habe ich mir natürlich jetzt die letzten Wochen und Tage extrem viel Stress geschoben. Und ich bin immer noch nicht ganz fertig, beziehungsweise bin noch nicht so ganz zufrieden. Aber ich sag mal 98% des... erledigt. Ja, also der Großteil ist fertig. Ja, deswegen kam ich jetzt halt irgendwie nicht heute Videos zu produzieren oder sonst was. Mal gucken, ob morgen ein Video kommt. Ich will es gar nicht mal versprechen. Ich bin tatsächlich aktuell jetzt ziemlich kaputt. Aber für diesen Stream habe ich natürlich mehr als genug Energie. Das ist auch klar. Haben wir jetzt auch nochmal schön Käffchen reingepfiffen. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde sagen, wir suchen einfach mal direkt. Und dann können wir auch währenddessen einfach ein bisschen labern. Und ich habe auch schon gesehen, die einen wollen hier zählen, wie viele Bäume ich mitnehme. Das könnt ihr sehr gerne tun. Würde mich auch mal interessieren, wie viel Bäumchen ich heute küsse. Wobei da die Statistik natürlich interessant wäre, nicht nur insgesamt den ganzen Stream, sondern was so meine maximale Anzahl in einer Runde ist. Also ihr müsst den Zähler immer wieder zurück resetten. Das wäre auch mal ganz interessant, ob ich es mal schaffe, halt ohne Baumkontakt durchzukommen oder ob ich es mal schaffe mit, keine Ahnung, 50 Baumkontakten durchzukommen oder was auch immer. Also das kann man gerne tun. Genauso wurde auch schon gefragt, habe ich gesehen, ob man Stream snipen kann, sozusagen. Ey, das ist völlig klar. Also klar, ihr dürft gleichzeitig suchen. Und wenn ihr mich abzieht, dann zieht ihr mich ab. Also vollkommen in Ordnung. Das ist Sinn des Spiels. Und wenn man schon keine eigene Lobby machen kann, wenn ihr über diese Wege reinkommt, ey, dann ist doch cool. So, wir machen eine Strichliste. Perfekt, da bin ich mal sehr gespannt. So, ein Durchschnitt wäre auch geil, aber das muss man halt am Ende dann machen, ja. Das ist klar. Wann kommt Need for Speed? Ja, also wie gerade eben gesagt, vor wenigen Sekunden dadurch, durch die Masterarbeit und alles, ist generell relativ viel zurückgeschraubt worden. Auch The Crew, Need for Speed, ganze Sim-Racing-Geschichte. Das ist alles natürlich ein bisschen weniger jetzt einfach gewesen. Sobald das Ding jetzt eben nicht wirklich final dann fertig ist. Termin ist nächste Woche im Übrigen, um das vielleicht auch noch zu sagen. Dann sollte ich vielleicht ein bisschen mehr Zeit haben und dann geht's auch wieder mit allen möglichen weiter, zumal auch die nächsten große Dinge anstehen. Tatsächlich dieses Wochenende zum Beispiel, am Samstag ist der nächste Comeray GP, also da, wo ich ja mit Tinte gemeinsam Formel 1 gefahren bin. Tinte ist auch wieder am Start, diesmal ist aber tatsächlich noch Rampy und Bunte und auch Andy am Start. Also richtiges Pixel-Helden and Friends-Treffen dann beim nächsten Comeray GP. Und ja, das schon mal so als kleiner Programmhinweis fürs Wochenende und am darauffolgenden Wochenende ist es so, dass ja dann das große 24-Stunden-Rennen auf den übrigen Nordschleife ansteht in der VR. Ich bin noch keinen Meter gefahren, herzlichen Glückwunsch, Training ist richtig schlecht, deswegen muss ich da auch dringend, dringend Gas geben. Vielen Dank an Jason, der 20 Euro in den Superchat raushaut. Mein Gebot insgesamt 7 Bäume, also Ray... nicht mehr und nicht weniger, freue mich. Okay, bin mal gespannt. Also ich bin ja ein ziemlicher Baummagnet. Also dem her, riskante Wette, würde ich sagen. So, wir fahren einfach mal in irgendeine Richtung. Weil ich mir schon lange nicht mehr gespielt tatsächlich. Wir haben das ja öfters mal nach den Forzaton-Livestreams gemacht. Aber das habe ich dann irgendwann sein lassen, weil es einfach zeitlich sich nicht so ausging. Und dann habe ich immer gesagt, dann machen wir einen extra Stream. Den machen wir jetzt. Aber deswegen bin ich auch ein bisschen aus der Übung, deswegen... seid mir nicht böse, wenn ich jetzt am Anfang ein bisschen verkacken sollte. Aber ganz ehrlich, das gehört auch dazu, dass man ab und an hier ein bisschen verkackt. Kannst du kurz erklären, wie der Modus funktioniert? Ja, im Prinzip wie Battle Royale. Ich hoffe, Battle Royale sagt dir was.
Im Prinzip treten maximal 72 Fahrer gleichzeitig an. Und es geht darum, am Schluss der Letzte zu sein. Ja? Also einer überlebt, man kann sterben, indem man zum Beispiel ein Head-to-Head-Duell macht. Das heißt, man fordert einen anderen Spieler raus, so wie der jetzt da hinten kommt. Und wenn man gewinnt, dann ist er raus, oder wenn ich verliere, bin ich raus. Das sieht man jetzt vielleicht, weil er ein bisschen mehr Schwung jetzt mitnehmen können. Aber ich bin einfach eiskalt, was sowas angeht. Man kann aber auch rausfliegen, weil die Zone kleiner wird. Die Zone, das Spiel wird immer kleiner. Und deswegen ist auch noch so ein Punkt. Jetzt gucken wir mal. Ich habe mich relativ früh für den direkten Weg entschieden. Er hat trotzdem einen kleinen Vorsprung, leider. Das wäre es, ist beim ersten Duell direkt raus. Das wäre so der beste Auftakt ever. Also wir hatten schon einen Auftakt, wo ich direkt gewonnen habe. Oh, jetzt die Heuballen, die sind natürlich Todeskommando, wenn ich die mitnehme. Er hat immer noch einen leichten Vorsprung, das ist ein bisschen ärgerlich. Okay, jetzt muss ich gucken, da geht es ein bisschen rum. Naja, das werde ich sogar echt verlieren, ey, wenn es blöd läuft. Ich muss hoffen, dass er irgendwas noch mitnimmt. Ja, ist langsamer geworden, jawohl! Boah, wie knapp, ey. Gleich Spannung zu Beginn. Okay, ja, jetzt habe ich gewonnen. Er ist raus. Also er muss sich jetzt, also komplett aus der Runde. Er kann nicht mehr gewinnen in der Runde. Ich bin weiter und kann mir jetzt hier ein besseres Fahrzeug abstauben. Zum Beispiel eben jetzt in der RS2. Wir nehmen ihn jetzt einmal mal, weil da einfach Porsche-Technik drin steckt. Kann ich nicht nein sagen. Oh, das ist der nächste. Den nehmen wir auch natürlich als Herausforderung. Wie gesagt, ich spiele ja nach der Devise. Das habe ich schon immer getan, von Anfang an. Keine Herausforderung auslassen. Oh, das ist so schlau war jetzt hier, den steilsten Berg ever hochzufahren. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht. Aber ey. Jetzt gucken wir aber mal. Das Glück ist mehr öfters hold, als man denkt. Und genau, wenn man gewinnt, dann kann man sein Auto um eine Fahrzeugstufe upgraden. Sozusagen, was ich jetzt gemacht habe. Der RS2 zählt zur Stufe 2. Der Mini ist halt Stufe 1. Das ist halt das Anfangsauto. Weil das für ein Anfangsauto ziemlich OP ist, meiner Meinung nach. Aber gut. Und ja, man kann aber auch Autos finden, tatsächlich. Also die sind manchmal hier einfach in der Welt verstreut. Und ja, also im Prinzip geht es halt darum, am Ende der Letzte zu sein. Beziehungsweise, wenn die Top, glaube ich, 12 feststeht, dann gibt es sowieso ein großes Finale und ein kleines großes Finale. Und ja, und ich merke gerade, ich muss hier irgendwie über die Brücke... Nein, nicht darunter fliegen. Oh Gott, ist der untersteuernd, ey. Oder was da natürlich Leute schon rum... Mit was für Fahrzeugen manche hier schon rumfahren. Ich finde es eh krass, wie manche Leute immer hier die krassesten Kisten direkt am Anfang schon finden. Ja, also das ist nicht mein Gegner. Der kann mir egal sein. Oh, der ist schon auf der anderen Seite. Okay, krass. Das hat er richtig gut gemacht. Aber ich glaube, ich habe einen leichten Vorsprung noch. Hoffe ich. Nimm wieder mal den direkten Weg. Sollte dann ganz knapp reichen, denke ich mal. Wenn ich jetzt keinen Baum mitnehme. Baum ist Endgegner. Ja, hat auch gepasst. Wieder sehr knapp. Also ich lege es gerade sehr auf knappe Duelle an. So, jetzt gucke ich Stufe 3. Ist immer noch kein geiles Fahrzeug. Ich glaube, so erst ab so Stufe 6, 7 sind eigentlich die Fahrzeuge richtig gut. Ich meine, Delta S4 ist natürlich nicht schlecht. Gruppe B-Version wäre natürlich noch besser. So. Aber wie gesagt, ich sage immer, ich nehme jede Herausforderung an. Das ist mir scheißegal, welche. Nicht, dass ich groß ablehnen könnte. So, jetzt hoffe ich trotzdem mal, dass ich irgendwie vielleicht einen Car-Drop irgendwo finde. Und... ja. Ja, vielen Dank schon für über 350 Däumchen nach oben, über 800 Leute, die zuschauen. Schön, dass ihr am Start seid. Freut mich wirklich. Da ist wieder einer da unten. Also nächste Challenge. Das sieht schnell aus, was der da fährt. Egal, nehme ich an. Und jetzt, genau, das ist auch noch, also man kann auch das Auto des Gegners natürlich nehmen. Das wäre jetzt vielleicht sinnvoll. Also wenn ich jetzt gewinnen sollte,
dann würde ich ein Stufe 5 Fahrzeug von ihm bekommen. Wenn ich aber nur das Upgrade nehme, würde ich nur eine Stufe 4 bekommen. Je nachdem wäre es halt sinnvoller, sein Fahrzeug zu nehmen. Problem ist, sein Fahrzeug wird natürlich jetzt ein bisschen stärker sein, aber wie immer, manchmal kommt es auch auf Glück an und den richtigen Weg. Jetzt gerade wieder die ganzen Heuballen, die können richtig ausbremsen, auch ihn mit seinem schweren Bock. Deswegen versuche ich jetzt einfach mal Glück hier mitten durchs Grün. Bis jetzt klappt es ganz gut. Jeder Baum könnte natürlich, wie gesagt, Endgegner sein. Und da ist es soweit, der erste Baum. Und der kostet mich jetzt tatsächlich... Ja, wobei, ich hätte vielleicht trotzdem verloren. Weil der ist schon echt krass schneller mit seinem Ram. Aber wie gesagt, ich weiche nicht von meiner Taktik ab. Ich nehme jede Herausforderung an. Sowas ging auch oft genug schon gut. Und leider halt auch am Anfang keinen Card-Drop gehabt. Ist leider schade. Aber ist nicht schlimm. So, jetzt müsste er schon dort sein wahrscheinlich. Genau, da ist auch schon vorbei. Kein Problem. Wir müssen ja erstmal ein bisschen warm werden. So, Dankeschön für über 400 Däumchen und fast 900 Zuschauer. Vielen lieben Dank. Wie lange streamst du? Also, lange wir Bock haben einfach. Ich muss mal gucken. Es ist echt aktuell richtig warm. Ich hoffe echt, dass gegen Abend jetzt ein bisschen abkühlt, aber schauen wir mal. Ja, erster Baum und direkt raus. Wobei, ich würde es nicht auf den Baum schieben alleine. Ich glaube, es hätte auch so wahrscheinlich nicht gereicht. Er war schon echt einfach schneller mit seiner Kiste. Marcel, das ist kein Headset, das sind nur Kopfhörer. Das ist Sennheiser 175 RS oder RS 175 oder so. Woher bekommst du die 900 Millionen? Ja, die bekommt man auf jeden Fall nicht von heute auf morgen, sondern die bekommt man, wenn man seit Release nonstop quasi Forza spielt, zum Beispiel auf einem sehr hohen Schwierigkeitsgrad und damit extrem, ja, einen Bonus bekommt einfach. Des Weiteren bekommt man das durch einen VIP-Bonus, der bei der Ultimate Edition dabei ist. Des Weiteren bekommt man mehr Credits durch das Forza Reward System. Da habe ich das höchste Level. Dadurch kriege ich wöchentlich 500.000 oben drauf geklatscht. Des Weiteren bekommt man so viel Geld über die Zeit, wenn man einfach, ja, Designs, Tunings, Blaupausen etc. erstellt. Das gibt ganz gut über die Zeit einfach ein bisschen Geld. Und ja, last but not least, denke ich mal, einfach ist es einfach, wie gesagt, dass viele, viele, viele spielen. Ja, wie ich es eigentlich auch schon als erster Punkt erwähnt habe. Aber von nix kommt halt nichts. So ist das halt. Aber seien wir mal ehrlich, bis jetzt war es in jedem Forza-Titel so, wenn man genug spielt, kriegt man auch genug Kohle. Also ich hatte noch nie Geldprobleme bei irgendeinem Forza-Titel. Und ob das jetzt 100 Millionen oder, der ist doch geil da hinten, gleich mal ein Stufe 6 Fahrzeug, wenn ich denn da hinkomme. Genau, also ob das 100 Millionen oder 900 Millionen sind, das ist ja prinzipiell egal. Reicht auf jeden Fall dicke für alles aus. Ja, und das ist der ganze Trick an der ganzen Geschichte. Im Steinbruch, ja, kann ich gerne mal probieren nächstes Mal. Allerdings finde ich es auch immer sehr lustig. Ganz viele haben da ganz eigene Taktiken. Manche sagen, du sollst hier starten, manche sagen, du sollst dort starten. Und ich habe so die Erfahrung gemacht, im Prinzip ist es scheißegal, wo du startest. Das ist einfach auch immer, glaube ich, so ein bisschen dem Zufall geschuldet. Okay, der hat das Fahrzeug abgeholt. Jetzt gucken wir mal, jetzt hoffe ich mal, dass er kein krasseres hatte. Ansonsten egal, ich nehme jede Herausforderung an. Oh, der fährt da vorne. Ich versuche den gleich zu snacken. Oh, der fährt aber auch was Geiles. Der fährt Cayenne, glaube ich. Also er hat auf jeden Fall Blaulicht, das muss ein Cayenne sein. Also jetzt hier dickes SUV-Duell wahrscheinlich. Oh, da ist ein Baum hinterm Busch, Alter. Den habe ich nicht gesehen. Dankeschön an Neongs, MefMef. Feier, ich mache weiter so. Dankeschön für die 4,49 in den Superchat. Und wie er einfach wegfährt, ne? Als ob er mich nicht sieht. Was geht bei Iva eigentlich? Oh, nächster Baum. Das gibt's doch nicht. Was ist jetzt los? Ist die Baumrunde jetzt, oder was? Also komme ich dem nicht hinterher? Ach, komm jetzt her, ey, du Drecksack da vorne. Also heute... Ja, werde ich mal ein bisschen obszönere Wörter verwenden. Das ist natürlich nie direkt und persönlich gemeint. Also nicht den falschen Hut bekommen.
Oder fährt da vorne in den Fluss? Meine Chance. Ach, come on, ey. Das Ding hat aber auch keine Bremsen, ne? Vielleicht ist jetzt aber auch der Herbst die schlechtere Wahl. Also jetzt schon der nächste Baum. Also das wird schon auf jeden Fall eine Favoritenrunde für die meisten Baumkontakte. So viel steht schon mal fest. Ey, will der mich jetzt eigentlich verarschen oder was davon? Der weiß doch ganz genau, dass ich da hinter ihm her bin. Aber das Ding fährt sich auch echt scheiße, der Stelvio. Jetzt mal ohne Flachs, ne? Also wenn ich dann das Duell endlich gestartet bekomme, weiß ich nicht, ob ich das dann tatsächlich auch gewinne. Also der ist safe, 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 weiß der, dass ich ihn verfolge. Weil das kann er mir nicht erklären, dass er die ganze Zeit hin und her fährt, wie ein Irrer. Aber ich habe jetzt die Schnauze voll, ey. Jetzt mache ich mal hier volle Konzentration und jetzt jage ich ihn. Ich will jetzt endlich das scheiß Duell hier haben. Das gibt's ja nicht. Habe ich direkt mal Stufe 6 Auto und verdrödel die ganze Zeit, weil der einfach nicht sich auf ein Duell einlassen will. Dabei hat er wahrscheinlich sogar das bessere Auto. Komm jetzt mal her, ey. Junge. Gibt's ja nicht. Oder... Jetzt aber, jetzt. Ha, jetzt. Ah, ne, das ist sogar ein Golf. Okay, ich habe mich geirrt. So, aber jetzt komm, das muss ich doch jetzt gewinnen. Bleib mal kurz auf der Straße. Ne, jetzt mal keinen Baum mitnehmen. Jetzt wäre es ganz schlecht, das zu tun. Das Ding untersteuert wie Sau, ey. Das ist echt heftig. Weil es könnte jetzt auch ein bisschen an der Jahreszeit und an dem Wetter liegen. Ich habe schon die Erfahrung gemacht, Frühling und Herbst, Regen und dann auf Rasen fahren. Das ist so eine rutschige Suppe. Das ist echt der heftige Wahnsinn. So, okay, ich muss echt irgendwie gucken, dass ich hier Bescheid fahre. Okay, ich muss irgendwie über die Brücke. Bin jetzt leicht einen Umweg gefahren. Was soll's? Nein, nein, nein. Ey, das ist, guck mal, wie krass das schiebt. Ich krieg das Ding nicht rum. Das ist ja untersteuernd. Das ist ja schlimmer als ey, das ist richtig, richtig schlimm. Ich hoffe, dass wir jetzt ein gutes 7er, also Stufe 7 Fahrzeug bekommen. Also Stelvio, das können wir uns schon mal merken. Power, ja. Gelände, joa. Kurvenfahren, nein. Das überlassen wir lieber anderen Fahrzeugen. Komm, ich glaube, ich habe genug Zeit. Ich kann die Straße ganz normal fahren. Riskieren wir nichts. Ein weiterer Baumkontakt würde mich wahrscheinlich mehr killen. So, sehr schön. Das heißt, gibt es erstmal ein Stufe 7 Fahrzeug. Hoffe ich was Gescheites. Vielleicht was fürs Gelände. Warthog oder so wäre geil. Ja, okay, in der 959 ist eigentlich nicht so geil, aber wir nehmen ihn trotzdem mal. Also, eigentlich ist er geil, aber hier im Spiel finde ich ihn nicht so geil. Aber was soll's. Besser als, da hinten ist auf jeden Fall ein Drop. Gucken wir mal, was da ist. Oh, da ist ein Gegner. Ich nehme lieber den Gegner als den Drop. Sollten wir gewinnen, gibt es ein Stufe 8 Fahrzeug. Okay, der fährt aber auch was Heftiges. Ein Golf nämlich. Also jetzt ein Golf ohne Blaulicht. Alles klar, interessant. Jetzt ist der gleiche nochmal. Der hat jetzt einfach nur das Blaulicht abmontiert und denkt, keiner merkt, dass er das ein anderer ist. So. Ich bin jetzt jemand komplett anderes. Ich habe das Blaulicht abgenommen. Ich bin jetzt zur kriminellen Seite gewechselt. So nach dem Motto. So, komm. Das Ding ist ein Dakar-Sieger-Auto. Ich glaube 86, oder? 86 Dakar gewonnen damit. Also auf geht's. Gelände sollte doch kein Thema sein. Man fährt sich auf jeden Fall 10.000 Mal besser als der Stelvio. So viel steht schon mal fest. So, jetzt habe ich ein bisschen Schiss, weil jetzt geht's wirklich, glaube ich, gleich in die Baumlandschaft. Aber, nee, okay. Könnte... oh Gott, oh Gott, oh Gottes Willen. Ja, Baum gestreift. Das müsst ihr mit dazu zählen. Ich habe einen Baum gestreift, auf jeden Fall. So, den haben wir auch geschafft. Sehr gut. Was gibt's jetzt Schönes? Ein Wrangler. Ja, den nehmen wir. Komm. Cheap Wrangler, DeBerti Design. Ist ein bisschen gefährlich, weil er sehr weich gefedert ist, dass er umkippt. Aber nehmen wir mit. Stufe 8. Das klingt schon mal gut. Zwei Siege noch, dann wären wir Stufe 10. Und wenn wir Glück haben, kriegen wir auch so ein richtig geiles Stufe 10 Auto. Im idealen Fall den Escort. So, da ist direkt schon der nächste Gegner. Den nehmen wir mit. Wenn ich ihn vor die Flinte bekomme. Komm her. Jawohl. So, wo geht's lang? Oh, Entschuldigung. So. Auf geht's. So, jetzt. Das Ding ist halt leider nicht gerade klein. Deswegen wird das jetzt eher so ein kleines Slalom. Aber normalerweise, also wenn ich gegen den verkacke, dann gehe ich sofort offline, ja?
ganz ehrlich, dann gehe ich sofort offline, wenn ich das Duell jetzt verliere. Weil dann ist es nicht mehr zumutbar, hier weiterzumachen. Das Duell, das darf ich, das ist ein 100% Duell, das kann man nicht verlieren. Da müsste schon echt, ja, nee, dann... Das ist nicht überheblich gemeint, das ist einfach nur realistisch gemeint. Ich glaube, das seht ihr wahrscheinlich ähnlich. Also das Duell dürfte ich keinen Umständen verlieren. Jetzt haben wir hier Schönes, Stufe 3, Turek, nee. Nicht in diese... Genau das ist die Gefahr bei dem Ding. Und wenn es jetzt ganz blöd läuft, genau, werde ich resettet. Das ist so das Schlimmste, was passieren kann bei, finde ich, hier Eliminator. Wenn du quasi im Vollspeed resettet wirst und dann meilenweit zurückfällst. Das ist wie so mit das Schlimmste, was passieren kann. Volvo Platz da. Ich hab's eilig, ich muss da hin. Oh, da ist ja einer gerade mit dem Warfare gefahren. So, jetzt komm, gib mir was Geiles. Gib mir was Geiles. Na, ein Aventador ist eigentlich nicht so geil, aber der hat, ich riskiere es. Komm, hat er mit Blaulicht bitte. Perfekt. Ein Feuerwehr-Aventador. So würde ich es jetzt einmal mal nennen, weil wir die rote Farbe behalten. So, da vorne ist auch schon der nächste Gegner. Ich hoffe, er hat was Geiles. Vorne, komm. Ich hab schon, also das letzte Mal, als ich den Aventador hatte, hab ich verloren. Komm, den Volvo, den kriegen wir. So, wo geht's hin? Hallo? Ziel? Nein, hinter mir. Komm, dreh, wende. Piep, 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 piep. Aber das wurde so super lang kein Ziel angezeigt, oder? Also, das war jetzt natürlich nicht so günstig. Aber ich sollte mal auch gucken, wie die Arena gerade aussieht. Die ist nämlich relativ klein geworden mittlerweile. Nicht, dass ich jetzt dieses Duell verliere. Das wäre Schande über mein Haupt. Das scheint gut zu passen. Jawohl, das gibt ein 10er Auto und Überschlag obendrauf. So, was haben wir denn? Das war ganz schön knapp. Guck mal, da hinten ist er gerade gefahren. So, was gibt's denn? Ein Veror. Ja, okay, ich nehme ihn jetzt einfach mal. Ich glaube, Veror ist besser als der Aventador trotzdem. Mit Blaulicht, perfekt. So. Besser kann es nie werden. Der Düder da, der Veror ist da. So, 15 Fahrer übrig. Ich würde aber trotzdem gerne noch ein Design angehen. Weil ich glaube, gegen jeden anderen Geländewagen hätte ich echt ein bisschen Probleme. Deswegen gucken wir mal, dass wir vielleicht irgendein Duell noch hinkriegen, bevor das Finale losgeht. Da vorne ist auch schon der nächste Gegner. Komm, komm her, komm her. So, wo ist das Ziel? Da hinten. Komm jetzt, W16 Power, wieder gegen Volvo. Boah, fast diese scheiß Dinger mitgenommen. Die bremsen richtig böse aus. Komm jetzt, nichts riskieren, kein Überschlag. Das mache ich jetzt einfach mit ganz easy. Nichts Unnötiges riskieren. Jawohl. So, jetzt komm, gib mir ein geiles Geländefahrzeug. Gib mir ein geiles Geländefahrzeug. Gib mir bitte ein geiles Geländefahrzeug. Gib mir ein geiles Geländefahrzeug. Ja. Bleib mal ernst hier. So. Nee. Den AMG nehmen wir auf keinen Fall. Okay, schade. Fuck, wir haben jetzt eigentlich keine Chance mehr. Jetzt kommt gleich das Finale. So, wo sind wir denn? Jetzt muss ich leider doch mit Bugatti fahren, aber ist egal. Wir sind hier. Boah, das kann überall hingehen. Ich schätze mal, aber es geht irgendwie da hoch. Deswegen positioniere ich mich mal ungefähr hier runter irgendwo. Hier unten irgendwo hin würde ich mich gerne positionieren. So, normalerweise gibt es jetzt kein Duell mehr. Also, ich glaube nicht, dass wir noch ein Duell hinkriegen. Deswegen, also hier sind zwar noch andere, aber ich kann es mir trotzdem nicht vorstellen. Ich lasse es jetzt mal so. Es sei denn, jemand will mich nochmal herausfordern, aber dann wollte er mich am Arsch lecken. So, jetzt trotzdem mal da unten hin. Also wir müssen eigentlich relativ schnell schauen, dass wir irgendwie auf eine Straße kommen. Im besten Fall sogar die da, die hier, oder? Da unten, da können wir relativ... Ja, pass mal auf, wir gehen mal hier rüber. So, ich will ja schon mal ein bisschen vorher mich richtig positionieren. Nee, warte, hier ist immer falsch. Jetzt muss ich gerade überlegen. Hier und dann darüber, ne? Ja. So, auf die Straße da vorne will ich fahren. So, jetzt müssen wir uns noch beeilen. Nicht, dass ich... Nee, gut, jetzt wird eh kein Duell mehr funktionieren. Das wird dann eher abgebrochen. Das heißt, ich will jetzt auf die Straße da drüben direkt drauf fahren. Ja, das müsste eigentlich... Warte mal, ich positioniere mich hier. Guck mal, die sind genauso schlau, die wollen auch darüber.
Das Finale beginnt in 30 Sekunden. Keine Duelle mehr. Bereitet euch für das finale Rennen vor. So, wir gehen da drauf. Und dann, ich hoffe halt, dass es da oben ist. Also da irgendwo, da muss es irgendwo sein. Also ich darf mich jetzt nicht irritieren lassen. Hier ist Norden, also hier irgendwo hoch, dann ist passt schon. In 3, 2, 1, go! Boah, das ist nicht weit. 4,3 Kilometer. Nein, als ob es da unten ist. Lol. Als ob, damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Ich ging safe vom Norden aus, nicht vom Süden. Okay, das wird ein ganz schlechter Platz. Ich bin ja mal völlig in der falschen Richtung. Wow. Okay, gut. Kann nicht immer funktionieren. Schon oft genug richtig predicted. Jetzt ist halt natürlich kacke. Okay, es ist sogar mehr sogar am Strand tatsächlich. Wow, okay, krass. Naja, gut. Egal, so ist es jetzt. Vielleicht kriegen wir den einen oder anderen noch eingeholt. Die haben nämlich zum Teil echt nicht geile Autos gehabt, habe ich gesehen, aber das ist natürlich jetzt... Wow, okay, das ist natürlich super schlecht, wenn ich jetzt... Ja, okay, Glück gehabt, immerhin. Komm, dreh dich wieder um, ja, wieder fast Grip. Ja, damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet, dass es darüber geht. Verdammt, ey, ich hätte echt drauf schwören können, dass es nach Norden weggeht. Ey, das ist echt schlimm. Das war, so gesagt, gar nicht fürs Gelände. Na gut, besser wie so ein Golf ist es trotzdem. Trotzdem werde ich wahrscheinlich nicht vor den allen hinziehen. Ja, okay, ist fertig. Siebter. Ja, schade. Schade. Aber gut gedacht. Aber dann kam es doch alles anders, leider. Oh. Ja, wie hättet ihr euch entschieden? Hättet ihr jetzt auch gedacht, so, okay, weil so hier war irgendwo das Ziel. Weil das ist schon krass, wir waren ja schon in dem Gebiet hier. Ne, wir waren in diesem Gebiet, da war das letzte. Und hier war das Ziel, das ist ja voll kurzer Weg nur, ne? Also, ja, ich hätte schon mit da gerechnet, dass wir ein bisschen mehr nördlicher fahren müssen. Krass, ey. Also, hättet ihr damit echt gerechnet? Also, ich nicht. Also, ich bin jetzt safe davon ausgegangen, dass wir nach oben müssen. Ja, wow, 1300 Zuschauer sind am Start. Okay, also so langsam merke ich richtig, dass ihr Eliminator vermisst habt. Das war nicht nur einfach immer so lala gefragt. Mega stark. Freut mich, dass ihr am Start seid. Fast, ja, 600, ne, nicht ganz 600 Däumchen, aber 550 Däumchen nach oben. Ey, mega stark. Freut mich, dass ihr am Start seid. Starte immer in der Mitte. Ja, Tech Pro, das Problem ist, wenn du in der Mitte startest von dem Finalfeld, kann das natürlich, wenn du ein gutes Auto hast, funktionieren. Kann aber auch schief gehen. Also ich bin halt, ich liebe das Risiko. Bin ich ganz ehrlich, das kann schief gehen. In dem Fall ging es jetzt extrem schief. Aber es hat auch schon oft genug funktioniert. Ja, ich meine, ich habe ja Eliminator schon öfters gespielt. Ich habe euch immer mitgenommen. Und ich habe ja auch schon des Öfteren gewonnen. Ich würde sagen, ich habe eine ganz gute Bilanz eigentlich. Also entweder es läuft richtig schlecht oder es läuft so lalala. Aber... meistens funktioniert es relativ gut und ich habe ja schon oft sehr, sehr richtig predicted. Ja, kann halt mal schief gehen. Mein Gott, das gehört dazu. 700 Däumchen. Wir haben die 600 einfach mal übersprungen. Ihr seid des Wahnsinns. Wir starten Steinbruch, wurde gesagt. Dann machen wir das doch mal. Das war vorher der Tipp. Wir versuchen es einfach mal. Ja, kann ja nicht schief gehen. Also ich behaupte, wie gesagt, immer noch, eigentlich ist es egal, wo man startet. Sorry, ich muss kurz aufs Handy gucken. Aber, jetzt gucken wir einfach mal. Vier Fahrer treten an! Nur einer bleibt übrig! Ich habe jetzt gerade verstanden, vier Fahrer treten an, aber da steht viele Fahrer. Okay, es stimmt schon mal, dass da auf jeden Fall direkt ein Car-Drop ist. Da hinten ist auch einer. Ich hoffe, das ist der bessere. Sonst habe ich Bright geschissen. So, da haben wir den Touareg, den ich vorher noch missachtet habe, als schlecht abgetan habe. Aber gut, da sind wir auch schon was bisschen Besseres gefahren. So, der fährt jetzt darüber, ist mir egal. Ich nehme das Duell direkt an. Ey, wenn der jetzt irgendwie was Krasseres genommen hat, dann ärgert es mich jetzt richtig, dass ich nicht... Natürlich... nee, okay, das geht. Ein Impala, den nehme ich an. Komm. Hä? Achso, ist schon. Läuft schon. Okay, auf geht's. Oh Gott, es geht nach da. Okay, der Impala hat deutlich mehr Bums, merke ich gerade. What the fuck?
Okay, gut, wir fahren nach wie vor den 12 Liter Dieselmotor, aber trotzdem. Warum ist er so schnell? Der ist doch getuned, ey, da vorne. Gut, die sind alle getuned, aber trotzdem. Okay, damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet, dass der so abgeht. Also, volles Risiko, sonst könnte das Duell oder könnte es ein schnelles Aus sein. Aber wie ich es ja gerade gesagt habe, entweder geht es manchmal relativ schnell zu Ende mit mir oder es geht relativ weit und oftmals im Finale sogar bis zum Fast-Sieg. Okay, das ist richtig fies, die Stelle. Aber, Alter, Alter, ja, ja, nein. Oh, jetzt dreht er sich so komisch ein. Aber sonst war es fast ein richtig geiler, gekonnter Move, ey. Okay, aber ich glaube fast. Ey, der Impala, warum ist der so stark? Jetzt ohne Flachs. Damit hätte ich never ever gerechnet, dass der so abgeht. Und der Turek, der zieht ja einfach gar nichts vom Teller, ne? Also er ist so, ich fahr 90 Sachen, aber schneller will ich nicht. Weil ich für Diesel und Diesel ist schön bequem, oder was? Also es ist schon echt, das ist schon echt traurig gerade. Aber das müssen wir uns alles merken. Also Impala, geiles Fahrzeug. Turek, ja, okay. Geht besser. Ey, guck mal, der zieht ja nichts vom Teller. Ich würde hier gegen Mini verlieren, ne? Und das meine ich jetzt echt nicht böse. Ne, keine Chance. Das werde ich verlieren. Aber sowas von würde ich das verlieren. Gut, der hat halt auch Blaulicht, ne? Das gibt halt nochmal 500 PS Boost. Ne, das ist gar nichts. Das war gar nichts. Okay, das war eine schnelle Runde, die ist nie passiert. Alles klar. Zwölf Zylinder, habe ich Liter gesagt, dann sorry, 12 Zylinder hat der. Der hat einen V12, nee, W12 Diesel, oder? W12 oder V12 Diesel, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall 12 Zylinder Diesel hat er. Vielleicht nicht so drehen, ja, dann macht ihn trotzdem nicht schneller. Ist ja egal, also wenn du Geschwindigkeit erreichen willst, auch beim Diesel musst du trotzdem drehen. Das funktioniert trotzdem nicht anders. Runde, welche Runde? Ich weiß auch nicht. War doch gerade eine kurze Pause, oder? Jetzt geht's weiter. Ja, W12, genau. Also diesen VW W12. Das ist eigentlich kein richtiger W. Ach, ist egal. Ja, ein V12 TDI. Nee. Er hat doch ein V12, oder? Also bin mir ziemlich sicher, dass er ein V12 hat und kein V10. Beziehungsweise er hat ein W12 eher. 5 Liter V10 TDI. Echt jetzt? Okay, dann nehme ich alles zurück. Ist das nicht der R5? Okay, dann V10 Diesel. Entschuldigung. Mein Fehler. Aber ich bin auch ganz ehrlich, im Diesel-Thema stecke ich null drin. Im SUV-Thema stecke ich noch viel weniger drin. Und das ist jetzt, soll kein Markenhass oder so sein, aber bei Volkswagen stecke ich am allerwenigsten drin. So, haben wir das erledigt. Aber für das habe ich euch. Also, V10 TDI. Dann haben wir das geklärt. Ich nehme alles zurück. Der W12 ist im Audi. Ah, okay, so war's. Okay, ich wusste auf jeden Fall, es gibt einen W12 in einem SUV. The Nice Papierfisch, den habe ich schon. Ich bin schon Stufe, keine Ahnung. Okay, komm, Steinbruch, geben wir nochmal eine Chance. Diesmal schnappen wir uns einen Impala, wenn er kommt. Es gibt auch einen V10 und einen W12. Ja, ganz ehrlich, ich weiß nicht. Ja, also es ist auf jeden Fall der R50. Wenn ihr sagt, der R50 hat den V10, dann ist es so. Nee, V6 auf keinen Fall. Der hat auf jeden Fall genug Zylinder. W12 ist Audi. Okay, dann haben wir das geklärt. Ihr seid einfach schlauer. So sieht's aus. So, da hinten ist ein Drop, da vorne ist ein Drop. Nee, ich entscheide mich diesmal für den da hinten. Wenn ich rechtzeitig da hinkomme. Boah, ich muss erstmal da hochkommen. Okay. Das ist, was er gesagt hat mit dem Hochkommen. Aber, ja. Lassen wir das mal so umkommen. Nein, du bist jetzt nicht schneller. Nein, ich komme da gar nicht hoch. Oh mein Gott. Okay. Lassen wir das. Gehen wir doch darüber. Wenn jetzt es mir jetzt ein anderer wegschnappt, ne? Dann war es das. Vielleicht ein Wink des Schicksals. Die Höhe nicht zu erklimmen zu können. Oh ja, das war auf jeden Fall ein Wink des Schicksals. Holla die Waldfee, direkt mal Stufe 7 Fahrzeug. R6. Ich sag's jetzt nicht laut, aber... So, komm mal her, du da drüben.
Jetzt komm mal her. Wer hat jetzt die dickeren Hosen? Komm mal her. Komm nur her. Denkt jetzt, oh, er hat wieder Blaulicht. Oh, er hat Blaulicht. Das ist mir doch scheißegal, was er hat. Komm nur her. Okay, der hat aber auch was Cooles. Nein, der hat einen Cayenne. Jetzt ist es ein Cayenne. Komm her. Ich hab keine Angst vor dir. Ja, ja, bremst du ab. Uiuiuiui. Okay, Stufe 6 ist auch geil, aber, ey, ganz ehrlich. No way. Ich sehe noch nichts im Wald. Ja, ich muss irgendwie da rüber. Oh, was ist das für Kackweg? Einfach dem River folgen hier, dem ausgetrockneten. Lass mich darüber. Nein, da ist diese harte Felswand und ich komme da nicht hoch, oder? Komm her. Komm, jawohl. Komm, Quattro Power. Jawohl. Geil. Gib alles. So, jetzt komm. Asphalt, Junge, Asphalt. Und damit meine ich nicht das Spiel Asphalt. Ich meine Asphalt. So. Wie geht's? So. Keiner ran, perfekt. Oh, guck mal, süß, die Minis. Ich glaube, der resigniert da hinten schon. Der hat angehalten. Ist mir egal. Ich zieh durch. Man weiß nie, ob das eine Finde ist. So. Das ist echt ein bisschen beängstigend. So im Herbst, in der Nacht, so durch den Wald zu brettern. Da kommt ein Baumstamm nach dem anderen. Die Gefahr ist so groß wie noch nie, einen tatsächlich zu touchieren. Aber es sieht doch gut aus. Das heißt, wenn wir jetzt gewinnen, kommen wir direkt auf ein Stufe 8 Fahrzeug. Ist das nicht fett? Ich find's geil. So, auf geht's. Jetzt kommt bestimmt irgend so ein Sportwagen oder so. Gib mir irgendwas Cooles. Irgendwas bitte mit Allrad. Wäre schon ganz geil. So, Nissan GT-R. Okay, ich habe schlechte Erfahrungen tatsächlich mitgemacht, aber wir nehmen es an. Ja? Einfach die Chance zu haben. Jetzt sind eh die Stufen der anderen normalerweise noch sehr relativ gering. Und das heißt, wir haben eine gute Chance, auf direkt auf Stufe 9 zu ballern. Deswegen direkt mal gucken auf der Minimap, in der Richtung ballern, hoffen, dass wir direkt einen finden, der gerade kein Duell hat, der gerade vielleicht sogar noch mit dem Mini rumtuckert. Das wäre schon ganz cool. Oh mein Gott, oh mein Gott. Komm her. Da vorne ist einer, da vorne ist einer. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Komm, komm. Nein, Baum. Ganz viele Bäume. Ich mag Bäume nicht. Komm weg da. Weg, weg, weg. Nee, komm. Was fährt denn da mitten im Wald? Was hast denn du vor? Godzilla kommt. Komm. Also Godzilla ist ein Ding. Schon wieder ein Blaulicht. Was ist denn da los? Meinst du, dadurch siehst du mehr? Nee. Hier komm. Hier komm ich. Nein, komm. Heute werden die Cops gejagt. Ja, komm. Danke. Perfekt. So, wo geht's hin? Wieder ein Impala. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Impala. Und ich nehme auch direkt einen Baum mit. Nee. Oh Gott, das ist echt beängstigend. Ey, das ist echt kacke. Ich komme hier nicht raus. Was ist denn das? Oh Mann. Okay, vielleicht verkacke ich sogar. Wenn ich jetzt wieder gegen Impala verliere, ne? Dann kriege ich echt richtig Kotzen. Ich kann nicht mal Vollgas geben, weil das so uneben ist. Da haut's mir den kompletten GTR weg. Zum Glück haben wir hier keinen Breitbau dran oder sowas oder tiefer gelegt oder schieß mich tot. Weil, da geht einfach gar nichts. Ey, das ist... Alter, was ist denn hier los? Bau doch gleich eine Wand aus Bäumen hin. Das ist ja richtig schlimm. Wo ist denn das Ziel? Ich sehe es gar nicht. Ey, das ist halt einfach voll weit vor mir, ne? Ich hab... Ey, was ist denn das für ein Kackwald? Geh weg. Meine Jüde, ey. Okay, das Ziel ist noch ein Stückchen weit weg. Also ich habe noch gut Chance, meine Power auszuspielen. Und ich weiß, dass er direkt hinter mir ist. Ich darf mir echt keinen Überschlag oder sowas leisten. Deswegen... Ey, das ist ja super dunkel. Ich sehe gar nichts. Sorry, dass ich kurz laut werde. Aber es belastet mich gerade sehr. Nein, nicht überschlagen. Nicht überschlagen. Alter, jetzt muss ich da wirklich da hochfahren, ne? Oh, ne. Oh, ne. Komm. Komm jetzt. Ja. Ja. Danke. Oh Gott, Nervenkitzen. Man könnte sagen, manche Duelle würde ich, glaube ich, verlieren, hätte ich nicht so ein starkes Auto. Wobei, ich glaube, der GTR war jetzt nicht unbedingt eine Hilfe. So, was kriegen wir jetzt? Warum habe ich akzeptiert? Ein Camaro, das ist doch eigentlich schlechter. Oder? Warum ist der Stufe 9? Warum ist der Stufe 9? Hat der Allrad? Ja, ich glaube, der hat Allrad. Ja, der hat einen Allradumbau. Warum auch immer. Also zumindest kommt es mir so vor. So, da hinten fährt auch einer, der kommt mir nicht...
Wow, überschlag dich halt nochmal. Ja, der hat auf jeden Fall Allradumbau, sonst würde der nicht so gut durchziehen. Aber er ist trotzdem bockhart. Komm her, du hier da hinten. Ey, ich will jetzt ganz, ganz, ganz schnell ein Stufe 10 Auto. Und dann aber mal bitte ein gescheites. Komm her, da hinten, das ist ein Golf, oder? Was ist das? Sieht nach Golf aus. Jawohl. Nehme ich an, danke. So, da lang geht's, auf geht's. Nein, 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 nicht da rein, nicht da rein, nicht da rein. Ich will mich nicht schon wieder überschlagen. Es geht halt wieder in diesen Wald, ne? Wald des Todes. So, aufpassen. Und warum ist der Golf so schnell? Komm, gib Gas, Camaro. Lass mal die Zylinder ballern. Komm, Konzentration, Konzentration, Konzentration. Warum ist der Stufe 9? Ich kapiere es echt nicht. Warum ist der Stufe 9? Ist da ein Bumblebee drunter oder so? Kann ich jetzt mich gleich transformieren? Oh, guck mal, ey, der Wald ist doch so eine Bitch, ey. Jetzt mal ohne Flachs. Oh Gott. Einfach nur keinen Baum mitnehmen. Einfach nur keinen Baum mitnehmen. Einfach nur keinen Baum. Also zumindest mal keinen Baum, der mich aufhält. Ruhig Blut, ruhig Blut. Ruhig Blut! Und es ist Ziel. Jawohl. So, perfekt. Natürlich alles meinem Skill zu verdanken. So. Puh. Jetzt komm, gib mir ein geiles Stufe 10 Auto. Gib mir einfach ein geiles Stufe 10. Schon wieder den Aventador. Warum schon wieder ein Aventador? Aber ich nehme ihn. Ist okay. Ah, diesmal ohne Blaulicht. Guck mal an. Ist es ein Nachteil oder nicht? Okay, der nächste Golf. Ist heute Golftreff oder was? Wo geht's hin? Ich warte mal ab. Sicher, sicher. Ich will jetzt mir schon wieder ein Fauxpas leusten. Aber ist krass, ne? Der hat auf mich gechinkst. Und, oh, oh. Diese Bäume, ey. Die kosten mich echt nur Nerven. Wunder, dass ich echt so wenig Baumberührung habe, aber ich kenne mich. Einmal einen Baum mitgenommen, dann hört es nicht mehr auf. Alter, wie schnell er ist! Okay, da geht halt volles Risiko, aber trotzdem. Warum ist der so schnell? Ich habe keinen Bock, gegen den zu verlieren. Jetzt muss ich auch das Risiko erhöhen. Ich sehe nichts, ich sehe nichts, ich sehe nichts, ich sehe nichts. Oh, da sind wieder ganz viele Bäume da hinten. Nicht cool. Gar nicht cool. Warum sind solche Fahrzeuge hier drin? Ich verstehe es nicht. Die tun doch hier gar nicht gut. Gib mir jetzt bitte was Geiles, Geländegängiges. Nein, kein Baum. Oh, Alter, wie knapp noch ausgewichen. Ich hab mich schon im Baum gesehen. Nein, nein, nein. Brücke. Lass mich über die Brücke, ja. Danke. Oh, wie knapp, ey. Ich mach's aber auch spannend. Nein, ich fahre nicht für gern langsam, sondern ich fahre eher auf Nummer sicher, weil ich diese Duelle einfach nicht verlieren will. Bis jetzt geht's noch auf. So, gib mir mal. Ja, Pro-Truck, komm. Komm. Das ist gut. Den nehmen wir jetzt. Es gibt zwar noch den Escort, den finde ich eigentlich mit am besten, aber komm. Also wenn das Ding jetzt nicht. Wenn das mit dem Ding ich jetzt nicht gewinne, beziehungsweise gute Karten habe, dann weiß ich auch nicht. Das Ding ist schnell, kann Gelände, ich kann mich überschlagen oder auch nicht. Perfekt. So, kommt nur her. Kommt nur her. Ne, ich nehme jetzt kein Duell mehr an. Ich riskiere gar nichts. Ha! So, jetzt gucken wir mal kurz, wo die Welt hingeht. Also wir gehen jetzt hier nach oben. Okay, also komm, jetzt muss es safe nach Süden gehen. Also wenn es jetzt nicht nach Süden geht, gleich nachher, dann weiß ich auch nicht. 1400 Zuschauer. Habt ihr nichts zu tun oder was? Nee, schön, dass ihr auf dem Start seid. Freut mich richtig. 800 Däumchen nach oben. Nein, ich will kein Duell. Hup bloß nicht. Und der Baumtreffer, der zählt leider zu der Statistik dazu. No Race, no Kopfverfolgung. Ja, heute schon fast, ne? So viel Blaulichter wie rumfahren. Ja, wir müssen jetzt noch warten, bis wir unter 12 Spieler kommen. Vorher gibt's nix. Ne, bleib weg. Der fährt da hinten. Ich glaube, der ist ein Subaru gefahren, das Rallye-Car. Wir lassen dieses Auto, komm. Also ganz ehrlich. Also wenn es halt ein Duell gibt, gibt's halt ein Duell. Aber diesmal wechsle ich auf meinen Mist.
Nee, also wie gesagt, es war nur Spaß. Also schön, dass ihr am Start seid. Freut mich richtig. So, ein bisschen aufpassen, ein bisschen Fokus. Ein Durchschnitt von 1,75 pro Runde, okay. So, ich könnte jetzt die Statistik ein bisschen verfälschen und jetzt mit Absicht so ein bisschen Bäume touchieren, aber ich lass es mal. Versteck dich vor Spielern. Ja, ich fahre einfach durch die Gegend und demonstriere meine Power. Dann kommen die schon mir nicht zu nahe, glaube ich. Nee, komm nicht her. Hey, ey, es müsste schon echt richtig... Also ich muss... Also sagen wir es so, Baum und Überschlag kann mich jetzt auf jeden Fall noch kosten. Im Finale, sollten wir jetzt dann gleich in die Finalrunde kommen, ist es halt wieder Positionierung. Wo positionieren wir uns? Wo ist das Ziel? Wie bestreite ich die ersten Meter? Aber ich glaube, wir haben sehr, sehr, sehr gute Karten. Tatsächlich. So, jetzt kommt eigentlich mehr oder weniger schon die kleinste Arena. Und jetzt müssen halt leider noch vier Spieler, ich korrigiere, noch getilgt werden. Und dann kann auch schon das Finale starten. Es kann natürlich jetzt sein, dass der ein oder andere sich auch versteckt und kein Risiko mehr eingehen möchte. Okay, der kommt jetzt zu mir. Ich warne dich. Jubik. So, ich gucke nochmal ganz kurz auf die Karte. Also das ist der letzte gerade. Okay, ich positioniere mich safe hier. Alles andere macht, finde ich, nicht so viel Sinn. Da habe ich die besten Chancen. Also hier will ich ungefähr hin. Ja, okay, passt. Es sind aber immer noch vier Spieler, die weg müssen. Also es müssen noch Duelle gemacht werden, sonst passiert gar nichts hier. Aber ich bin nicht jetzt derjenige, der Leute tötet. Ich habe es zumindest mal gerade nicht vor. So, ich meine, es sind einige schnelle Dudes mit dabei. So ist so viel Shit fest. So, die Straße hier will ich. Ja, nochmal kontrollieren, jawohl, ja. Ich sehe es wieder kommen, das Ziel ist wahrscheinlich in Edinburgh oder so. Aber ist egal, dann ist es halt so. So, zwei Spieler noch, dann startet das Finale. Also zwei Spieler müssen noch sterben, so hart wie es klingt. 900 Däumchen. Ihr seid vollkommen verrückt. Im positiven Sinne natürlich. Komm, einer noch. Lass mir noch einmal die Pause. Ich töte sonst genug Menschen. Aber Ray, du darfst Menschen nicht töten. Okay. Das Finale beginnt in 30 Jawohl. Sekunden. Ich bin heiß wie Frittenfett. Keine Duelle mehr! Bereitet euch für das finale Rennen vor! Ey, also wenn es jetzt, wirklich hier ist, dann scheiße, aber ist egal, dann ziehe ich halt rüber. Ich glaube, die Position ist ganz gut hier. So, ich fahre bei 5 Sekunden fahre ich raus, oder? Das müsste ich überleben. Hoffe ich. Finale oh, komm. In 3, 2, 1, los! Komm, wo geht's hin, wo geht's hin, wo geht's hin? Ja! Ja, 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 ja. Ihr kleinen Nasenbären. Das hole ich mir jetzt. So, jetzt keinen Baum unnötig mitnehmen. Sagt er und steuert direkt auf den Baum zu. Und wie soll wenn ihr. Wer pflanzt die denn? Ich bleibe auf der Straße. Es macht mehr Sinn, wie den Dingern hier ausweichen, glaube ich. Das ist da drüben, ne? Ich muss rüberfahren. Okay. Dann jetzt oder nie, hätte ich gesagt. Nein! 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 Ja! Danke! Im Steinbruch, ne? Okay. Ist lustig, da wo die Reise begonnen hat, da wird sie wahrscheinlich auch enden.
Komm, nichts riskieren. Ich habe, glaube ich, echt einen super Vorsprung, wenn ich das richtig sehe. Ich muss jetzt echt nichts riskieren. Komm, 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 komm. Oh, komm, 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 komm. Jawohl, 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 jawohl. Jawohl. Nichts riskieren. Der eine kommt zwar immer näher, aber normalerweise. Wo ist denn das Ziel? Ich sehe es nicht. Hä? Ah, da. Wow. Okay. Easy. Ha? Mit Köpfchen. Glückwunsch. Du bist der Eliminator. Aber sowas von. Aber sowas von. Da kriege ich ja vom Zuschauer Puls. Ja, so muss es sein. Aber mitfiebern. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Das war der erste Sieg des Tages. Ich hoffe nicht der letzte. Oh, guck mal, wir haben den Kyuga Eliminator endlich mal freigeschaltet. Dann kann ich ja endlich mal eine Let's Play-Folge zu dem machen. Sofern ihr das halt sehen wollt, ne? An Xerox, das ist Fairlawn Manor, kann ich ja gleich mal zeigen auf der Map. Ja, danke. Und zwar hier. Dann kannst du schnell reisen überall hin, kostet dich allerdings Geld. Wenn du aber alle diese Schnellreisetafeln hast, dann ist es gratis. Aber du musst alle haben. So, also mit jedem wird es billiger. So. Ey, 1500 Zuschauer, ey, krass. Und fast 1000 Däumchen, ihr seid doch verrückt. Jojo, ja, jeder Stream bei uns auf dem Kanal wird nachträglich verfügbar sein. Allerdings, die längeren Streams brauchen ein bisschen, bis sie verarbeitet sind. Aber am nächsten Tag, also sage ich jetzt mal 24 Stunden danach, dann ist die Garantie eigentlich da, dass du den Stream komplett nachschauen kannst. Community-Rennen, nee, ist heute nicht geplant, dass wir Community-Rennen machen, weil das einfach sehr aufwendig ist, weil man muss die Leute immer einladen und so weiter. Ich kann keine Open Lobby machen, also ich kann nicht sagen, so, kommt alle rein. Das funktioniert leider nicht. Das heißt, ich muss jemand holen, der Leute einlädt und so weiter und so fort. Und ich selber kann das eigentlich nicht machen, weil dann würde der Stream zu 50% daraus bestehen, wie ich in der Freundesliste rumhänge oder überhaupt in einem Einladungsmenü rumhänge und versuche, Leute einzuladen. Das ist nicht so cool. Deswegen machen wir halt Eliminator, das ist heute der Plan, aber ihr dürft gerne, ich wurde vorher gefragt, ob man Stream-Snipern kann, ja gerne, also ihr könnt gerne versuchen gleichzeitig zu suchen tatsächlich und ja, wenn ihr drin seid, seid ihr drin, alles cool. Tausend Däumchen, mega stark, ey, richtig, richtig stark. Neue Stufe 1 Fahrzeuge, keine Ahnung, ob sie irgendwann mal noch neben dem Mini ein anderes machen und beziehungsweise ob sie den Mini mal ersetzen. Heat Mode, mein Privatinsta befeuere ich gar nicht, also es macht nicht wirklich viel Sinn. Guck mal, hier sind sogar 3 Drops diesmal. Könnte ich ja diesmal eigentlich wählerisch sein, aber guck mal, direkt wieder Stufe 5, das ist eigentlich schon gar nicht so verkehrt. Nehme ich mit. Ey, guter Tipp eigentlich, also bis jetzt der erste Tipp, was die Spawns betrifft, was echt richtig gut funktioniert. Aber ich habe so das Gefühl, dass irgendwann ganz viele Leute hier rumfahren. Okay, es sind sogar schon hier 3 weitere Leute mit mir. 4. Die nehme ich an. Leider fährt er in die richtige Richtung und ich in die falsche, aber alles cool. Der Fokus sollte ja eigentlich ganz geil abgehen. Der hat ja so ein bisschen Rallye-Gene in sich. Auch wenn der Fiesta... Ja. Hey, Haus zählt nicht zur Baumstatistik dazu. Dann müsst ihr jetzt eine Hausstatistik anfangen. Oder eine sonstiges Objektstatistik. So, geil. Raus hier. Auf geht's. Alter. Alter, wie gewollt. Nein, ich bin nicht in den Rückwärtsgang. Der war nicht gewollt. So, jetzt aber. Rüber da. Ja, kommt direkter Weg. War mehr oder weniger direkter Weg.
geht's. Der Fokus ist echt nicht schlecht. Also können wir uns schon einmal auf die positive Seite setzen. Finde ich, der fährt echt geil. Gut, das eine ist auch der Starterfahrzeug im Spiel und ist sowieso schon leicht OP im Spiel. Aber ist auch so ein gutes Fahrzeug. Ja, ich sollte mal schalten. Ich vergesse es ein bisschen. Weil ich manchmal auch nicht weiß, ob das jetzt am Gelände liegt oder ob der Fahrzeug wirklich schon... So, nein, 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 nicht vorbei. Nein. Oh, es zählt zum Glück. Fast dran vorbeigeschossen am Ziel. So, ich habe dann mal hier geparkt. Wow, Bowler ist geil. Überschlägt sich halt leicht, aber was soll's. Auf jeden Fall ein gutes Fahrzeug. Auf geht's. Oh, da ist der nächste Gegner. Komm her. Gut, gut. Der müsste jetzt hier gleich auftauchen, hoffe ich. Oder auch nicht. Er weicht mir aus, als ob er wüsste, wer ich bin. Komm her. So, ich warte einfach mal. Ich nutze meine Mehrpower und wenden. Einmal bitte. Wenn möglich, bitte wenden. Wenn möglich, bitte wenden. Wenn möglich, direkt aufs Ziel draufhalten. Perfekt. Es sieht mir ziemlich im Wald da hinten aus. Ey, komm. Auf geht's. No risk, no Baumberührung, sag ich da immer. Alter, habt ihr das gesehen? Aber mal so zwischendurch gepfeffert. Die Baumforce ist mit mir, würde ich mal sagen. Mal gucken, wie lang noch. Ich sehe es wieder im entscheidenden Moment. Sind sie wieder gegen mich. Ja, zum Beispiel jetzt. Aber wieso schalte ich immer einen Rückwärtsgang? Lass den Scheiß jetzt mal. Das ist aber halt so typische Forza-Krankheit. Man schaltet einmal zurück und ist direkt im niedrigsten Gang. Normalerweise ist es ja nicht so der Fall, aber ja, ist egal. Guck mal, da sieht man aber auch, wie stark der Mini ist, ne? Also der ist kaum... Gut, ich habe jetzt einmal einen Baum mitgenommen, aber trotzdem. Der ist so weit, ist ja nicht weg. Der Mini ist schon pervers. So. Der hat berührt, klar. Der aber auch berührt. So. Ein 4C. Ich nehme ihn mal. Ich will Level steigen. Aber... Ah, okay. Ich hab Blaulicht. Auf geht's. Okay, der hat auch Allrad, Offroad-Fahrwerk und Offroad-Reifen. Merkt man sofort. Okay, der eine ist hier raus. Oder keine Ahnung, was der macht. Ja, ist egal. Ist jetzt... Da hinten ist aber ein anderer Spieler. Den nehme ich mit. Ja. So, wo geht's hin, mein Freund? Wo bist du denn? Jawohl, danke. Ich hoffe nur, dass mir die Power nicht ausgeht, irgendwie. Aber das passt schon. Auf geht's, komm, auf die Straße da unten und ab geht die Post. So, ich versuche trotzdem ein bisschen jetzt auf der Straße zu bleiben. Okay, die Entscheidung ist doch relativ schnell ad acta gelegt worden. Ich habe Bäume gesehen und wollte sie berühren. Ne, ich wollte sie mir näher anschauen. So rum ist besser. Ah, das ist die Scheißstelle. Okay, macht euch schon mal auf. Ready for Takeoff. Jetzt geht es nämlich gleich richtig in die Luft. Bitte nicht überschlagen. Danke. Ja, dü, da, da. Der knallrote Alfa Romeo 4C ist da. Guck mal, das auch ein Fahrzeug. Ui. Die Arena wird klar. So, sehr schön. Komm, jetzt aber. Gib mir mal was richtig Geiles hier. Audi R8. Okay, schon wieder so ein Sportwagen. Bin ja da nicht so der Fan von, aber ich muss halt einfach Level steigen. Und es klingt geil. Der sieht mir nicht so Offroad getuned aus. Oh, nee. Na ja, gut, okay. Risk it. So, okay. Ich hoffe jetzt, dass ich wieder einen Spieler finde. Ich will nämlich relativ schnell jetzt
Am besten wieder auf Stufe 10 kommen. Da sehe ich jetzt aber leider niemanden, den man herausfordern könnte. In der näheren Umgebung. Hier ist ein Pfeil, aber das ist nicht, was er. Also, so viel steht schon fest, der 4C fuhr sich gerade besser. Dankeschön für McAllen, der 30 Euro raushaut. Vielen lieben Dank dafür. Na, der ist natürlich im Duell oder keine Ahnung, was er gerade macht. Nee, er ist weg. Nee, jetzt ist er wieder da. Okay, bin verwirrt. Okay. Nee, jetzt ist er da. Okay, der hat ein Fahrzeug gewechselt. Komm her, was hast du? Egal, ich nehme die Herausforderung an. Okay, der hat ein Stelvio. Das Stelvio ist ein untersteuerndes Fahrzeug, das wissen wir jetzt. Hey, das hat gar nicht angenommen. Hallo? Was soll das? Nimm das Ding jetzt an. Och man, nicht schon wieder dieser Bug. Komm jetzt her. Jetzt, danke. Geh doch. In die Eisen. In die Eisen. Und zurück. Okay, 1 Kilometer. Das ist doch gar nicht mal so weit. Und es sieht mir relativ danach aus, als dass wir hier nicht in den Wald müssen. Das könnte uns doch entgegenkommen. V10 Power, auf geht's! Das ist hier. Okay, alles klar. Alles klar, alles klar, alles klar, alles klar. Hammer! Perfekt! Uff. So, jetzt. Was gibt's? Auf Stufe 9 serviert heute. Schon wieder der Aventador. Ey, aber ist echt krass, oder? Auf Stufe so 7, schieß mich tot, alles Mögliche. Es gibt irgendwie nur die. Es gibt irgendwie gerade nur die Sportwagen für mich. Das Spiel will mir irgendwas sagen. Diesmal ohne Blaulicht. So, jetzt ist die Frage. Ich will auf jeden Fall nochmal ein Duell schaffen. Das ist nur die Frage, die sind alle in einem Duell. Das ist alles ein bisschen blöd gerade. Sorry, ich will euch nicht aufhalten. Da hinten sind 3. Gute Chancen, dass einer nicht in einem Duell ist. Die Frage ist allerdings, will ich da hin überhaupt? Okay, der ist nicht mehr in einem Duell da vorne. Oh, nee, nee, nicht mehr abhauen. Bleib hier. Oh, fuck, ich glaube, der fährt einen Escort, ne? Das wäre bitter. Oh, nee, die fahren im Duell, oder? Ja, Mann! Ihr Penner! Das war mein Duell. Nee, der fährt kein Escort, der fährt ein GTR. Oh, nö, ey, jetzt ist gleich Finale und ich muss hier mit dem Aventador rumballern. Also, das ist ein geiles Fahrzeug. Klar, aber jetzt nicht unbedingt für den Modus hier. Da komm, nein, mach kein Duell. Zeig keine Bitches. Genau, mit mir. Mit mir duellieren. Das ist richtig, die richtige Einstellung. Perfekt. Und hier lang geht's. Auch nicht schlecht. Habe ich auch nichts gegen. So, und gib mir jetzt bitte kein AMG GTR als Stufe 10 Auto. Also gut, ich würde es annehmen, aber gib mir jetzt mal endlich mal einen Escort oder so. Jetzt komm, ich krieg einen Escort und dann verliere trotzdem das Finale, aber ist egal. So, okay, das war ein kurzes Ding. Kurz und schmerzlos. Tut mir leid an den Schelm. Es war so klar, dass ich den AMG bekomme. Es war so klar, ich hab's auch noch gesagt. Egal, komm, scheiß drauf. Er hat immer ein Allrad und ein Offroad. Also nicht in echt, aber hier in dem Modus schon. Naja, was soll's. Komm, ich probiere nochmal ein Duell hinzukriegen, was soll's. Da vorne war noch gerade ein Spieler, oder? Ist er jetzt wieder weg? Ist er gestorben? Nee, komm. Hey, der war doch noch gerade hier. Okay, er ist weg. Okay, egal. Problem ist, ein Spieler noch und dann ist schon wieder Finale. Und deswegen, ich würde gerne schon noch ein Duell angehen. Aber, okay, der ist in einem Duell. Verdammt. Ja, okay, jetzt ist wahrscheinlich... Nee, ja, Arena wird nochmal kleiner. Ich könnte noch ein Duell schaffen. Jetzt ist nur die Frage, wo ich noch einen herkrieg. Ja, der ist auch in einem Duell. Ach, come on. Da hinten sind auch wieder 2 Spieler. Im schlimmsten Fall muss ich halt mit dem AMG probieren. Ja, da ist ein Spieler, der ist alleine. Komm, ich würde es gerne versuchen, egal was du fährst. Komm her. Nein! Wieso gehe ich immer in den Rückwärtsgang, Mann? Das ist so eine richtige Krankheit. Das kostet mich so viel Momentum oftmals. Wo ist er jetzt? Da ist er. Okay.
Ich muss es noch machen, bevor die Arena kleiner wird. Dann könnte ich nämlich hier vielleicht noch ein etwas besseres Stufe 10 Auto bekommen. Oh, nicht überschlagen jetzt. Diese kurzen Duelle, die sind so kritisch. Oh, Alter, wie viele Bäume hier sind. Alles klar, läuft. Ey, nicht, dass ich das Duell jetzt noch verliere, weil ich hier auf der falschen Seite bin. Nein, nein, nein. Oh, hat sich überschlagen. Glück gehabt. Das wäre es jetzt gewesen, ey. Komm, gib mir was Geiles. Bitte kein Bugatti. Gib mir nicht den Bugatti. Gib mir nicht den Bugatti. Ich nehme das Taxi. Geil, komm, wir nehmen das Taxi. Das ist cool. Ich nehme das Taxi. Das passt schon. Schöner Racing V12 von Offroad-Umbau. So, Arena wird kleiner. Ist okay. Nee, wir machen kein Finale mehr. Kein Duell mehr. Geh weg. Geh weg. Jetzt wird sowieso abgebrochen. Du musst jetzt eh kein Duell mehr machen. Das Finale beginnt in 30 Sekunden. Ist okay. Ja, sind wir wieder hier. Jetzt kann ich schon wieder da nach rechts gehen, ey. Nee, ich bleib jetzt mal hier einfach. Hier oben irgendwo. Ich kann ja gut im Gelände fahren mit dem Ding. Boah, hab ich halt mit dem Bugatti versucht, ein bisschen mehr, Straßen offen zu halten. Ey, komm, das muss jetzt hier oben sein. Das kann nicht schon wieder da rechts sein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Oder links könnte es auch sein. Das ist egal. Ich riskiere es jetzt einfach mal hier. Und ansonsten. In 3, 2, 1, ja, da hinten. Perfekt. Jawohl. Auf geht's. Hat jemand ein Taxi bestellt? Ich bin sofort unterwegs. Wir haben den Direct-Driver für sie gebucht. Das heißt, der fährt über Stock und Stein. Oh mein Gott, ich habe Angst. Egal, auf geht's. Alter, Alter, Alter. Das wird ein Baum, das wird ein Baum. Nein, es wird kein Baum. Auf geht's, komm. Vollgas. Konzentriert bleiben. Oh Gott, es ist ärgerlich. Nein, der Baum, der bringt mich zum Überschlag. Nein, 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 nein. Und zum Drehen ist es ärgerlich. Komm. Auf geht's, komm, komm, komm. Krip, 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 krip. Go, go, go. Jetzt kommt wieder diese ganz, ganz fiese Stelle. Da geht's richtig bergab. Ich hätte weiter links fahren müssen. Ist egal. Ich schaff's trotzdem. So, und ich glaube, das Ziel ist entweder beim Güterbahnhof oder hinterm Güterbahnhof. Und das ist jetzt die Frage, weil in den Güterbahnhof rein ist natürlich immer eine gewisse gefährliche Stelle. Aber wir schauen jetzt einfach mal. Ja, es ist auf jeden Fall, ich würde behaupten, hinterm Güterbahnhof. Ich versuche mal links dran vorbeizufahren. Oder auch einfach mitten drauf zu. Shit as fuck. Das war nicht gut. Oh nee, ey. Warum ist das hier so blöd? Das ist im Bahnhof hier irgendwie. Oh Gott. Kacke ist das. Nein! Jetzt leg dich doch nicht auf die. Och, come on, du bist doch eine Scheiße. Sorry, ey, für den Ausdruck. Aber da gehen die Emotionen durch. Ich hätte vielleicht durchs Bahnhofsgebäude durchfahren müssen. Ist jetzt aber auch egal. Boah, die sind sogar richtig nah. Ist egal, wir haben es trotzdem geschafft. Ich muss ja ein bisschen das Risiko erhöhen, ja? Ich will es euch ja nicht zu langweilig machen. Weil ich bin der Eliminator. Erneut. Und so weiter und so fort. Ihr kennt das Spiel. So. Das war der zweite Streich. Wollte ich nochmal so erwähnt haben heute. Es läuft, würde ich sagen. Es läuft. Nochmal vielen Dank auf jeden Fall an McAllen. Ja, für die Donation. Dankeschön für 1100 Däumchen nach oben. Danke für über 1500 Zuschauer. Ihr seid Wahnsinns. So. Ja, Streifen zählt auch, ja. Baumstreifen zählt auch. Ich habe Schalten auf X und B, also X runter und B hoch. Ja, den habe ich schon. Deswegen wird er direkt verkauft. Chassin, kein Problem. Danke fürs dabei sein. Offroad, das Rig ist wieder komplett abgebaut. Siehe die heutigen Insta-Stories, da wird alles erklärt. Bahnsteig ist ein bisschen höher als Bürgte. Ja, aber da muss ich trotzdem nicht aufs Dach liegen, weißt du? Den will ich jetzt mal haben als Stufe 10 Auto. Das ist nämlich wirklich das beste Stufe 10 Auto, was man haben kann. Es kann Gelände, es ist schnell, es kann alles. Was trinkst du lieber, Bier oder Wein? Bier. Aber am liebsten weder noch. Jakob, ja, wird mehr kommen. Aber da gibt es gerade Probleme mit.
Eine Runde mit Mini. Ja, das habe ich auch schon überlegt, ob wir mal eine Mini-Runde machen sollen. Aber ich würde jetzt gerne trotzdem noch einmal eine normale Runde versuchen. Aber das macht einen voll fertig. Ohne Scheiß, ich fieber da selbst so mit. Ich glaube, man merkt es ein bisschen mit meinen emotionalen Ausbrüchen. Das macht dich aber auch echt fertig. Also ich bin so nach diesen Runden oder nach einer Runde, denke ich immer so, puh, ich bin ganz schön K.O. Jonas, das glaube ich nicht. Ich glaube, X wird immer die höchste Klasse bleiben. Neben dem Escort, dann ist es schon der, ne, den wir vorher gefahren sind. Ich habe schon vergessen, dieses Offroad-Gedöns. Der RX, nee, RZX oder wie heißt das? Oh, geil, ich starte auf jeden Fall in die richtige Richtung. So. Okay, da hinten ist ein Drop. Jetzt genau, wenn ich auf der Seite starte, muss natürlich der Drop genau dahin sein. Gut, den kriege ich nicht, so viel steht fest. Aber, ist mir egal. Ich warte einfach, bis derjenige... Komm, ein bisschen Risiko muss jetzt sein. Nicht immer diese Pussy-Moves machen. Komm her, was hast du? Egal, nehme ich an. Easy. Wo geht's hin? Es geht in die Richtung, sage ich. Verdammt. Okay, jetzt läuft's gar nicht. Es geht in die andere Richtung. Scheiße. Und dann noch ins Wasser. Das bremst ja auch gar nicht aus oder so. Egal, komm. Jetzt volles Risiko, okay? Diesmal wird nicht gebremst. Voll durch die Mitte, ey. Jetzt Baumzähler, haltet euch bereit. Jetzt werden Bäume gezählt. So. Volles Risiko. Also natürlich werde ich trotzdem ein bisschen anbremsen, weil ich muss trotzdem ein bisschen manövrieren. Aber komm, auf geht's. Der Mini ist keine schlechte Partie. Bäm, 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 bäm. Überschlag, weil ich's liebe. Und Baum gestreift. Die Action ist mal wieder da. Wow. Alter, der war doch voll langsam. Jetzt ist er schon so weit vorne. Okay, also man könnte sagen, Stufe 4 Auto ist doch vielleicht ein bisschen besser. Ich glaube, nach zwei Siegen gibt es dann den direkt K.O. Aber ja, man muss auch das Risiko, wie gesagt, gehen. Sonst wäre das nichts. Das Ding, komm, fast Grip. Das Ding bräuchte ein anderes Diff auf jeden Fall auf der Vorderachse. Da zieht mir gar nichts hier vom Töller. Ganz viel Power, die da verschenkt wird. Du nicht längst, okay, sobald du längst. Vergebene Spiel. Okay, der überschlägt sich gerade. Perfekt, meine Chance. Komm, Momentum nutzen. Perfekt, und auf geht's. Jetzt hat er wieder mehr Power. Und jetzt sind so viele Baumstämme und die bremsen so aus, weil der Mini nichts wiegt. Oh Gott. Nein, du bist scheiße. Nein, er setzt sich durch, weil er stärker ist. Das ist doch scheiße. Unverdient. Du hast es überhaupt nicht verdient zu gewinnen. Ist nicht passiert. Die Runde gab's nicht. Ja, gut. Also, ne? Also schlau war es nicht, gegen den anzudrehen. Das ist klar. Aber ich finde, man muss auch mal sowas versuchen. Sonst wird es ja langweilig. Ne? Weil ich habe versucht, die noch wegzudrücken. So ein bisschen den unfairen Move, aber ich glaube, die Masse hat am Ende dann doch gesiegt, ja. Schade, verdammt. So, Dankeschön an Florian, der 5 Euro in Superchat raushaut. Als kleines Dankeschön für den geilen Kanal. Ja, vielen, vielen Dank. Danke für die Unterstützung. Ich habe Ray besiegt. Ja, ja, ja. Das sagen sie alle. Und am Ende sind sie doch nicht schwanger oder so ähnlich. Offroad, habe ich dir das nicht gerade eben beantwortet? Einfach mal die Insta-Stories von heute checken. Fahr nur rückwärts. Ja, so Blödsinn-Challenge, das machen wir jetzt nicht. Also nicht böse gemeint, toller Junge. Aber wir können gerne mal eine Mini-Challenge gleich machen. Nee, ich habe die gerade gemacht, die hat nicht funktioniert. Nein, Spaß. Aber jetzt nur rückwärts fahren oder so, das ist... Also... Da weißt du ja schon, dass du direkt verlierst. Das macht ja keinen Sinn. Nur Mini-Runde. Okay, aber dann starten wir jetzt mal woanders. Weil jetzt müssen wir ja nicht... Wow, ich weiß nicht, wo ich starte. Ist egal. Okay, wir machen mal eine nur Mini-Runde. Das heißt, wir versuchen... also ich gehe jetzt Duellen auch aus dem Weg, bewusst.
Ich versuche jetzt eigentlich wirklich mal nur zu überleben. Also zu gewinnen sehe ich wahrscheinlich als unwahrscheinlich an. Aber mal gucken, wie weit wir kommen. Mach dich bereit für... Den Eliminator! Ja! Bis zur Unendlichkeit und noch viel. Na okay, so weit noch nicht. Die Arena wird leer. Hui. Guck mal, wie viele Card-Drops man sieht auf einem Fleck. Aber gucken, was da ist, kann ich hier trotzdem. Hui. Hui. Autsch. Autsch. Eine Crown Wick, okay. Vielleicht auch so mächtig wie der Impala. Jetzt haben wir hier noch schönes Traktor. Ja. Lame, da bleiben wir beim Mini. Okay, das sind ganz viele Gegner. Ich muss denen jetzt ausweichen. Boah. Mal gucken, ob ich es bis ins Finale schaffe. Für mich wäre das auf jeden Fall schon ein Gefühl der Sieg, wenn ich es soweit schaffe. Aber gucken wir mal. Stehen bleiben? Nee. Meine Taktik ist fahren. Nein. Der Mini ist cooler. Gucken, was uns alles so durch die Lappen geht. Schon wieder. Okay. Fahr oder stirb, so sieht's aus. Yeah, okay. Das kann Mini-Challenge, ja, ich versuch's mal. Zum ersten Mal tatsächlich. Torkor schnüpp. Habe ich leider noch nicht getan. Weiß auch nicht, auch wann ich, ob, wann ich es tue und ob ich es überhaupt tue. Wobei ja, Fragen schadet ja eigentlich nicht. Woher holt ich das Geld in FA4? Eigentlich relativ einfach. Einfach Rennen fahren oder Events machen. Und dann kriegst du ganz, ganz viel Geld automatisch. Und am besten noch vielleicht den Schwierigkeitsgrad ein bisschen höher setzen, weil je schwieriger du es dir stellst und du es meisterst, desto mehr Geld bekommst du. Oh, die Arena wird kleiner. Ich sollte mich mal beeilen, merke ich gerade. Auf geht's. Das wäre jetzt nämlich der Fail des Jahrtausends, wenn ich dadurch sterbe, aber gut, da ist ja schon der Zonenrand. Forza Horizon 5 wird nicht vor Ende 2021 erscheinen. Also es geht auf jeden Fall schon mal mindestens noch anderthalb Jahre. Ich muss mal gucken, wo die Zone ist. Ja, okay, das geht von der Distanz. Bisschen gucken, wann es da reingeht. Liam! Cool. Und hat's dir gefallen? Oder war es zu lang? Mitten in der Pampa ist einfach mal so ein Drop. Bestimmt jetzt der übelste
Tier 10 droppen. Nicht. Wie man feststellt. Direkt an der Scheune. Guck mal an. Was gibt's heute so bei dir zu essen, Ray? Ich hab schon gegessen. Also heute gibt's kein Essen mehr. So, die Zone wird jetzt dann gleich kleiner. Ja, wobei ich habe noch ein bisschen Zeit. Florian, ja, am Samstag, an diesem Samstag. Fluffy, vielen Dank für 1 Euro und die Kostenübernahme. Hi, was für ein Auto fahrt ihr bei oder im 24-Stunden-Rennen? Immer noch nach wie vor unsere schrille Sibylle, also den R8, weil wir fahren ja fest jetzt in dieser Saison. Und dementsprechend werden wir das Fahrzeug nicht wechseln. Es könnte mal sein, dass das Kleidchen der Sibylle wechselt. Also, dass wir mal ein anderes Design oder so fahren, aber vorerst mal nicht. Also, wir werden wie in Dubai antreten, was die Optik und die Besetzung oder Besatzung oder, nee, Besetzung, ach egal, Fahrzeug. Egal, was die Fahrer betrifft und ja. Dreizehnmal ist nichts passiert. Ja, vielleicht schon. Alles klar, anderer Spieler, lass mich in Ruhe, ich will nicht gegen dich. Ich bin ein Min. Nee. Und bin ganz stolz drauf. Oh nee, das ist nochmal ein anderes Spiel. Jetzt so langsam jetzt kritisch. Mal gucken, wann das erste Duell stattfindet. Und ob ich mich dessen erwehren kann. Ich bleib jetzt einfach hier ganz gechillt. Lass mich einfach in Ruhe. Mach mal nur der erste Drop. Ja, können wir auch mal als Challenge machen, auf jeden Fall. Dann kann ich nämlich so abwägen, nehme ich den an oder nehme ich ihn nicht an. Also wie lange bleibe ich beim Mini? FH5 fährt USA. Tja, das weiß man nicht. Das ist alles unbekannt. Man weiß nicht mal. Also ich würde sogar die These aufstellen, dass selbst Playground Games noch nicht so hundertprozentig sich entschieden hat. Nein, das ist ein anderer Spieler und der fährt genau auf mich zu. Bleib weg. Genau, fahr schön in den Fluss und ertränk dich. Habe ich gar kein Problem mit. So, wo geht denn die Reise jetzt hin? Jetzt ist ein gutes Stück. Ich glaube, da sollte ich mich schon mehr oder weniger in die Richtung bewegen. Dubai, ich verstehe nicht. Das wird voll oft vorgeschlagen mit Dubai. Warum? Da ist nur Sand. Also klar, eine große Stadt, okay. Aber sonst nur Sand. Das ist doch super langweilig. Jetzt mal ohne Flachs. Da gibt es viel schönere Gegenden für ein Horizon. Also Dubai wäre, finde ich, so mit das Schlechteste, was sie fast wählen können. Da würde ich lieber noch Südafrika oder weiß ich was nehmen. Aber nur meine Meinung. Also, wenn ihr geile Argumente für Dubai habt, haut raus. Aber ich finde es voll schlimm. Also, ich könnte dir 10 Orte aufzählen, die 1000-mal geiler wären. Mit Begründung. Garantiert. Schottland sind wir schon. Aber ja, auch trotzdem geiler. Ich habe ein bisschen Zeit. Zone. Wenn sie kommen, dann kommen sie ja, aber sie ist ja noch nicht sofort da. Ich komme relativ weit, ne? Also es ist krass, wie lange man tatsächlich überleben kann. Aber jetzt dann im letzten Abschnitt wird es wahrscheinlich richtig heftig. Die Arena wird weg. Der Gipfel spielt da auf dem PC. Wenn ja, dann wird wahrscheinlich die PC-Hardware ein bisschen underpowered sein. Kommt sie schon? Wir müssen ein bisschen aufpassen. Kommt nämlich ganz schön schnell. Upsi. Auf geht's. In die Zone. Die Zone ist ganz schön oft da oben auf diesem Plateau, ne? Das ist
ziemlich gefährlich. Weil da kann er sich nicht so gut hinterm Baum verstecken. Gott. Auf geht's, auf geht's, auf geht's. Wobei es ist ein bisschen hinter der Ding, ne? Es ist mehr Richtung Strand sogar. Und ich fahre direkt durch den Offroad-Park, weil es ja super geil ist, wenn man von der Zone abhaut, da durchzufetzen. Oh mein. Das war vielleicht nicht so schlau. Da links oder rechts ran vorbei können. Nein! Der Ray steht auf Abenteuer. Natürlich. Es gibt keinen anderen Grund, warum ich hier durchfahre. Mann, ey, das war echt dämlich. Oh, das tut jetzt gleich richtig Aua. Egal, komm, ich schaff's noch. Nein, okay, ein bisschen Schaden kriege ich. Glaube ich, oder? Komm, 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 komm. Oh, wie knapp, wie knapp, wie knapp, wie knapp, wie knapp, wie knapp, wie knapp. Oh, ich hab's geschafft. Nervenkitzel ist am Start, meine Damen und Herren. Nervenkitzel ist am Start. Oh, die Zone wird nochmal kleiner. Das ist noch gar nicht die kleinste Zone. Oh, hola, die Waldfee. Alles klar. Ich verstecke mich mal da hinten irgendwo. Okay, es hat zwei getilgt. Zwei waren noch nicht so ready. Alles klar. Okay, wir schaffen es wahrscheinlich echt ins Finale. Das wäre echt krass. Also für mich wäre das ein Sieg. Tatsächlich. Für mich wäre das definitiv ein Sieg. Das erste Mal, dass ich diese Mini-Challenge mache. Ich weiß, viele haben das schon direkt als Eliminator rauskam gemacht, aber... Guck kurz auf die Map. Wo geht's hin? Da hinten. Tatsächlich an den Strand. Das ist interessant. Bleib mal hier so am Rand ein bisschen. Warten wir noch ein bisschen ab, bis die Zone kleiner wird. Und dann fahre ich da hinten rein. Was mit dem Wheelstand ist, den werde ich jetzt wieder benutzen müssen. Weil ich jetzt keine Alternative habe. Was ist die Strategie in der Runde? Ich mache gerade eine Mini-Runde, das heißt, ich wechsle das Fahrzeug nicht. Ich bleibe bei diesem Mini und versuche so lange zu überleben, wie halt geht. Und aktuell klappt es ganz gut. Wir sind in der Top 10. Wir sind in der fucking Top 10, ey. Und ich habe nichts weiter gemacht, als einfach durch die Gegend geballert, wie so ein kleiner Lebo. So, die... Ja, damit kleiner. Ja, eigentlich kann ich rein. Ich bin safe jetzt im Finale eigentlich, ne? Also normalerweise dürften keine Duelle mehr gehen. Ich werde trotzdem den Leuten erstmal ausweichen. Dennoch. So, jetzt ist natürlich die Riesenfrage. Checkpoint-Frage. Wo geht's hin? Wo geht's hin? Also, es geht, könnte nach da gehen. Ich spekuliere jetzt mal auf Festival. Ich spekuliere jetzt einfach mal auf Festival. Ich weiß nicht warum, ich habe so ein Feeling, dass es zum Festival geht. Suche eine Autolieferung, falls du eine bessere Karre brauchst. Achte auf die hellen Fackeln. Denn Alter, dort sind jetzt wird mir erklärt so, hey, ich glaube, du bist voll der Noob. Du hast immer noch ein Mini und bist im Finale. Ich glaube, es wäre mal Zeit für ein neues Auto, nicht? Okay. Okay. Ich spekuliere jetzt einfach mal auf Festival. Ich hoffe, ich habe recht. Ja, also meine Idee war gar nicht so schlecht. Also ich bin schon mal in die richtige Richtung. Aber, ja. Alle bis zum Finale im Stufe 1 Auto durch. Geil, ich hab einen Erfolg. Mal gucken, wie weit ich komme. Also schlechter wie Siebter können wir schon mal nicht mehr werden. Das ist doch schon mal eine gute Erkenntnis. Oh, wie viel Mauern, bitte. Ja, die haben halt alle viel schnellere Autos. Das ist hinterm Offroad-Park. Ich fahre jetzt nicht durch den Offroad-Park nochmal. Das haben wir gerade eben schon gemacht. Ich fahre dran vorbei. Ja, okay, guck mal. Er fährt da mit seinem Stufe 10 Auto durch. Da habe ich natürlich keine Chance. Aber wie gesagt, Stufe, also Siebter werden das schon mal echt... Boah, fuck, jetzt fahre ich doch hier durch. Egal. Nein, jetzt suche ich mir die höchste Mauer aus. Gib den Tisch. Komm, nicht Letzter im Finale. Also komm, Sechster werden. Immerhin oder so. Wäre doch gut geil. Also sagen wir so, hätten wir an Stufe 8, 9 oder 10 Auto gehabt. Ich glaube, ich hätte das gewonnen. So, nach jetzt die Richtung. Aber gut. Die Mini ist natürlich schwierig, gegen solche Bestien zu bestehen. Muss ich trotzdem über die Brücke? Ich bin mir gerade sehr unsicher. Nee, glaub nicht. Ich fahre jetzt über die Straße mal. Okay, Vierter, glaube ich, oder?
Vierter mit Mini. Richtig geil. Und das gegen wirklich Hochkaräter. Sehr gut. Also ich bin zufrieden mit meiner ersten Mini-Challenge. Ne, gewinnen ist echt schwierig. Ja, die haben ja auch ein bisschen was genervt. Am Anfang, als der Eliminator neu war, ging das noch eher. Jetzt mit Mini zu gewinnen, da müssen... Also ich bin ganz ehrlich, du kannst es so gut spielen, wie du willst. Also, ne, ihr habt ja gesehen, ich habe ja im Prinzip eigentlich perfekt predicted. Gut, ich hätte ein bisschen optimierteren Weg fahren können, aber trotzdem, viele hätte es wahrscheinlich am Endergebnis nicht geändert. Das heißt, man ist tatsächlich sehr darauf angewiesen, dass die Gegner... so hart wie es klingt, scheiße spielen und nicht so gute Autos haben. Dann hast du, glaube ich, eine Chance mit dem Mini. Oder so wie vorhin bei dem einen Finale, wo das Ziel einfach super nah war. Das Ziel war ja im Prinzip genau neben der Startzone, dass du halt einen super kurzen Weg hast oder so. Aber, ja, also, ich will es jetzt auch nicht ewig probieren oder so, weil, ja, ich glaube, das klappt nicht. Vielen lieben Dank für 1200 Däumchen nach oben. Vielen lieben Dank. An Jirga, ich benutze das Sennheiser 175 RS oder RS 175, also die Kopfhörer, und das Mikrofon ist das, das Rode Procaster. So, wir starten mal am Flugplatz. Ich habe mal Bock auf Flugplatz. Ja, Justin, wie gesagt, am Anfang war das viel, viel einfacher. Ich sage ja nicht, dass es nicht geht. Das gibt sogar einen Erfolg für, wenn man das schafft. Aber die haben da ein bisschen was genervt und mittlerweile wissen auch mehr Spieler, wie das Spiel funktioniert. Deswegen, ich sage ja, jetzt das zu schaffen, zum jetzigen Zeitpunkt, ist sehr, sehr darauf angelegt, was die Mitspieler machen. Also, der eigene Skill alleine wird nicht entscheidend sein. Das will ich damit sagen. Also man hat es ja gerade gesehen, ich konnte nicht viel besser machen jetzt im Finale. Also deswegen, ich hätte so oder so never ever gegen diese Gegner gewinnen können. Ich meine, ich habe ja alles richtig gemacht. Ich bin in die richtige Richtung gefahren und so weiter und so fort. Dankeschön an Florian, der 5 Euro raushaut. Ihr habt Langeweile in der Corona-Zeit, dann schaut einmal meinen Pixelhelden. Bleibt gesund in der Corona-Zeit. Ja, auf jeden Fall, achtet auf euch, achtet auf eure Mitmenschen. Das ist nicht nur so ein blödes Gerede, das ist tatsächlich so. Vielen lieben Dank, auf jeden Fall. So, da vorne haben wir einen anderen. Gucken wir doch mal, ob wir da ein Duell hinkriegen. Der ist, glaube ich, selber auf Duelljagd. Nicht hinterher, leider. Oh, come on. Tritt auf die Bremse. Nein! Ach Gott, als ob das so ausbremst. Ach komm. Ich hasse was. Ja, gut, der macht jetzt ein Duell gegen den da vorne. Oder vielleicht bin ich schneller. Come on, ey, da vorne jetzt. Ich mal die Bremse. Wie vom Teufel gejagt ist er hier. Da bin ich doch ein ganz Lieber. Jetzt hat er es, glaube ich, gemerkt, oder? Vielleicht, ich weiß es nicht. Weiß auch nicht, nee. Danke. Warum habe ich jetzt hier gebremst? Ich habe das ganze Momentum jetzt unnötig raus und mir auch später noch nach rechts lenken können. Ist egal. Geht's. So wenig Mauern wie möglich mitnehmen. Die bremsen nämlich ordentlich aus. So, jetzt voll durch den Wald ballern. Mein Spezialgebiet. Scheiße. Auf geht's. Oh mein Gott, das Fahrzeug verselbstständigt sich. Ich weiß nicht, was es tut. Der Autopilot sagt, ich soll da lang fahren.
Also ich glaube, das ist jetzt so eine 50-50-Chance. Entweder komme ich vor dem an oder nicht. Aber versuchen wir also mal unser Glück jetzt hier. Nein, 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 nicht schlingern, nicht schlingern. Gerade bleiben, danke. So, sehr gut. So, gucken wir mal, was es gibt. Ein Jaguar MK2 und ich glaube, der hat ein Blaulicht. Auf geht's. Dursun, mach's gut, danke fürs dabei sein. Ist es der von vorhin, der mir jetzt die ganze Zeit hinterhergefahren ist? Möglich wär's. Okay, es geht in die andere Richtung. Natürlich, wir müssen natürlich durch den Wald fahren. Tatü, tata. Die Försterpolizei ist da. Geht's. Komm. Yo, yo, yo. Manchmal überrasche ich mich immer selber, wie ich hier zwischendurch balanciere. Das war jetzt, glaube ich, denkbar der schlechteste Weg, den ich einschlagen konnte. Aber der Gegner hat wohl auch nicht den besten Weg gewählt. Und die Jaguar fährt sich eigentlich für Stufe 2 Fahrzeug eigentlich ganz gut, ehrlich gesagt. So, gucken wir mal. Wir haben Stufe 3 Fahrzeug. Ansonsten hätten wir jetzt ja noch eine Alternativauswahl. Okay, doch nicht. Hätten wir doch nicht. Schade. Ja, okay. Unimog. Ich mach's einfach. Für den Spaß. Für den Fun. Ich meine, ich habe schon ein Duell mit dem Unimog gewonnen. Aber es ist sehr, sehr schwierig, damit lange zu überleben. So viel steht fest, weil das Ding ist einfach groß, sperrig und überhaupt nicht schnell. Und überschlagen kann man sich trotzdem. So, und ich glaube auf jeden Fall nach der Runde muss ich mal auf die Toilette. Ich schwitze zwar wie Sau, aber so viel Wasser geht dann doch nicht raus, du. Was ist das blaue Licht? Das leuchtet blau. Klar. Man denkt immer bei diesen fetten Dingern, mich hält nichts auf, aber doch. Down ist ein Gegner. Komm her. Oh, lalalalala. Okay, der fährt irgendwas Schnelles. Ist mir egal. Komm her. Er kommt aber nicht her und ich fahre ja irgendwie keine Ahnung wohin. Komm, zieh. Okay, da vorne ist auf jeden Fall ein Riesentumult. Ich bin dabei, egal was kommt. Mini! Oh, bitte in die Richtung, bitte in meine Richtung, bitte in meine Richtung, bitte in meine Richtung, bitte in meine Richtung. Natürlich nicht! Es muss immer für den Mini laufen. Oh Gott, ja, bis ich jetzt gewendet habe. Ich wollte ihn eigentlich abrammen, damit er auf Null bremst, aber das hat nicht so funktioniert. Komm, ey, ich bin hier schon im sechsten Gang. Schneller wird's nicht mehr. Der wartet aber auf mich irgendwie. Das ist einer von euch und denkt so, hey, ich bin fair. Ich will ein faires Duell. Möglich wär's. Aber das Problem ist, ich schaff's trotzdem irgendwie nicht. Den Weg, den Pfad
in den Wald zu finden. Gottes Willen. Warum habe ich das Ding genommen? Ich hätte es einfach ignorieren müssen. Oh, ist egal jetzt. Auf geht's, komm. Immerhin hält mich keine Mauer und sonst nichts auf, aber das Ding ist einfach zu langsam. Topspeed ist einfach nix. Ja, aber der Minifahrer, also ich weiß nicht, was mit ihm los ist. Also entweder will er mich gewinnen lassen oder keine Ahnung, was los ist. Vielen Dank an Roberto, der 20 Schweizer Franken in den Superchat haut. Was ist das Heftigste, was du in Real gefahren bist? Eine 911 Turbo, 991 Baureihe. Mit fast 300 auf der Autobahn. Aber dann muss ich leider vom Gas gehen, dann war doch zu viel Verkehr. Okay, keine Ahnung, was das jetzt war. Vielleicht war es einer von euch und wollte mir Freude machen oder so. Müsst ihr nicht, ne? Also wenn ihr gegen mich kämpft, dann ruhig Stoff geben. Alles cool. Wieso mit Controller? Jawohl, ja. Ja, also bis jetzt kämpfe ich echt sehr, sehr krass mit schwachen Autos. Also es muss dann langsam, muss es jetzt ein bisschen schneller gehen. Sonst sehe ich dem Finale diesmal nicht mit nicht so starken Autos fahren. Aber hey, ist ja auch egal. Boah, ich muss danach echt dringend auf Toilette, ey. Warum habe ich das überhaupt angesagt? Jetzt denkt die Blase so, jawohl, er hat mich bemerkt. Jetzt kann ich richtig Druck schieben. Nee, soll's eben nicht. Verdammt. Ja, der Ray redet manchmal mit seiner Blase. Auch die hat Gefühle und setzt sich selbst manchmal unter Druck. So, egal was du bist, ich nehm dich an. Okay, ist auch noch Stufe 4. Okay, es geht da lang. Perfekt. Ist auch gar nicht so weit weg. Auch gut. Die alle hier hinfahren. Ich habe ein bisschen Schiss. Okay, die Arena ist, glaube ich, auch schon ein gutes Stück kleiner geworden. So lange geht es nicht mehr. Uah, das wäre fast schief gegangen. Oh, der Fokus ist gut. Den nehme ich. Bin gerade auch auf dem Klo, wie immer. Ja, Klo ist ein guter Ort zum Nachdenken. Ich glaube, es geht vielen Menschen so, dass gute Einfälle tatsächlich oft auf der Toilette basieren. Ja, ist das Ambiente so ganz anders. Okay, ich nehme den da hinter mir. Ja, komm, nee, jetzt habe ich mich für den da vorne entschieden. Scheiß drauf. Okay, der hinter mir jagt mich. Also vielleicht will er es einfach. Komm. Vielleicht hat er einfach was deutlich Besseres. Ne, was fährt er denn? Der fährt einen R6, glaube ich, ne? Okay, ist heftig, aber ich... Jetzt kehrt er doch um. Auto wie so ein Depp. Wegen dir bin ich extra abgebrochen. Oh. Meine Jüde, du. Ich brauche einen Duellgegner, sonst habe ich schlechte Karten im Finale. Ja, bitte, du Freund da vorne, komm bitte zu mir ran. Denn ich habe dich ganz arg lieb. Und ich kann nicht singen. Ich singe aber auch gerade vergern jeden Ton schief. Okay, Camaro Stufe 9. Easy. Oder? Den machen wir richtig fertig jetzt. Oh, natürlich nehme ich den besten Baum mit. Warum bin ich nicht links dran vorbeigefahren? Nein, ich musste unbedingt rechts dran vorbeifahren, damit ich doch am Baum mich aufhänge. Ja, okay. Das Duell wird nicht gewinnen. Seiner fährt jetzt voll gegen den Baum. Macht er aber nicht. Leider. Ja! Oh, komm, Aaron. Das muss jetzt für mich gezählt haben. Ja, Alter, wie gut. Wie gut ich mich gerade hochgeboxt jetzt habe. Aber sowas von nehme ich den Chevy, ey. Auch wenn der Chevy, finde ich, auf Stufe 9 ein bisschen nicht ganz richtig platziert ist. Aber hey, egal. Alter, wie ich... Alter. Geilomatico. Alter, wie knapp. Wie knapp, ey. Ich bin gerade vor ihm geschickt. Und der wird sich jetzt richtig, richtig, richtig ärgern. Der wird sich... Ah, schon ein Finale. Okay, wo sind wir denn? Oh Gott, das könnte überall sein. Ich gehe mal von Strand aus. Ich fahre nach rechts. Es könnte auch... Es kann überall hingehen. Es kann auch nach Norden gehen. Es kann überall hingehen, tatsächlich. Aber ich
denke mal, es geht eher Richtung Süden oder Strand oder so. Ich fahre mal da runter auf jeden Fall. Boah, ramm ich nicht. Oh, der fährt auch genau. Ja, komm. Ich riskier's. Keine Ahnung, wo es hingeht. Ich bin nicht falsch. Na, natürlich. Ach, Mann, ey, ja. Aber gut, ich habe ja gesagt, ich riskiere es immer, eine Richtung zu fahren. Und im Grunde ist klar, das Finale ist meistens so 4 Kilometer weg. Und dann ist es eher an so bekannteren Orten und nicht so unbekannten Orten. Aber ja, ist egal. Ist natürlich jetzt die schlechteste Startposition wieder mal gewesen. Aber ich habe es vorher schon gesagt, ich riskiere es einfach, in eine Richtung zu fetzen. Wenn es gut geht, habe ich die besten Chancen natürlich zu gewinnen. Wenn es schief geht, dann halt nicht, aber ist doch auch egal. Klar, man könnte einfach in der Mitte abwarten, dann hat man so die neutralsten Chancen. Aber ich glaube, dann hast du aber auch nie eine Chance, wie ich, zu gewinnen, wenn einer der Gegner sich richtig entscheidet. Oh Gott, das ist ja ein richtiges Minenfeld hier. Egal, ich sehe durch. Ist wieder am Güterbahnhof. Ja, tatsächlich, okay. Oh ne, ist dahinter sogar, okay. Der Camaro ist ja richtig schnell, ne? Wir haben mal Speed aufbauen. Holla die Waldfee. Nein, nicht überschlagen, das war so klar. Wenn es mich jetzt übelst zurücksetzt, dann hasse ich das Spiel. Ne, macht er nicht. Perfekt, wie eine Katze. Auch wenn wir keine Hellcat fahren, gehen wir uns wieder auf die richtige Seite. Ja, schade. Ja, ich glaube, der andere Camaro hat wahrscheinlich sogar gewonnen, weil der ist relativ straight in diese Richtung gefahren, als ob er es gewusst hätte. Aber auch der hat einfach nur gesagt, er geht irgendeine Richtung an. Perfekt. So, perfekt. Nee, ich will keine Ersitzung suchen. Ja gut, ich muss sie ja nicht annehmen. Ich bin mal kurz auf der Toilette, ich bin gleich wieder da. Danke für 1300 Däumchen, ihr seid die geilsten. Also bis gleich. Nee? Hallo? Was geht denn hier ab? Bin ich hier live? Oder was ist denn hier los? Was ist denn das für ein Knopf hier? Oh! Oh, das sieht aber gut aus, so. Oh. Schick, schick. Schick, schick. Ja, kleiner Spaß am Rande. So. Ja, machen wir weiter mit dem Spaß. Ich schenke mir nochmal was ein. Ich muss ja wieder nachfüllen, den Tank. So. Aktuell Ray 16 Bäume erwischt. Ja, also okay. Kann ich mit leben. What the fuck, what the fuck, what the fuck. Ey, was ist los? Was habe ich für eine Tastatur? Die G910 von Logitech. No Product Placement an der Stelle. Die wiegt ja 5 Kilo weniger. Ja, ohne Scheiß, ey. Da ist ordentlich, was? Ja gut, 5 Kilo jetzt nicht. Ich glaube, ich weiß auch gar nicht.
das müsste ich mal, das ist sowas für unnützes Wissen. Wie viel Liter kann eine, ich sage jetzt mal, männliche Blase, vielleicht gibt es ja Unterschied zwischen Frau und Mann, ich weiß es nicht. Aber wie viel Liter, oder überhaupt, wie viel Liter kann ein erwachsener Mensch allgemein fassen? Also wie viel Liter kann eine Blase fassen? Weil die ist ja extrem dehnbar. Also ich glaube, da gehen schon 2-3 Liter rein sogar. Also ich glaube, da geht relativ viel sogar rein, glaube ich. Also wenn man es richtig ausreizt. Aber ich glaube, dann schmerzt das auch richtig übel. Aber keine Ahnung, ne? Aber ja, wahrscheinlich kommt jetzt irgendwie sowas mit halber Liter oder so, geht noch rein, so okay. Komm, wir starten mal. Der König startet natürlich an seiner Burg. No abgehoben oder so. Eine Oper in 3 Akten. Der Baum. Die Bäume. Der Wald. Das sind die 3 Akten. So sieht's aus. Hove spielt. Nee, ganz normalen Xbox One Controller. Den Porsche werde ich ganz sicherlich nicht nutzen. Warum starte ich immer so komisch gegen der Wand? Was will das Spiel mir sagen? Guck mir Wände an oder was? Das passt sowas im Leben. Da vorne ist auch sogar, glaube ich, direkt ein Drop. Den Holler Schmer. Nein, das ist ein anderer Spieler. Nein, das ist meiner. Egal, was da vorne ist. Okay, er biegt ab. Pech gehabt. Hä? Du hast hinter mir einfach ein Spieler aufgetaucht, hab ich's gesehen. Lenser, geil, liebe ich. Ist gekauft. Katsching. Was sich angehört wie Jerome Valeska von Gotham. Boah, also ich bin ja echt nicht so drin im DC-Universum. Deswegen, keine Ahnung, wer das ist. Sorry. Oh, kommst du, Racer? Ich nehme dich fest. Sorry. Nee, als ob ich ihm den Momentum lasse. Was glaubst du denn? Ich bin wohl der dreckigste Eliminator-Spieler ever, aber deswegen heißt es der Modus auch Eliminator und ich schließe neue Freundschaften. Das ist doch wohl klar wie Klotbrühe. Klar wie Klosbrühe. So. Da ist ein Fokus, der hätte ich auch gern, aber ist egal. Duelle fahren macht viel mehr Spaß. Und vor allem untersteuern macht gar keinen Spaß. Komm. Push. Pushy Dude, Limit. Ja, ich wollte ihn nochmal rankommen lassen, ja? So klar. Warum heißt er so wie ich eigentlich? Ah ne, der heißt Ray mit 3 I. Ist ja voll der Faker. Den werde ich jetzt sowas von zerstören. Der faked einfach meinen Nickname. Ich glaube, es hackt. Da gibt es erstmal eine Anzeige. Anzeige ist raus, würde ich sagen. Da müsste ich ja jetzt auf jeden Fall direkt mal ein Cop-Auto für bekommen. Der faked ja einfach meinen Nickname. Ich glaube, es hackt. Da komme ich ja gar nicht drauf klar. Oh Gott, was ist hier los? Hilfe! Baum, Baum, Baum! Aber ich habe keinen berührt. Alles gut. Dankeschön an Niklas, der 5 Euro raushaut und auch die Kosten übernimmt. Danke für den tollen Stream heute Abend. Beste Grüße aus Baden-Württemberg. Ja, vielen Dank. Ram Rebel, der ist geil, aber relativ langsam in der Topspeed. Aber wir nehmen ihn trotzdem, natürlich. Besser als nix, ne? So. Ja, und ich erwähne es nochmal ausdrücklich, ihr dürft natürlich gerne Streams snippern. Ich kein Problem mit, wie er ins Pausenmenü geht. Als ob ich dich da nicht sehe. Und ihr dürft natürlich gerne ernst machen, ja. Ich kann verlieren, manchmal. Naja, eigentlich nicht, aber ich nehme es wie ein Mann. Manchmal. So, oh Gott. Ey, das ist wie ein Minenfeld an diesen Heuballen vorbei. Zu. Boah. Wow, bis jetzt klappt's ganz gut. Oh Gott, alles klar. Moin, Andi! Von wo ich komme? Aus dem. Oh Gott, aus dem. Ich fahr am Ziel vorbei. Komm ich.
Ich komme aus dem Wunderland. Natürlich. Baro, ja, nehmen wir das gut. Auch ein bisschen Topspeed-Defizit, aber gut. So, da sind Gegner. Oh ne, da hinten ist ein Drop. Da ist auch ein Drop. Ach komm, scheiß drauf. Welchen Drop nehme ich jetzt? Ich nehme den Drop. Ist wahrscheinlich eh nicht besser. Sagt er und bekommt vielleicht einen richtig geilen Drop. Man weiß es nicht. Und hui! Der ist nicht gut. Zumindest mal für diese Runde jetzt. Und gucken wir den anderen doch noch schnell an, bevor wir uns den nächsten Gegner suchen. Noch 41 Leute im Spiel. Also von dem her alles okay. Stufe 6, 41 Leute im Spiel. Da gibt es noch genug Möglichkeiten abzugraden. Okay, auch nichts für uns. Das ist nochmal einer. Oh, jetzt aber. In der Position war schon mal ein richtig krasses Auto. Und ich habe es leider nicht bekommen, weil ich im Duell war. Ja, aber dieses krasse Auto ist es leider hier nicht. So. Okay, also. In der Umgebung sind Gegner. Dann fahren wir da einfach jetzt mal zu irgendeinem hin. Egal wen. Okay, das sind zwei Shorten. Okay, die sind wahrscheinlich im Duell. Dann doch zu dem da. Ich kann mich nicht entscheiden. Diese Bekupplung, in dem Modus, ja. Weil ich als nicht so genau weiß, was für ein Auto mich erwartet. Und dann gehe ich lieber auf Nummer sicher und habe Schaltzeiten von gleich Null. Man könnte jetzt sagen, das ist doch aber unfair. Und dann sage ich aber, nee. Das ist alles blau. Nein, das ist ich will. Jawohl, ich hab's gechickt, Alter. Einfach mal das Duell weggeschnappt. Ich bin so ein richtiger Arsch, ey. Da war nämlich, glaube ich, einer mit dem GTR, der hätte jetzt gerne das Duell gehabt, aber nee! Pech! Kannst ja gerne hinterherfahren, wenn du den Sieger battlen möchtest. So, auf geht's. Perfekt in diesen Spurrillen fahren, das gibt den Turbo-Boost. Natürlich nicht, aber Placebo ist mächtig in dem Spiel. Ah, Topspeed, wie gesagt, ist halt leider nicht ganz perfekt bei dem Fahrzeug, aber Durchzug ist halt geil. Und Geländetauglichkeit müssen wir bei einem Rallye-Auto nicht drüber reden. Jetzt kommt es auch darauf an, wie gut der Navi ist beim Baumausweich, der Baumausweich-Navi. Denn wir haben nochmal auf jeden Fall. Ey, der ist voll schnell da hinten mit seinem Stufe 3-Auto. Was fährt denn der nochmal? Ah, der fährt Impala wieder. Ja, kack, Impala. Warum ist der so schnell? Ey, wir sind denn leider bis jetzt noch nicht gefahren, aber das ist ja brutal, wie wir gegen den fast jedes Mal verkacken. Oder das ist sogar der Crown Vic. Das ist, glaube ich, sogar die Crown Vic. Die ist auch so schnell gemacht. Warum sind die so schnell? Ist ja richtig pervers. Also viel zu OP eigentlich für ihre Stufe, wenn man so sieht. Wieder 959, okay. Ja, letztes Mal war nicht schlecht. Auch hier wieder nicht die beste Topspeed, aber Geländetauglichkeit 1 mit Sternchen. So, jetzt sind es aber nur noch 25 Stück. Jetzt langsam wird es wieder eng. Und langsam sollte ich gucken, dass ich wieder ganz schnell ein paar Duelle hinkriege, damit ich wieder zu der Top-Class komme. Wo zumindest mal der Blorn. So, komm, come on, come on, come on. Come on, come on, come on. Komm her! Nicht wegfahren! Dein Mitsubishi. Jetzt hin. Ah, Kehrtwende. Komm, unten raus jetzt! Power! Konzentration. Danke für die Donation. Ich lese gleich vor. Ich muss mich kurz konzentrieren. Weil das Problem ist, topspeed-technisch bin ich nicht so viel schneller, merke ich gerade. Fuck, ey. Der hat mir jetzt gar keinen Platz gelassen. Aber ich hätte ihn einfach wegdrücken müssen. Ich weiß nicht, warum ich da jetzt so nett war. Ich wollte quasi ohne Kontakt an ihm vorbei und das hat mich... Ah, das war doof. Jetzt war ich einmal Gentleman und ich werde direkt bestraft. Kann ich nur hoffen, dass er irgendwie noch einen Baum mitnimmt oder so. Aber das wird wahrscheinlich nicht passieren. Das war jetzt natürlich super blöde. Ah, da ärgere ich mich jetzt. Okay, Memo an mich selber, sei weiterhin ein Arsch. Nee, das hole ich nicht mehr auf. Verdammt. Ja, wie gesagt, Topspeed-Defizit leider. Das war jetzt doof. Oh, er nimmt aber einen Heuball mit. Meine Chance nochmal. Wow, das war Glück. Das war geschenkt, ey. Wow. Okay, normalerweise hätte ich es nicht gewonnen. Aber das war jetzt Glück. So. SLS AMG. Okay, ist der auch auf Allrad umgebaut? Ich hoffe doch. Sonst sehe ich gerade...
Das sind weder sehr hecklastig oder keine Ahnung. Ja, wie viele Leute da rumfahren, aber die sind alle im Duell oder so. Nee, da hinten ist einer nicht im Duell. Den nehmen wir mal. Naja, egal was du fährst, der fährt irgendein Audi, er fährt einen RS6 wahrscheinlich. Okay, keine Ahnung, wo es hingeht. Ich fahre jetzt einfach mal in irgendeine Richtung. Und natürlich wieder in die falsche. Fast. Boah, das ist nicht weit und der RS6 ist gerade nicht alles andere als langsam. Aber komm, SLS ist auch schnell. Er hat schon einen guten Vorsprung. Komm jetzt. Auf geht's. Boah, das ist so eng. Nee, das schaffe ich nicht. Oh, verdammt. Ja, jetzt nehme ich noch einen Heuballen mit. Das war's. Gut. Ich glaube, man sollte das Glück auch nicht zu viel herausfordern. Schade. Schade! Schade, schade, schade. So. Dr. Trifking, am besten die heutigen Insta-Stories angucken, dann weißt du Bescheid, dass das Rick quasi nicht mehr existent ist. Anna, Andi, seit wann nutze ich Anna? Die habe ich noch nie genutzt. Nicht mal in Horizon 1 habe ich die genutzt. Direkt weg. Brauche ich nicht. Zu deiner Frage, Ray, nach Körpergröße zwischen 900 und 1500 Milliliter. Okay, also zwischen 1... Okay, krass. Aber ja, okay. Also zwischen 1 bis 1,5, sagen wir mal. Weil gut, 1,5 Liter ist schon eine Menge, ne? Das ist quasi so eine Flasche. Quasi sieht man die überhaupt, die wird rausgekiet, weil sie grün ist. so eine Flasche komplett. Das schöpft nicht wenig. Ich würde behaupten, das habe ich schon mal geschafft, die zu füllen. Was Anna ein... da hat Anna einen Korb bekommen, ja. Ich bin kein leicht zu habender Mann, ne? Ist klar. Ich nehme mal den Mini zum Anfang. Komm, wir nehmen mal beim Offroad-Park. Ich hab Bock auf einen Offroad-Park. Worum geht's da? So ähnlich eigentlich quasi Battle Royale mit Autos. So könnte man es am einfachsten erklären. Es geht darum, von ganz vielen Spielern am Schluss als Letzter zu überleben und zu gewinnen. So wie ich es vor einer Stunde getan habe. Zweimal. Und dann seid ihr jetzt leider nicht mehr. Wobei, ja, zwischendurch auch die Mini-Challenge gemacht und immerhin Vierter geworden. Ist ja auch nicht schlecht. Und ich sehe leider nirgends einen Drop. Da ist ein Drop, aber da fährt der andere schon hin, ne? Wahrscheinlich. Egal, kann es sein, dass er vielleicht nicht macht. Macht er aber. Komm, wieder Risikorunde, oder? Komm. Wenn er das Auto nimmt, dann gibt's Backenschellen. Komm, komm, komm. Komm jetzt. Er ist auch so wie ich. Hä? Oder ist es wieder der gleiche? Es ist wieder der gleiche. Wieder der Fake Ray. Na, dafür gibt es jetzt wieder Nackenschellen. Ich sag's dir. Ist mal umgedreht, das Spiel. Ist mal bin ich im Underdog-Auto. Mal gucken, ob's klappt. Nein, Minenfeld. Ich hab Angst. Beim Mini tut's richtig aua, wenn ich da einer mitnehme.
Oh mein Gott. Nein, 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 du setzt mich rum, setzt. Ach, ich hasse es, ey. Die sollen die Zeit mal beim Zurücksetzen mal echt ändern. Das ist ja richtig fies einfach nur, dieses Zurücksetzen, wie weit es sich jedes Mal zurückhaut. Ah, jetzt habe ich verloren deswegen. Ey, ich hätte das Duell gewonnen. Aber nee, es muss mich natürlich... Ah, nee, ich hab's gewonnen. Okay, er hat aufgegeben. Wow, okay, ich habe nichts gesagt. Wollte schon gerade sagen. Aber trotzdem, ey, wie weit es sich jedes Mal dann wieder zurücksetzt. Oh, das ist so nervig. Die sollten einfach mal diese Zeit verlängern, weil meistens stellen sich die Autos... Oh, nee, ich habe keine Chance gegen Crown Vic. Die sind so schnell. Warum sind die so schnell gemacht? Das ist so völlig OP, Mann. Jetzt muss man mal gucken, wie der gleich abfetzt hier. Völlig übertrieben, die Kisten. Der Impala genau die gleiche Scheiße. Egal. No risk, no Kopfverfolgung in dem Fall, beziehungsweise... Anderes Spiel. Komm, auf geht's. Auf. Nee, aber die müssen die Zeit einfach mehr abwarten. Weil meistens dreht sich das Auto doch wieder auf die Räder, aber dann ist halt schon, sagt es halt, oh nö, du warst zu lange auf der Seite, ich setze dich jetzt zurück. Pech. Ist einfach so schade dann. So, jetzt habe ich ein bisschen Schiss, wo genau es hier reingeht oder wo genau das Ziel ist. Natürlich, es war so klar. Es war so klar. So ist der Gegner jetzt auf einmal wieder weg. Aber was macht ihr denn? Jetzt liefen sie einfach schon. War langweilig. Egal, nehmen wir mal den Golf. Bei meinem Spiel ist mit Kupplung im Eliminator immer tatsächlich. Ja, ich lese doch nicht, was da steht. Gib's auch zu, du hast ja auch gedacht, dass ich jetzt gerade verloren habe, deswegen. Und dann hast du es lesen gelernt. So, ich fahr mal mitten in die Pampa. Ich bin immer noch auf dem Stufe 4 Auto, das gibt's doch nicht. Damit gewinne ich keinen Blumentopf, du. Das ist blöd. Jetzt kommt eh die Rache des Golfs. Ich habe vorher die ganze Zeit Golffahrer zerstört. Das heißt, jetzt bin ich wahrscheinlich dran, mit dem zu verlieren. Aber natürlich noch nicht den Kopf in keine Ahnung was stecken. Ja, komm. Easy. Nehmen wir an. Es geht in die Richtung, sage ich. Perfekt. Muss ich natürlich nicht, aber ich war zu faul zum Wenden, weil das Ding understeery as fuck ist. Wie so gefühlt jedes zweite Auto hier in dem Modus. Könnte aber auch in der Jahreszeit und an der am feuchten Untergrund liegen. Oh, da ist ein Cayenne. Den hätte ich jetzt gerne lieber als... Oh, nee, als ob das jetzt so... Fuck, Solarfelder! Oh, meine Güte. Ja, jetzt natürlich wird es ganz eklig. Aber ich habe noch nicht aufgegeben. Noch drücke ich das Gaspedal volle Kanüle durch. Noch glaube ich an mein Glück. Okay, das ist auf jeden Fall auch ein hinterm Flugplatz. Also durch die Mauer. Nicht überschlagen, danke. Und dann da hinten irgendwo. Soweit ist es nicht mehr. Ja, das schaffen wir. Weil er nicht hinterher kommt. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Wir können sein Auto nehmen, ist eigentlich nicht schlecht. Oder wir nehmen das, was mir jetzt vorgeschlagen wird. Jetzt muss ich mich noch schnell entscheiden. Konzentration, was steht da? Jetzt muss ich kurz lesen. Konzentration. Ah, schwierige Entscheidung. Ich nehme den Fokus. Tut mir leid. Der Fokus fährt sich so gut. Ich muss ihn einfach nehmen. Gleich hoffentlich keine Fehlentscheidung. Dass der andere natürlich besser durchs Gelände kann, ist Logo. Gut. So, Step by Step die Level hochklettern. Johnny, sobald ich wieder mit Lenkrad spielen kann, tun, was auch immer.
Und dann ganz, ganz viel. So habe ich das Gefühl, dass jetzt gleich wieder eine Stadtmauer mir das Problem bereiten wird. Ich glaube, ich halte mich mal ganz kackendreist an die Straßen. Oh, komm da rum. Hier ist gar keine Mauer, ne? Da hätte man sogar durchfahren können. Ach, egal. Ich liebe die längeren Wege. Okay. Ray trifft sich nicht mit Fans. Das ist ja Quatsch. So ein Blödsinn. Ich kann nur halt jetzt kein Fan-Treffen einfach so machen, ne? Weil das halt gesetzliche Auflagen hat. Aber bei Events wie zum Beispiel der Gamescom, wenn sie natürlich dann stattfinden, anders als jetzt, kann man mich natürlich treffen, sehr gerne sogar. Und das haben ja auch letztes Jahr einige wahrgenommen auf der Gamescom. Dass man die beiden halt natürlich ein Duell. Ja, verdammt. Oh Mann, ich wollte auch mitspielen. Vielleicht da vorne ist noch einer. Hey, lass mich in Ruhe. Ja, und wenn man mich halt zufällig auf der Straße oder so trifft, was natürlich jetzt in der aktuellen Lage eher sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dann kann man sich natürlich auch ansprechen. Das ist alles kein Thema. Also von dem her, das weiß ich von mir, dass man mich nicht treffen kann oder darf oder was auch immer. Sehr, sehr gerne sogar. Nur wie immer gilt halt, ihr müsst mich ansprechen, weil ich kann ja nicht wissen, wer du bist. Alle dasselbe Ziel hier, also voll. So, ich bin leider immer noch nicht auf so einer wahnsinnig hohen Stufe. Na, Uros ist aber okay. Von einem SUV in den nächsten. Tom, dann würde ich dir empfehlen, wahrscheinlich nicht Forza zu spielen, wenn du auf Realismus setzen willst. Das ist immer noch ein Arcade-Titel, ne? Und keine Realismus-Titel. Irgendeiner weg, komm her. Jetzt können wir natürlich jetzt gleich ins Finale gehen, aber vielleicht kriege ich ja noch ein Duell hin oder so. Fernfokus, das können wir doch sogar funktionieren. Aber ich denke mal, es geht in die Richtung. Nein, geht's nicht, verdammt. Falsch geschätzt. Scheiße, und das ist direkt da vorne, natürlich. Oh Mann, manchmal treffe ich auch echt dumme Entscheidungen. Aber ja, auch nein, Baum, nein, und ich gehe wieder in den Rückwärtsgang. Ruck ich immer in den Rückwärtsgang. Ich hasse es. Aber ist egal, ich hätte es auch so nicht geschafft. Ja, Glückwunsch an denjenigen. Ah. Das ist echt so eine Forza-Kacke. Dass immer eine also immer sofort runter geht. Das ist so ärgerlich manchmal. Naja, egal. Ja, das Problem ist halt, am Ende sind die Wege so kurz und wenn du dann dich schon voll in die falsche Richtung entscheidest, dann wird's echt schwierig. So, Krabby schlägt eine neue Taktik vor oder seine Taktik vor, dann probieren wir die einfach auch mal aus. Ich habe ja gesagt, wir können gerne heute einfach mal eure Starttaktiken ausprobieren. Wir haben jetzt vor einmal zwei oder dreimal sogar den Steinbruch gemacht. Der lief eigentlich immer relativ gut, bis sogar sehr, sehr gut. Ich meine, wir haben zweimal den Eliminator sogar gewonnen mit dem Start dort. Aber das können wir gerne mal machen, dass wir bei der Mühle starten, weil man da eine gute Übersicht hat. Neunzehnter Baum, alles klar.
Immer noch der Escort. Den ich ja habe, finde ich immer noch, das ist das stärkste Stufe 10 Auto. Das ist einfach das, ja, Allrounder-Auto schlechthin. Ja, 1400 Däumchen nach oben, es wird gerade geschrieben. Vielen lieben Dank. Vielen, vielen Dank für den Support. Bist du geldgeil? Nee. Also ich bin schon, würde ich sagen, eher eine geizige Person, wie der Person, die einfach Geld ausgibt, sinnlos oder so. Also ich überlege mir schon ein paar Mal, wenn ich irgendwie Geld ausgebe oder investiere. Es liegt aber wahrscheinlich auch einfach auch daran, dass ich halt jetzt auch schon eine Weile Student bin und das entsprechend auch gar nicht anders kann. Aber geldgeil würde ich mich nicht bezeichnen, weil sonst würdet ihr hier auf dem Kanal zum Beispiel lauter Handywerbung sehen und so Zeug, weil wir kriegen, glaube ich, gefühlt jede Woche ein Werbeangebot zu irgendwelchen Handy-Games. Und tatsächlich machen wir die nicht, weil wir spielen, also keiner von uns, glaube ich, bis auf Tinde, ist, glaube ich, der Einzige, der so ein bisschen mehr Handy-Games zockt. Wir spielen halt wirklich kaum Handy-Games und deswegen sehen wir halt so solche Deals auch eher kritisch. Also gut, wenn jetzt mal vielleicht ein da ist er schon wieder. Du bist echt so ein Sniper, du. Aber na gut. Gut, das Problem ist jetzt wieder halt beim Turek, der ist halt scheiße langsam. Das kennen wir ja schon, ne? Also jetzt sollte, also wenn du es jetzt nicht schaffst, dann schaffst du es nie mehr. Also jetzt hast du echt die besten Karten, weil der kann ja angeblich Gelände, aber ich würde behaupten, der Mini kann genauso gut Gelände. Also komm, bügel mal die 5 Liter Diesel durch die 10 Zylinder, bitte. Das haben wir jetzt ja gelernt. Und, boah, Minenfeld. Das ist so viel, ey, man sieht halt gar nichts, ne? Oh, guck mal, Lenzer. Geht's! Ja, alles klar. Werden die Steine dahin gepflanzt. Die zählen nicht zur Baumstatistik dazu, die müssen zur sonstigen Statistik dazu zählen. Wo war ich stehen geblieben? Ich hab's vergessen. Ist auch egal. Ja. Das sind so fiese Bedingungen, ey. Du siehst halt einfach nur auf einmal eine Baumwand vor dir. Das war ein Baum. Auf geht's, auf geht's, auf geht's. Oh Gott, wie viel noch? Pervers hier. Natürlich, natürlich, natürlich. Na, jetzt hänge ich da, als ob. Oh, Spiel, ja, setz mich noch. Ja, okay, Glückwunsch. Jetzt hast du es endlich mal geschafft. GZ. Oh, Mann, ey. Hier kommt wir jetzt durch. wow, ey. Jetzt kam da diese Kante und natürlich denkt mal der Turek. Also wir merken uns, den Turek nehmen wir jetzt nicht mehr. Das ist echt ein richtiges Scheißauto für den Modus. So, ich habe vorher die Donation gar nicht vorgelesen, verdammt. Also das Silent Pale, vielen, vielen Dank für die 15 Euro und die Kostenübernahme. Ich hoffe, du hast noch nicht abgeschaltet. Feier dich echt hart. Was ich fragen wollte, wie hat man die Möglichkeit, bei CVR dabei zu sein? Klick dich einfach in die Videobeschreibung von irgendeiner x-beliebigen Multiplayer-Folge. Da gibt es ein Erklärvideo, wie man dabei sein kann. Ganz einfach erklärt. Lennart, bei mir musst du schon den Meisterball mitbringen, sonst wird es echt schwierig, aber in Freiburg. Freiburg, Emmendingen oder La sind gute Adressen, wo ich mich mal des Öfteren bewege. Offenburg eher selten, aber auch möglich. Ja. Und dann halt ansonsten, wenn ich auf irgendeinem Event oder so bin, dann kann es natürlich auch mal was anderes sein. Aber das kriegt ihr dann meistens über die Social-Media-Kanäle mit, dass ich woanders bin.
Muhammad, keine Ahnung. Warzone mach nicht ich, das machen die anderen Pixel-Kollegen. Deswegen keine Ahnung, ob die streamen. Ich weiß auf jeden Fall erstmal jetzt von nix. Kann aber sein, dass die morgen, glaube ich, also irgendwas ist, glaube ich, morgen geplant, aber weiß nicht. So, ich muss mal kurz was lesen hier. So. Ja, komm, egal, schau mal irgendwo. Ne, okay, Arnold möchte morgen, also Mushroom möchte Ori morgen streamen, als auch kein Warzone. Kennst du Goose? Ja, kenne ich. Sollte man kennen. Das sollte man sogar eigentlich deutschlandweit kennen. Also würde ich jetzt mal behaupten. Nicht nur hier aus der Gegend. Okay, das ist kein Shrub, aber dafür zwei lieb reizende Menschen. Komm, put, 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 bleib hier. Bitte, danke. Komm! Okay. Come on. Komm. Komm rüber. Oje, 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 okay. Wieder beim Steinbruch oder hinten dran, ne? Also das muss ich wieder aufpassen, dass ich nicht an dieser Kante sterbe. Aber ich glaube, ich kann rumfahren. Das ist hinterm Steinbruch. Oh mein Gott. Das zählt wieder zu den sonstigen Objekten. Vorteil des Minis ist halt, man kann relativ gut in Bäumen ausweichen, weil man halt doch klein ist. Bei diesen fetten Dingern, sie Unimog, da ist eigentlich fast keine Chance, hier durchzukommen. Ey, dieses Rennen ist fast den Aufwand nicht wert, ne? Weil ich so unglaublich viel Weg fahren muss, um überhaupt jetzt in Stufe 2 fahren zu bekommen. Okay, ja, danke! Als ob ich es gerade nicht gesagt hätte, weil so viel Zeit verloren geht. So, nehmen wir mal den GTR. R32 müsste das sein. Ja. Der GTR, der den Namen Godzilla begründet hat. Besser gesagt, die Gruppe A-Version davon, also die Rennwagen-Version. Oder haben wir den Impala endlich? Jetzt können wir ihn endlich mal selber testen, das OP-Fahrzeug hier. Gib her das Ding. Komm jetzt. Hallo? So, jetzt. Der Impala ist da. Oh, da vorne ist auch schon gleich jemand. Zentrale, was sagen Sie? Der vorne muss festgenommen werden. Alles klar, Zentrale, ich habe verstanden. Ich nehme Verfolgung auf. So, es geht in die Richtung, habe ich gehört. Perfekt, danke. Es geht nicht in die Richtung, verdammt. Und umkehren. Okay, der erste Gang ist ziemlich ätzend bei dem Fahrzeug. Aber wenn der Rest passt, dann passt's. Gut, jetzt muss ich aber, wie ich die Speed ausspielen, die der hat. Dann sehe ich hier schwarz. So, also Sprung ins Glück. Er hat es auch versucht, hat es aber wohl nicht geschafft. Ich versuche es auch. Boah, wie er mich abcrashen wollte. Wegsack. Aber ich schaff's trotzdem. So, einmal schön noch wenden. Easy. Und auf geht's. So schnell ist er gar nicht irgendwie, oder? Oder war das vorher jetzt echt so getäuscht oder war ich einfach nur langsam? Wahrscheinlich letzteres. Weil gut, er geht jetzt schon auf seine über 200 km/h hin.
das Mikro ein bisschen runter, ihr seht den Tacho gar nicht. Jetzt muss ich irgendwie hier rechts rein. Boah, das war knapp. Das wäre fast richtig übel geworden. Ich sehe nichts über Busch, Busch, Busch. Oh, lauter Busch sehe ich den Baum nicht mehr. Weiß, das Sprichwort geht anders, aber in dem Fall ist es halt einfach Tatsache. Jetzt keinen Sinn, dem hinterher zu jagen, weil es dauert eh kurz, bis ich das Fahrzeug wechseln kann. Genau! Ich nehme den 6x6, ist klar. Ich will ja gar keine Kurven mehr fahren. Oh, da fährt einer natürlich schon mit dem Stufe 9 Ferrari rum, ey. Ich will auch. Gut, wir haben vorher ein paar Runden, wo wir relativ schnell eine relativ hohe Stufe hatten. Und wir haben es auch ausgenutzt, so ist es ja nicht. So, einmal mal in die Richtung bollern. Irgendjemand werden wir schon finden. Stufe 10. Okay. Ich sehe da gerade links nur hohe Stufen. Ihr seid doch scheiße. Ich mag euch nicht. Richtig Baum. ...800 Zuschauer, wir waren vorher 1300 oder 1400 Zuschauer sogar. Und nein, ist nicht der Rekord. Der Rekord liegt bei 2300 oder sowas. Gleichzeitige Zuschauer. Aber man muss dazugeben, das war auch ein... ...irgendein Spiel haben wir da gespielt, was relativ neu war. Und ich glaube, es war Forza. Ich glaube, es war sogar der Release-Stream. Ich habe ja am Release einen Stream gemacht zum Spiel hier. Ich glaube, da hatten sie richtig, richtig viel zugeschaut. Da ist einer. Nein, nee, mach kein Duell. Ich will Duell machen. Nein, ich hasse sowas. Immer schnappen sie sich gegenseitig. Puh. Ja, das ist wieder so eine zähe Runde, wo ich lang einfach jetzt keinen Gegner und keinen Drop finde. Da hinten ist ein Drop, vielleicht ist er gut. Das sind sogar zwei Drops, sehe ich gerade. Also einer wird auch was taugen, der schon mal nicht. Ah, wow. Nee. Lass mal. Oh, come on, ey. Das ist gerade belastend. Autoguide für Online-Abenteuer. Ich spiele Online-Abenteuer gar nicht. Deswegen glaube ich, wäre ich da so ziemlich der schlechteste Kandidat dafür, Tipps zu geben. So, komm her, mein Freund. Egal, was du fährst. Ihr kennt die Devise. Ich nehme jedes Duell an. Und ich kicke erstmal den Heuballen weg. Schwierig. Okay, ist ein kurzer Weg. Chancen stehen auf möglich. Ich habe auf jeden Fall einen Vorsprung. Jetzt kommt es darauf an, was das Grünzeug hier sagt. Es sagt, alles gut. Ich nehme sein Fahrzeug schon mal. Der Iron Speed. So, da haben wir doch den Stufe 10 Aventador. Ich muss gar nicht, dass ein Stufe 10 Aventador. Ah doch, stimmt, ich hatte vorher den auch. Tatsächlich, aber ich glaube, gegen den habe ich jetzt wenig Chancen, oder? Auch gut, ich habe vielleicht Glück und er überschlägt sich oder sowas. Weil der ist ja alles andere als ein Geländekiller, aber das Gelände ist jetzt alles andere als übelst krass. Aber ja, vielleicht hat man ja manchmal auch Glück. Aber aktuell sieht es wohl nicht danach aus. Ich bin nah dran, aber leider nicht nah genug. Oder vielleicht doch. Double und Boom. Okay, dann nehmen wir halt jetzt diesen Gerät. Da habe ich mich aber mal gerade richtig hochgeschlafen, würde ich sagen.
von Stufe 4 in 2 Duellen auf Stufe 10. So läuft es. So, und jetzt verliere ich gleich wieder alles, weil ich gehe natürlich gleich das nächste Duell an. Ihr kennt mich. Weil ich natürlich trotzdem darauf spekuliere, ein besseres Stufe 10 Auto zu bekommen. Oh, da fährt ein Bowler, das ist alles andere als schlecht. Okay, umkehren, umkehren, umkehren. Nein, nicht rückwärts. Ich immer an meinen scheiß Rückwärtsgang. Der gehört mal ausgebaut hier. Braucht kein Mensch. Hier geht's nur nach vorne. So, ich muss jetzt diesen kleinen Fluss noch überqueren da auf jeden Fall. Oder was da ist, das weiß ich. Und diese Bäume hier, aber sonst... Bleib's mal kurz an. Nein, nicht überschlagen. Och, komm, du bist eine Bitch. Nein, ja, danke, danke. Zum Glück ist der Anwender so bereit. So, jetzt gib mir ein geiles Stufe 10 Auto, bitte. Ja, endlich! Jetzt kann ich beruhigt den Stream gleich... Nee, nicht gleich, aber ich kann ihn dann beenden. Endlich, mein Liebling. Jetzt bitte sei schlau, Ray, und such dir eine geile Location aus. Okay, die Kreise ist noch groß genug, das geht noch ein bisschen. Aber ein anderes Fahrzeug will ich nicht mehr. Und jetzt braucht mich auch keiner mehr für ein Duell herausfordern. Ich habe alles, was man in dem Spiel für das Finale erreichen kann. Nein, lass mich alle in Ruhe. Ich mache kein Duell mehr. Nö, nö, nö. Geiler wird's nicht mehr. Yeah, pushing to the limit. Alter, wie ich in kürzester Zeit von eigentlich gar nichts zum Favorit hier, also nominell für das Fahrzeug Favorit wurde. Geiler Scheiß. Und natürlich ein Baum hat mir das Leben gerettet, ja, das sollte man auch mal erwähnen. Der Baum hat gesagt, so, nee, du nicht. Level 25 heute durch. Haben wir das nicht schon oder bin ich sogar kurz davor? Ich meine schon, oder? So, jetzt warten wir mal noch. Aber das dürfte jetzt dann gleich schon der letzte Kreis hier sein, oder? Okay, dann geht es auf jeden Fall nach Süden. Ich werde auf die Straße gehen. Egal was ist, ich gehe auf jeden Fall auf die Straße. Da habe ich die besten Karten. Und ich nehme jetzt kein Duell mehr an. Lasst mich alle in Ruhe. Das Ding gebe ich nicht mehr ab. Also die Straße nehme ich, namentlich genannt, laut unserer CVR Most Wanted Map Kenntnis, das ist hier die Känguru-Straße, die hier auf das Bermuda-Dreieck-Straße trifft. Und diesen Golf werde ich nicht wählen. Das wäre auch geil, jetzt einfach mal so downranken. Gibt bestimmt auch einen Erfolg. So gut, jetzt wird sowieso dann gleich Finale sein, dann gehen eh keine Duelle mehr. Lass mich in Ruhe. Nein, du brauchst es nicht ein Duell versuchen zu starten. Ey, bleib weg. Bleib einfach weg. Ich mag dich nicht. Ja, fahr gegen die Wand. Besser ist das, nämlich. Danke an Nordpunkte für 2 Euro in Superchat. Hab gerade mit einem Delta S4 gewonnen. War eine ganz nice. Geil. Glückwunsch. Ist nämlich nicht einfach mit dem Delta S4. So, jetzt ist sowieso gleich Finale. Jetzt gehen eh gleich keine Duelle mehr, schätze ich mal. So, komm, ey. Jetzt die richtige Richtung und dann geht's ab. Schon wieder Rückwärtsgang. Ich liebe den Rückwärtsgang, habe ich schon mal erwähnt? Nicht? Der steht auch schon da. Der fährt ein Bugatti. Das wird interessant. Also, wenn es über den Asphalt erreichbar ist, dann hat er gute Chancen. Das Finale beginnt in 30 Sekunden. Keine Duelle mehr! Bereitet euch für das finale Rennen vor! Puh, Konzentration. Gut, auf die Idee kommen anscheinend einige hier zu starten. Nochmal ein Bugatti, ja, da ist hier Bugatti-Treff, oder was? Finales Duell in 3, 2, 1, los! Ja, die Richtung stimmt schon mal. Gut, der Bugatti wird jetzt natürlich ein bisschen schneller sein auf der Straße, aber das bockt mich nicht. Sobald es ins Gelände geht, dürfte ich gute Karten haben. Und ich entscheide mich natürlich für die einzig dümmste Entscheidung, die es gibt, ey. Och, Mann, Ray, du bist so blöd, jetzt hast du das beste Fahrzeug. Und was mache ich? Ich fahre natürlich in der Hauswand. Oh mein Gott. Das ist nicht passiert jetzt. Neuer Erzfeind ist nicht ein Baum.
Dort ist auch ein Baum. Ach komm, ey. Wieso stelle ich mich jetzt so blöd an? Really? Jetzt habe ich mich echt dumm angestellt, ey. Naja, Zweiter wird es dann wohl werden, wenn ich jetzt nicht noch mehr verkacke. Oh, Ray. Ach ja, jetzt. Ja, jetzt ärgere ich mich gerade. Vielleicht ist es Karma, weil ich mich so quasi unverdient diese Dinger bekommen habe. Ja, unverdient war es nicht, aber halt glücklich. Und wieder Baum. Ey, das ist doch jetzt echt nicht zu glauben, oder? Ey, das hätte ich easy wahrscheinlich sogar gewonnen, hätte ich jetzt nicht hier. Ey, das ist doch jetzt nicht zu glauben, oder? Was fahre ich gerade, Ray? Was ist los? Aufwachen jetzt! Das schlimmste Finalrunde ever. Wie kann ich das so verkacken? Wie kann ich das so verkacken jetzt ohne Scheiß? Ja, da vorne fährt er. Oh Mann, das wäre ein easy win gewesen. Oh, wie schlecht. Wie schlecht. Da ärgere ich mich jetzt aber gerade richtig drüber. Das wäre so ein easy win gewesen mit dem Auto. Aber nein, der Ray muss natürlich die dümmsten Fehler ever machen. Oh, das ist nervig. Oh, das tut jetzt gerade echt weh. Oh, ich glaube, so ein schlechtes Finale habe ich noch nie gespielt. Alter, was geht mit dem Auto ab? Ja, das Auto hat, kommt auch nicht drauf klar. Es explodiert ja schon förmlich gleich. Okay, läuft. Oh, das war echt schlecht, ey. Oh, das tut echt weh. Oh, das war echt schlecht. Ey, wie viele Bäume ich jetzt gerade mitgenommen habe? Ja, oh, Mann, ey. Weißt du, und es war ja trotzdem noch knapp. Also, da sieht man ja, wie. Ah, das ist. Oh, Mann, ey. Jetzt fühle ich mich echt gerade schlecht. Verdammt, ey. Das hätte ich echt nicht verlieren dürfen. Kobalt, weil ich an diesen Tagen keine Zeit habe vielleicht. Das hat einfach damit zu tun, um dir jetzt mal kurz zu erklären, ich würde sehr gerne quasi bei jedem Projekt mitmachen, jedem Multiplayer-Projekt, auch bei Warzone wäre ich gern dabei, weil ich es cool finde. Aber zum Beispiel diese Forza Horizon Multiplayer-Folgen, die nehmen sich ja nicht von selbst auf. Das heißt, irgendwann in der Woche müssen die ja auch aufgenommen werden. Und das kostet natürlich relativ viel Zeit. Das ist ja nicht nur die Zeit, die die Aufnahme dauert, sondern es steckt ja auch Vorbereitung drin, etc. pp. Da geht ein kompletter Abend drauf. Und das ist aktuell immer dienstags. Gut, ab nächster Woche wird es dann erstmal Mittwoch sein. Aber genau, und diese Sea of Thieves-Geschichten sind ja immer zum Beispiel dienstagabends. Deswegen kann ich da zum Beispiel nicht dabei sein. Bei den früheren Sea of Thieves-Streams war ich ja auch dabei, wenn es die Zeit hergegeben hat. Und ja, ich habe halt auch andere Projekte. Und wie du vielleicht festgestellt hast, mache ich hier auf dem Kanal oder habe ich hier auf dem Kanal wahrscheinlich mit dem größten Video-Output. Und ja, diese Videos müssen halt irgendwann aufgenommen werden. Und das ist halt genau der Punkt. Und das Ganze mache ich ja nicht hauptberuflich, sondern halt als Hobby. Sprich, ich muss es auch meistens dann halt abends machen zum Beispiel. Und abends sind meistens halt die Streams der anderen. Und deswegen bin ich halt ganz oft bei den Streams der anderen halt nicht mit dabei. Deswegen gibt es dann halt so ein paar wenige Projekte, wie halt zum Beispiel Wreckfest. Da bin ich dabei. Oder halt diverse Aufnahmen wie Borderlands oder Ghost Recon, was ich ja auch mit den anderen mache. Aber alles kann ich ja leider nicht machen, ja. Und außerdem ist es ja auch nicht schlecht, tatsächlich, finde ich, dass auch ich nicht bei allem dabei bin, weil sonst heißt es wirklich nur, der Ray macht alles und was macht der Rest? Und ich finde, der Rest macht ganz vieles und vieles auch sehr gut. Und Bock, oder beziehungsweise, dass es Spaß macht, solche Spiele oder solche Projekte, das steht außer Frage, wie gesagt. Also bei Sea of Thieves wäre ich auch gerne dabei, oder Warzone, aber es geht halt nicht immer. Oh, schon wieder du. Ah, Mann, also ganz ehrlich, ich habe jetzt zwar gesagt, Snipern ist okay, aber jetzt so langsam nervt es irgendwie, immer gegen dich zu fahren. Das meine ich auch nicht böse, aber. Oh nein. Ey, Mann, es ist doch jetzt echt gerade ein bisschen verflucht, ne? Dass ich jetzt immer diese Felswände treffen muss.
So, jetzt komm, auf geht's. Ich habe irgendwie das Gefühl, es geht wieder am Steinbruch vorbei. Das könnte wieder mein Tod bedeuten, leider. Aber schauen wir mal. Sicht. Danke für die Donation. Ich komme gleich drauf zu sprechen. Ich muss mich kurz konzentrieren, weil ich liege leider wieder zurück, weil es leider gerade wieder ein bisschen schlecht für mich läuft, weil ich mal wieder eine Felswand mitnehmen musste, die mich doch sehr ausgebremst hat. Das Ziel ist jetzt da vorne. Wow, okay. Okay, das war jetzt Glück. Wow, das war richtig Glück, als ob ich es gewollt hätte. Ich habe so gewollt, natürlich. Ich wusste, das funktioniert. Was für ein Stunt. Ja, vielen Dank an Gregor, der 40 Euro in Superchat raushaut. Die nächste Tankfüllung geht auf mich. Vielen Dank. Ja, ich glaube, die ist jetzt schon verbraten bei dem Gerät. Vielen Dank. Vielen lieben, lieben Dank. Mr. Bullet hat auch 5 Euro rausgehauen und die Kosten übernommen. Genommen. Boah, meine Sprache. Finde es geil, dass du so emotional dabei bist. Danke für viele Arbeit. Mach bitte weiter so. Hat es jetzt geklappt? Nee, hat nicht geklappt. Wow. Ich hab doch gut, ab zu spät. Ja, also ich weiß nicht. Also ich finde halt, ich lebe die Sachen gerne aus. Danke. Und ja, manchmal wird es natürlich auch zu meiner Kritik, was ich zu Teilen auch verstehen kann. Ne? Also ich lebe halt die positiven Dinge wie auch die negativen Dinge aus. Und gerade die negativen Dinge, die ich auslebe, das da haben halt nicht alle Menschen Verständnis für. Und ich kann es auch verstehen. Ich denke dann auch manchmal, oh, Ray, so, wenn die nachhinein so, oh, hättest du einfach mal die Klappe gehalten, so. Weil klar, ihr guckt ja hier zu, damit ich aufs Dach liege, um unterhalten zu werden. Und nicht jetzt irgendjemand, der irgendwas über sich irgendwas beschwert oder irgendwas scheiße findet und das ausdrückt oder was auch immer. Das kann ich alles verstehen. Ne? Also das ist ja keine dann positive Unterhaltung. Aber wie schon gesagt, ich bin ein emotionaler Mensch und ich lebe das auch aus und ich sag immer wieder, wenn ihr halt eine Schlaftablette als Let's Player sehen wollt, dann ist es ja auch okay. Also ich behaupte ja immer noch, Geschmäcker, Meinungen, alles sind verschieden und ich akzeptiere das voll und ganz. Nur bitte macht es mir nicht zur Kritik, dass ich emotional bin. Dass ich, ja, kann ich durchs Wasser fahren, oder? Das glaube ich nicht. Macht es mir bitte nicht zur Kritik, dass ich Sachen auslebe. Halt nicht nur das Positive, sondern halt auch das Negative. Und ich betone auch nochmal, wenn ich irgendwie sowas sage wie Scheiße oder oh du Depp oder dralala, dann ist es never ever als Beleidigung gemeint oder sowas. Das ist einfach nur eine Art des emotionalen Auslebens. Oh, ich muss hier abbiegen, glaube ich. Oh, fuck, jetzt fahr ich gerade. Ray. Konzentration. Was erlaube, Ray? Erfahrte wie 5 Flaschen Bier. Boah, ja, wenn ich mit 5 Flaschen Bier Intus hätte, dann wäre, ja, würde das eigentlich erklären. Ui. Aber ich denke, der Großteil, die auch schon länger dabei sind, die wissen das ja auch um meine Person. Und ja, die halt neu sind, die lernen es entweder kennen und dann muss man halt abwägen. Kann man sich damit arrangieren, findet man es cool oder findet man es halt nicht cool. Ich meine, ich sehe das zum Beispiel auch so, naja, ich glaube viele von euch kennen Pete's zum Beispiel, die kennen dementsprechend auch Jay und Jay ist halt so jemand, ne, er wird nicht umsonst Salzgott genannt, weil er halt gern mal upraged und abgeht, aber ich glaube, das zeichnet ihn ja auch aus und das gehört ja irgendwie auch mit dazu und genauso, ne, dieses Rage-Mode ist ja auch nicht, kommt ja auch nicht von ungefähr und ich finde es eigentlich passend auch irgendwie, das, manchmal rage ich halt ab und das gehört halt auch dazu, finde ich, und manchmal ist halt nicht alles geil und klar, natürlich, in sehr, sehr vielen Momenten oder wahrscheinlich in 90% der Fälle ist man selber dran schuld an vielen Sachen, die passieren. Aber manchmal reichen halt so 5%, wo man halt nicht dran schuld hat, um halt einen zu triggern oder so. Und dann ist es halt so. Mein Gott, ich sage immer, das muss man mit Humor nehmen als Zuschauer. Da muss man sagen, okay, jetzt hätte sie wieder alle anderen schuld und dralala und jetzt rage da wieder. Und wie gesagt, dann nimmt man es mit Humor und dann ist es cool. Und ich bin auch keine Böse, der es nicht so sieht. Aber bitte, wie gesagt, macht es mir nicht als Kritik, dass ich so bin. Oh, ne?
Wir sind nur noch 21, was ist denn passiert? Das sind ja voll viele schon... Ich glaube, wir sind mit nicht so vielen gestartet in der Runde, kann das sein? Das sind echt schon nicht mehr so froh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, nein, 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 nicht hier runter, danke. Alles klar. Wir übernehmen den Job. Ja, vor allem das Ding ist ja eher das Lustige. Ich glaube auch die Menschen, die paar, die sind, das sind ja wirklich nur ein paar, die sich da immer so drüber aufregen und sagen, oh, das geht gar nicht, wie kann man nur und tralala. Ich glaube, das sind die Leute, die halt daheim still und heimlich wahrscheinlich sogar mit am lautesten sind und sich dann halt einfach irgendwie wahrscheinlich online profilieren wollen und mit dem Finger gerne dann auf andere zeigen. Aber ja, so ist es halt wahrscheinlich oft im Leben. Das war knapp. Aber alles unter Kontrolle. So, vielen Dank für 1500 Däumchen nach oben. Mega, mega stark. Vielen lieben Dank dafür. Ja, Dankeschön, Dankeschön für die Komplimente. Ja, ich denke mal, der Großteil von euch, und das sind wahrscheinlich 90% und mehr von euch, die wären ja auch nicht hier, wenn ihr nicht genau das irgendwie entweder akzeptiert habt oder sogar gut findet, ne? Also, ich bin auch ganz ehrlich, ich mag es auch lieber, wenn jemand authentisch und echt ist und auch die mal die schlechten Seiten und schlechte Tage halt zeigt. Und ich denke, man muss das auch immer einsortieren können. Und es ist auch immer wichtig, jeder Mensch hat mal schlechte Tage, so auch ich logischerweise. Und deswegen kann das dann natürlich auch alles mal immer eine Rolle spielen. Das darf man halt auch nicht verkennen und deswegen bin ich auch niemandem nachtragen, ja? Also, wenn irgendjemand jetzt in der Community mal irgendwie, sag ich jetzt mal, Blödsinn baut oder sonst was oder so, dann klar kann ich sagen, okay, das finde ich jetzt nicht geil. Wow, okay, das war natürlich jetzt kein geiles Ziel. Aber da bin ich überhaupt nicht nachtragend. Das heißt, wenn der halt kurz sagt, hey, sorry, hat einen schlechten Tag, tralala, dann sag ich, hey, alles cool. Ja, und so sehe ich das halt genauso, wenn ich mal Kacke baue und das kann natürlich passieren oder ist schon passiert, dann, ja, das war scheiße knapp und ja, da war das Ziel zu kurz und da hat er ein bisschen mehr Schwung. Schade! Ja, aber wie gesagt, man muss dann halt auch verzeihen können, ne und so. Ja, natürlich Skiller, bin ich. Also das sollte jetzt nicht nach einer Rechtfertigung klingen oder so. Also das jetzt bitte nicht falsch verstehen. Boah, aber ich schwitze ja echt so ab. Ich schwitze ja schon vorm Stream, habe ich schon abgeschwitzt. Wieso? Deswegen trinke ich so viel. Ich habe jetzt hier übelst viel schon vernichtet. Aber hey. Wasser ist gesund, da kann man eigentlich nicht zu viel trinken. Wenn man zu viel trinkt, dann geht es halt einfach wieder raus. Wobei, ich habe tatsächlich mal viel zu viel Wasser getrunken und dann ging es nicht daraus, wo es eigentlich rausgehen soll. So viel dazu. Ich will jetzt nicht zu detailliert werden. Thomas, was für ein Aufnahmeprogramm nutze ich, wird gefragt. Sehr unterschiedlich, also für Forza zum Folgen aufnehmen, nämlich NVIDIA Experience, also das ehemalige NVIDIA Shadowplay. Ansonsten nehme ich aber eigentlich mittlerweile immer OBS, sowohl zum Streamen als auch zum Aufnehmen. Vielen Dank an Mr. Bullet, der nochmal 5 Euro raushaut. Nee, der hat schon mal... Moment, jetzt bin ich verwirrt. Doch, nee. Doch, nee. Nee, doch, nee. Hä, du hast jetzt zwei... Nee, du hast jetzt dreimal schon rausgehauen, oder? Hä, jetzt bin ich verwirrt. Nee, hä? Ich bin verwirrt. Doch, nee. Du hast auf jeden Fall zweimal rausgehauen. Insgesamt auf jeden Fall Dankeschön für die beiden... Oh, jetzt habe ich mich hier hingebohrt. Egal. Vielen Dank für die 2 Donations. Einmal hast du geschrieben, finde es so geil, dass du emotional dabei bist. Danke für die vielen Arbeit. Mach bitte weiter so. Ja, sehr gerne. Und einmal hast du geschrieben, deswegen finde ich deine Videos und Streams so geil. PS, drücke die Daumen für deine Maßarbeit. Hashtag Pace Rocks. Ja, vielen Dank für die 2x5 Euro und Kostenübernahme. Und ich meine, du hast davor auch schon mal donated. Du machst jetzt mit. Egal. Im Eliminator.
Vielen Dank auf jeden Fall und an Jason auch vielen Dank für die 5 Euro in den Superchat. Ein Stream besteht wohl aus Glück und Karma. So bin dann mal weg, einkaufen für den Abend noch. Ja, dann viel Spaß beim Einkaufen, wenn man so sagen kann. Und schön, dass du dabei warst. Immer eine Freude. Ja, ich hab's ja schon am Anfang gesagt, auch an diejenigen, die erst jetzt ein bisschen später eingeschaltet haben. Ich find's mega, mega stark von euch und das ist keine Selbstverständlichkeit. Das zeigt mir einfach nur, was für eine geile Community wir halt sind und auch entstanden ist, dass der Stream schon vor Streamstart schon 200 Daumen nach oben hatte und ich glaube irgendwie eine halbe Stunde vor Streamstart hatten wir, glaube ich, irgendwie 150 Däumchen nach oben und ey, ist mega krass, also feiere ich gerade richtig und vor allem, ja gut, ihr habt ja immer gesagt, ihr habt Bock auf Eliminator und ihr habt mir auf jeden Fall mich nicht oder, ja, oder euch selbst Lügen gestraft, also ihr habt auf jeden Fall gezeigt, dass ihr richtig Bock drauf habt, so viele Leute wie ihr wirklich halt auch am Start sind. Allerdings würde ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr allzu lange machen. Wir können aber sehr, sehr gerne, anscheinend besteht ja großes Interesse, das sehr, sehr gerne mal wieder machen. Und ich hoffe, dass es diesmal nicht so lange geht bis zum nächsten Eliminator-Stream. Aber ich würde jetzt wahrscheinlich noch bis Viertel nachmachen. Also wir machen jetzt so ein, zwei, vielleicht drei Runden. Mal gucken, wie die halt laufen. Weiß man ja nie so. Kann mal schnell sein, kann mal auch Baum sein. Oh Gott. Komm, ich bin dazwischen durch, weil ich es kann. So. Genau, also bis 8:45 würde ich noch machen. Und weil ich bin echt durch. Es ist übelst anstrengend gerade. Weil es echt scheiße heiß hier im Zimmer ist. Und ja. So, was haben wir da? Ein Golf, den nehme ich. Schade, dass ich den nicht haben kann. So, es geht in die Richtung. Perfekt, wusste ich doch. Also ich glaube, das hat ja gerade jemand gerade gesagt, er besteht aus Karma und Glück. Also Glück ist heute auf jeden Fall mehr als 50% bei mir. Natürlich manchmal auch sehr schade, nicht so bei mir, aber hey, ich würde schon behaupten, dass ich doch sehr oft sehr gut in die richtige Richtung gehe. Und das bringt natürlich schon einen entscheidenden Vorteil. Vielen Dank an Matthias, der 5 Schweizer Franken raushaut in den Superchat. Vielen Dank für die tolle Unterhaltung. Ja, vielen, vielen Dank für die Donation und vielen Dank, dass es dir gefällt. Klingt ein bisschen komisch, aber ist so. Für mich ist es wie immer keine Selbstverständlichkeit. Ist ja auch so ein Thema, was immer mal wieder kommt. Wow, Baum. Geht natürlich auf den Baumzähler. Ein Thema, was immer wieder kommt, aber ich glaube, das geht jedem YouTuber und jedem Streamer so, dass immer wieder mal gesagt wird, dass man dann irgendwann mal abgehoben ist oder man hat sich verändert oder man ist halt arrogant oder weiß ich was alles. Und das ist halt, glaube ich, auch immer so eine Ansichtssache und, glaube ich, auch so eine Tagesformsache. Wie schon gerade eben gesagt, jeder hat auch mal einen schlechten Tag und manchmal reagiert man einfach auf diverse Sachen einfach so, weil man halt einfach bei manchen Sachen genervt ist. Ja, wir hatten ja eben letztens einen Stream mit dem AMG GTR, wo ich halt gesagt habe, wir machen PXH-Tuning und ich bin halt nicht... Wir sind gerade zum Tuning gegangen und ich bin, glaube ich, 5 Meter gefahren. Kam halt schon so die Meldung, ja, den muss die Reifendrücke so oder so einstellen. Wo ich halt dachte so, hey, wir sind keinen Meter gefahren. Woher willst du halt jetzt wissen, dass man die Reifendrücke so einstellen muss? Und da habe ich halt natürlich schon so ein bisschen so, oh, ey, really jetzt? Muss es jetzt sein so? Muss so eine Meldung sein? Klar, hätte ich viel besser drauf reagieren können. Aber es ist halt einfach, ne, das war so eine, der Stream war, also es soll jetzt keine Ausrede sein, aber gut, irgendwie ist es eine halbe Ausrede. Aber, ne, ich hatte ja... Am Tag vorher Migräne, ich hatte am Stream selber hatte ich Kopfschmerzen und deswegen, ich war jetzt nicht unbedingt 100% bester Laune und dann triggert sowas natürlich schon mal gerne und ja, aber ich habe mich danach auch wirklich entschuldigt, das ist genau das, was ich meine, dass ich mich auch natürlich selber weiß, dass es nicht perfekt war, wie ich da reagiert habe und so sehe ich das auch bei euch, also wenn ihr oder irgendjemand auch mal ja, einen schlechten Tag hat, mein Gott, dann ist es halt so, ne? Und deswegen, ich denke, bei ganz, ganz vielen Streamer, YouTuber und so weiter, ich glaube, die wenigsten sind jetzt auf einmal abgehoben geworden oder arrogant oder sowas oder haben sich komplett verändert. Vor allem oftmals ist es ja auch so, dass man sich selbst verändert, ja? Ich denke mal, gerade bei Let's Player ist es, oder bei Let's Playern allgemein, ist es so, dass viele Zuschauer oder oft viele Zuschauer, ich glaube gerade auch bei so Minecraft Let's Player oder auch bei Fortnite Spieler, dass man eine sehr junge Community hat oder sehr junge Zuschauer hat und gerade im jungen Alter
verändert mit sich doch drastisch. Also ich meine, ich will jetzt nicht von Lebensweisheiten sprechen, aber ne, also sagen wir so, die ganze Schiene von 12 bis über 16 bis 18, 21, 24, 28, über 30, also das sind ja die, ich würde schon sagen, das kann man diese Phasen einteilen, da macht, durchlebt man Phasen. Und es ist halt tatsächlich krass, also der Weg zu 16 ist, ändert man sich nochmal wirklich sehr. Von 16 zu 18 auf jeden Fall. Und vor allem, das ist das, was wahrscheinlich die wenigsten denken, was mich selber auch überrascht hat. Von 18 so zu 21 und von 21 zu 24 ändert man sich doch nochmal in der Art und Weise, wie man über viele Sachen denkt und reagiert und tut, doch nochmal sehr, sehr, sehr drastisch. Dann durchlebt man doch sehr viele Entwicklungen. Und genau das ist es halt, dass solche jungen Zuschauer halt doch dann irgendwann so feststellen, okay, hey, das ist eigentlich nicht mehr das, was ich so feiere. Und manchmal will man sich vielleicht selber nicht eingestehen, dass man eine Änderung durchlebt hat. Und dann ist man, und dann sagt man immer automatisch, ja, der ist anders. Ja, der Streamer oder der YouTuber ist jetzt anders. Der hat sich komplett verändert. Ist ein komplett anderer Mensch geworden. Lalala, voll abgehoben jetzt der Ganze und so weiter. Aber das ist oft mal, ja, auch natürlich, also auch die ändern sich logischerweise, das will ich gar nicht abstreiten, aber oftmals ändert man sich auch selber. Und manchmal, ne, es kann ja auch sein, dass man beide sich so auseinanderleben. Und dann kann es halt genau das passieren, dass das halt passiert. Wow, okay, jetzt muss ich gegen AMG fahren, was soll's. Ja. Aber, das sind halt auch so die Geschichten, ne? Das ist nie so schwarz und weiß, das sind immer auch ganz viel Grauzonen, würde ich jetzt mal behaupten. In vielen Entwicklungsgeschichten. Und nee, natürlich kann es auch klar so sein, ne? Dass man auch das Empfinden hat. Jeder empfindet anders. Das habe ich auch schon oft angesprochen. Das ist auch vielleicht, was man nicht außer Acht lassen sollte. Jeder empfindet Menschen unterschiedlich von ihren Charakteren. Also ich spreche jetzt hier Sympathie an. Sympathie, es gibt nicht den Punkt, wo man sagen kann, ja, der Mensch ist zu 100% sympathisch und das trifft dann auf jeden. Also jeder Mensch findet diese Person sympathisch. Das ist auf keinen Fall so. Weil jeder Faktoren einer hat, was er sympathisch findet und was nicht. Und das kann man auch nicht so pauschal sagen, sondern das empfindet einfach jeder anders. Und ja, deswegen kann es durchaus sein, dass Menschen sagen, hey Raid, ich finde dich voll sympathisch. Es kann aber auch wirklich Menschen geben, die das Gegenteilige halt so sehen. Und das ist dann nicht falsch. Ja? Also deswegen sind sie nicht im Unrecht, sondern das ist einfach ihre Auffassung. Das geht mir auch so. Es gibt Menschen, wo ich so sage, so, irgendwie komme ich nicht auf die klar. Ich weiß nicht, irgendwie mag ich die nicht in ihrer Art. Oder irgendwie ist das sowas Unterschwelliges, wo ich sage, also ich könnte jetzt auch Namen nehmen, sogar bekannte Namen, aber die sage ich jetzt nicht, weil das macht man nicht. Wo ich auch sage, so, hey, ganz viele feiern den Menschen oder diejenigen oder wie auch immer oder diejenige. Wo ich aber sage, so, ja, eigentlich spricht auch nichts gegen die Person, aber irgendwie ist sowas Unterschwelliges dabei, wo man sagt, so, ah, nee, irgendwie ist es mir dann doch nicht so sympathisch, so. Also ich will da nicht von Arroganz sprechen. Ich finde, Arroganz ist immer ein ganz schwieriges Thema. Ich würde halt eher von eher unsympathisch oder nicht so, ja, man ist nicht so auf komplett einer Wellenlänge, sage ich es einfach mal so. Und das gibt's halt, das ist völlig normal. Und deswegen, da verurteile ich auch niemanden. Also wenn jemand zu mir sagt, so, hey, ich finde dich voll unsympathisch, dann gehe ich nicht daher und sage so, was, wie kannst du nur? Und das geht ja gar nicht. Und dann sage ich, ja, okay, danke für die Ehrlichkeit und ist halt so. Also ich kenne viele Menschen, auch im privaten Umfeld, wo ich so sage, so, hey, tut mir leid, mit dir komme ich einfach nicht klar. Und das meine ich nicht böse, sondern es ist halt so. Weil jeder Mensch anders ist. Und das ist ja auch irgendwie das Tolle, dass jeder Mensch so unterschiedlich ist, so viele verschiedene Charakterfacetten hat, so viele unterschiedliche Geschmäcker hat und Meinungen hat. Und das ist aber halt genau das Leben, in dem wir leben, miteinander leben und miteinander leben müssen zum Teil. Aber es gehört dann auch eine gewisse Akzeptanz dazu, dass man dann auch mal akzeptiert, ja, okay, mit der Person geht's halt nicht. Oder mit der Person geht's. Oder wie auch immer. Und dann ist es halt so. Und das ist auch ganz wichtig bei Meinung oder Meinungsaustausch. Meinungsaustausch finde ich super wichtig. Man darf aber nie in eine in Meinungsaustausch oder in eine Diskussion einsteigen mit dem Ziel, die Meinung des anderen zu ändern. Ja, weil ich glaube, Albert Einstein hat es auch mal gesagt. Es gibt, glaube ich, nichts Festeres oder nichts Schwierigeres als oder nichts Härteres oder ich krieg's nicht zusammen, als eine fundierte Meinung einer Person. Also die kannst du nicht umbiegen, so nach dem Motto. Und das stimmt ja auch, ne? Also man kann nur versuchen, mit seiner eigenen Meinung oder mit Argumenten
der anderen Person eine andere Sichtweise zu geben. Ne? Also zu sagen, hey, siehst doch vielleicht mal so, oder vielleicht verstehst du auch meine Sicht. Und dann kann halt ein Umdenken stattfinden. Und so ein Umdenken findet manchmal auch über Tage statt, weil man sich dann über Tage danach mit beschäftigt. Das stelle ich bei mir auch sehr, sehr oft fest. Also ich sage so, hey, ich habe die und die Meinung dazu, aufgrund der und der Aussagen. Und dann gibt es halt mal eine Diskussion und dann stelle ich halt fest so, ja, okay, der hat mir jetzt, oder über Tage halt hinweg, überdenke ich das manchmal und dann denke ich so, ja, stimmt eigentlich. Es gibt manchmal eine neue Perspektive und das ist das Tolle und deswegen diskutiere ich auch sehr gerne. Aber es muss halt einfach halt auf einer guten Ebene passieren. Und da ist halt auch so der Punkt, wo dann halt viele kommen, wenn man manche Dinge tut oder macht, dass halt direkt dann gesagt wird, ja, du bist halt dann kritikunfähig oder weiß ich was alles. Und das ist halt auch wieder so ein Thema, wo ich sage so, dann frage ich mich halt manchmal, ist da nicht derjenige, der sagt, du bist kritikunfähig, derjenige, der Kritik nicht mit Kritik umgehen kann oder Kritik richtig äußern kann? Weil Kritik ist ja immer auch ein Stück weit eine Meinungsäußerung, ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas mache, wo du sagst, okay, das finde ich nicht cool, aufgrund meiner Meinung, meines Wissens oder was auch immer, da äußere ich jetzt Kritik. Und diese Kritik weise ich zurück oder ich sag halt, ne, nach dem Motto, okay, nehme ich zur Kenntnis, aber aus den Gründen sehe ich das nicht so, dann ist es ja trotzdem von mir zur Kenntnis genommen worden. Und ich nehme das ja immer zur Kenntnis. Wenn ich das aber abschmettere, dann ist es keine Kritikunfähigkeit, weil ich habe einfach für mich ausgemacht, nö, das sehe ich nicht so, das ist nicht so, wie ich es halt sehe oder wie auch immer. Ne? Deswegen auch immer ein schwieriges Thema. Es ist halt, wie gesagt, im Großen und Ganzen, in diesem ganzen Bereich, es ist kein Schwarz und Weiß. Und das muss man sich immer im Klaren sein. Es gibt immer ganz viel Grauzonen. Und es ist nicht einfach. Wenn es alles einfach wäre, dann würde es auch keinen Krieg geben und sonst was. Aber gerade durch solche Meinungsverschiedenheiten kann das halt manchmal ausarten. Und das sollte halt am besten Falle nicht passieren. Boah, das zu dem ganzen Thema. Boah, jetzt habe ich mich aber fusselig geredet. Zu diesem etwas vielleicht ernsteren Thema. Uiuiui. Und wer hat gemerkt, während diesem Redenschwall, dass ich einen Golf vorhin mit Blaulicht durch einen Golf durch ohne Blaulicht ersetzt habe, weil ich es einfach kann? Ha! Da guckst du aber schlecht. Physischer Unterricht gefällt mir. Nice, verstehe dich, Ray. Alles klar. Nee, komm. Behalt den. Aber das Duell nehme ich natürlich gerne an. Nein, du kriegst dieses Zweier-Open nicht. Du kriegst vielleicht meins. Vielleicht, mal gucken. So, ich habe jetzt auch gar nicht so auf den Chat geachtet, weil ich jetzt voll im Redeschwall war. Es tut mich sorry. Aber ich musste. Also, alles kann ich nicht. Chat gucken, reden und auch noch fahren, das ist zu viel. Da explodiert mein Kopf. Da passieren Michael Bay-Explosionen in meinem Kopf. Man könnte es sich bildlich vorstellen, wenn man möchte. Daniel Informatik. Ganz klassisches Informatikstudium an der Universität. Also kein Wirtschaftsinformatik, kein Medieninformatik, keine Ahnung, was da alles noch gibt. Sondern ganz klassisches, trockenes, theoretisches Informatik. Wobei, es gibt auch ein bisschen Praxisanteil, aber der ist doch tatsächlich leider schwindend gering. Und da ich so ein Mensch bin, learning by doing. Ja, ich bin ganz ehrlich, hätte ich nochmal die Entscheidung, würde ich tatsächlich nicht an der Universität studieren, auch wenn es natürlich eigentlich nur nominell besser ist, sondern ich würde tatsächlich an der Fachhochschule, weil der Abschluss ist tatsächlich nominell der gleiche, tatsächlich. Natürlich für Firmen macht es natürlich schon mehr her, ne? Also wenn die sehen, oh, bei einer Uni. Aber ansonsten vom Stellenwert ist trotzdem eigentlich der Abschluss der gleiche und bei einer Fachhochschule. Nein, ich nehme keinen Unimog, ich behalte das Fahrzeug. Nein, er nimmt automatisch den. Ach, das wusste ich nicht, ich muss abbrechen, drücken. Oh nein, ich dachte, wenn man nichts macht, behält man es automatisch. Okay, schade. Nee, an der Fachhochschule ist halt deutlich praktischer bezogen. Es ist mehr an der Schule angelehnt, tatsächlich. Also es gibt viel mehr Pflichttermine, Kurse, Hausaufgaben etc. Wobei Hausaufgaben im weitestgehenden Sinne habe ich auch eigentlich. Also, sonst wäre ich zu einer Prüfung nicht zugelassen oder wäre ich nicht zugelassen oder wurde ich nicht zugelassen, wie auch immer. Aber es ist trotzdem sehr viel Theorie und ich, wie gesagt, bin eher der praktische Mensch und ich weiß, was die an der Fachhochschule, also zum Beispiel bei uns ist es halt so, ne, wir haben an Uni Freiburg, wo ich studiere und dann gibt es halt eben auch zum Beispiel, nächste ist halt die Fachhochschule
Offenburg oder Fachhochschule Furtwangen. Und wow, da habe ich jetzt natürlich keine Chance. Ich kehre mal schnell um, vielleicht sieht er mich ja nicht. Ich meine, ich bin ja ein kleines Fahrzeug, das fällt auf keinen Fall auf. Nee, 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 du, ich bin gar nicht existent. Also diesem Duell gehe ich mal schön aus dem Weg. Scheiße, ich glaube, es wird nicht gut enden. Und ja, Fahrschule, wie gesagt, ist halt viel praktischer und das wäre mir wahrscheinlich viel mehr entgegengekommen. Aber jetzt kann ich es auch nicht mehr ändern und so schlimm ist es auch nicht. Vielleicht ist es sogar gar nicht schlecht mit der Uni, weil... Ich sag, wow, ey. Du kommst nicht vorbei! Entschuldigung, der musste sein. Was wollte ich sagen? Wo war ich stehen geblieben? Genau, so sieht's aus. Ja, schieb mich mal an, danke schön. Danke fürs Anschieben, danke. Ja. Nee, eben, genau. Wie ihr vielleicht wisst, habe ich ja leider sehr oft Migräne. Und ich meine damit nicht Kopfschmerzen, sondern Migräne. Und was hat er jetzt? Jetzt hat er irgendwie keinen Bock mehr, oder was? Okay. Habe ich jetzt seinen Motor beschädigt. Und ja, und ich glaube, an der Fachhochschule hätte ich echt Probleme bekommen, wenn ich so viel Ausfalltermine gehabt habe. An der Uni ist es dann doch ein bisschen unkomplizierter. Weil man da halt einfach die Fächer und Stunden und so weiter legen kann, wie es einem eigentlich gefällt. Man ist da ein bisschen flexibler, weil es halt so ganz wenig Pflichttermine gibt. Und ja. Also ich glaube, der hat mir das jetzt geschenkt, oder? Also, müsst ihr eigentlich nicht tun. Also, wenn es jemand von euch war, bitte nicht. Nein, ich... Oh, ich bin so blöd. Ach, Mann. Also, jetzt verdrücke ich... Also, entweder drücke ich gar nicht oder ich nehme es falsch. Aber gut. Dann ist jetzt immerhin... Ne, habe ich dieses Geschenk jetzt einfach nicht angenommen. So. Ronny, ja, eben, genau. Also ich glaube, das ist auch sowas, also es liegt mir auch mehr. Also ich bin auch ganz ehrlich, ich will nach dem Studium, also wenn es dann in die Berufsschiene geht, ich will auch eigentlich erstmal ganz, es klingt jetzt vielleicht komisch, aber ich will einfach auch ganz klassisch einfach erstmal programmieren. Ja, weil das macht mir unglaublich viel Spaß. Ich finde es überhaupt nicht trocken, sondern super, super spannend und kreativ und geil. Das macht mir echt super Laune. Deswegen bin ich ja auch in die Fachrichtung der Algo-Dingsbums gegangen. So, ich kann es nicht auf Deutsch, tut mir leid, weil bei uns ist alles auf Englisch. Es tut mir leid. Ja, komm her. Do it. Also im Kopf kann ich es aussprechen, aber jetzt so ausgesprochen bekomme ich es nicht. Ich kann es nicht aussprechen. Was ist da los? Ich habe einen Sprachfehler. Es gibt's nicht. Ich krieg's nicht hin. Ich weiß nicht, was los ist. Spreche mich morgen drauf an, dann kann ich es wieder. Im Kopf kann ich es aussprechen, aber ich kann es nicht aussprechen. Was ist das? Das ist wie so ein schlechter Traum. Warum ist, ja, mit dem Supra schneller und warum... Wow, Alter, habt ihr es gesehen? In der Luft nochmal. Also das ist ja Stunt Over 9000 gewesen. Ich kann es nicht richtig hin. Vergiss es. Im Kopf habe ich es richtig, aber ich kann es nicht ausspielen. Es ist egal. Egal, verdammt. So. Und ich meine nicht Algorithmen, sondern das Haupt, der Überbegriff davon. Muss ich das wirklich jetzt auf Google eingeben, dass es mir vorgesagt wird? Ist egal. Nee, nicht Algorithmus. Der Überbegriff davon. Also der, das Überthema. Ja. Nein, genau. Algorithmik. Ja, das, was Daniel geschrieben hat. Aber ich kann es nicht. Nein, nicht Algorithmus. Leute, das kann ich selber aussprechen. Algorithmen auch nicht. Das Fachthema, der Überbegriff. Also das Themengebiet, so rum. Vielleicht.
besser. Wow, Mauer. Algorithmik. Genau, dankeschön. So rum wird's ausgesprochen. Algorithmik. So, jetzt haben wir es. Dankeschön für die Vorlesenhilfe. So, einen machen wir jetzt noch. Nee, nicht mit Y, das ist richtig. Das ist halt im Englischen ja mit Y, aber im Deutschen nicht. Dankeschön für 1600 Däumchen. Ey, ihr übertreibt hier einfach komplett. So, das Silent hat auch nochmal einen rausgehauen. Das habe ich gar nicht mitbekommen, aber ich sehe es. 5 Euro in die Kostenübernahme. Werden in Zukunft irgendwann auch neue Formate in FA4 kommen? Oder fehlen da noch Ideen? Feier die Formate bisher aber draußen? Nee, wir haben viel zu viele Ideen, auch sehr viele Ideen aus der Community tatsächlich. Und die sind auch nicht vergessen oder so. Die sind alle da. Und natürlich versuche ich, da einfach ein bisschen das Beste rauszuziehen. Problematik ist halt ganz oft bei den Formaten, die Ideen, die aus der Community kommen. Und das wieder nicht falsch verstehen, das ist nicht, weil ich sage, oh, ihr kriegt es nicht hin oder so, ganz und gar nicht. Ich finde es mega geil, diese Ideen, und die bringen oft Inspiration in die Sache rein. Ich muss ja immer versuchen, ein Format hinzubekommen, was sich halt auch wirklich in diese Folge eingliedert. Manchmal gibt es Ideen, wo ich sage so, hey, das können wir nicht machen, weil das geht 5 Minuten, dann ist vorbei. Ja, also es muss ja was sein, was wir über einen längeren Zeitraum machen, damit wir halt so eine Dreiviertelstunde bis Stunde auch füllen können. Und klar, so Sachen wie zum Beispiel bei CVR können wir natürlich, Entschuldigung, Runden machen, ne? Aber trotzdem muss halt eine gewisse Distanz sozusagen gespielt werden oder Dauer gespielt werden, dass es Sinn macht. Aber manchmal gibt es auch Vorschläge, wo ich sage, da sind wir Tage dran gefühlt, weil es zu lang, zu groß, zu kompliziert ist. Und eigentlich hat sich immer bewährt, dass die Formate, die eigentlich eine relativ eigene Regelstruktur haben, mit am besten funktionieren. Weil wenn der Zuschauer es versteht, was die Regeln sind, dann macht das Zuschauen auch mehr Spaß. Deswegen ist es auch bei Safety VIP zum Beispiel ist schwierig. Wobei es lustig ist, es ist eigentlich so das Gegenteilbeispiel. Da sind die Regeln relativ kompliziert intern. Allerdings glaube ich extern, so zum Zugucken ist es relativ easy, okay, da ist eine Limo, die muss beschützt werden, es geht von A nach B, fertig. Und ich glaube, deswegen funktioniert es. Aber wenn man es halt zu kompliziert macht, zu viele Sonderregeln und so weiter, und das muss der Zuschauer auch kapieren, damit er das Format kapiert, dann wird es halt echt schwierig. Und deswegen muss man immer eine gute Mischung finden. Und ja, wir haben sehr, sehr viele Ideen, wir haben ja noch viele Formate, die noch gar nicht gestartet sind. Viele Unterformate auch, gerade bei den Duellen, gibt es ja noch die Länderduelle, die kommen werden. Und ja, also von dem her, keine Sorge, da wird es auf jeden Fall auch noch Abwechslung in Zukunft geben. Der Eliminator beginnt. Keine Sorge. 4, 3, 2, 1, los! Der schrille Sibylle-Ding ist eigentlich nur für die 24-Stunden-Rennen gedacht. Ich hätte den mal deaktivieren müssen. Egal. Vielleicht wärmt sie sich ja schon mal ein. In 2 Wochen ist es ja schon soweit. Dann gibt es das große 24-Stunden-Rennen auf der Nordschleife in Assetto Corsa in der Virtual Racing Meisterschaft. Ich hoffe, da seid ihr auch wieder zahlreich dabei. Immer geile Stimmung auf jeden Fall. Und ich meine 24-Stunden-Rennen. Ich meine, hey, 24 Stunden, echte 24 Stunden. Ein Rennen auf der berühmten grünen Hölle mit unserem fetten, schrillenden V10-Monster. So, auf jeden Fall letzte Runde jetzt tatsächlich, weil sonst, sonst gehe ich hier echt komplett am Stock. Wird danach erstmal schön gediegen duschen. Und zwar so richtig lange wahrscheinlich. Und danach wahrscheinlich sogar direkt ins Bett fallen, weil ich echt fertig bin. Zurzeit stehe ich halt auch echt um 4 Uhr morgens auf. Ich weiß nicht, was aktuell los ist mit mir. Aber mein Rhythmus ist echt krass. Aktuell geht es um 4 Uhr morgens also aus dem Bett. Deswegen bin ich halt natürlich am Abend entsprechend richtig kaputt. Deswegen, ja, ich werde heute wahrscheinlich so vielleicht noch 1, 2 Serien gucken oder so. Also komplette Serien gucken, also Folgen gucken natürlich. Und dann gehe ich so wahrscheinlich irgendwann um, keine Ahnung, 10:30 oder so ins Bett. So richtig vorbildlich.
Top 5 Fett. Top 5. Weber, vielen Dank für 2 Euro im Superchat. Für wann erwartest du Horizon 5? Ich denke mal halt Ende. Also frühestens 2021. Also frühestens Ende 2021. So. Vielen Dank auch an The ML Gamer für 2 Euro im Superchat. Moin, wollte fragen, ob du mich grüßen kannst. Nein. Also, um kurz das Thema aufzugreifen. Es sind so viele Leute und ich nenne euch echt sehr gerne namentlich, wenn ihr eine Frage habt oder einfach mich auch mal nett grüßt oder so. Oder ja, also viele Gründe einfach. Dann nenne ich euch sehr gerne namentlich. Aber es kommt halt sehr, sehr oft vor, dass Leute halt hier reinkommen und dann halt nur schreiben, kannst du mich mal bitte grüßen? Und diesem Wunsch gehe ich nicht nach, nicht weil ich abgehoben bin oder keine Ahnung was oder euch was ausschlagen möchte. Das Problem ist einfach, ich habe die Erfahrung gemacht, dass dann ganz, ganz, ganz viele Leute merken, oh, das funktioniert ja, geil, dann schreibe ich das auch mal. Und dann besteht der Chat tatsächlich nur noch aus genau dem. Kannst du mich bitte grüßen, kannst du mich bitte grüßen, warum grüßt du mich nicht, tralalala. Und wenn wir dann gefühlt alle durch haben, dann geht's halt los, ey, kannst du auch noch meine Oma grüßen, hey, und den kannst du auch noch grüßen und den Freund meines Freundes kannst du den auch noch grüßen. Und ne, dann habe ich so manchmal das Gefühl, es wird quasi so nach Aufmerksamkeit gegeiert, nur mit sowas. Deswegen ist auch so der Grund, warum ich sehr oft auch sehr schnell, sehr strikt zum Beispiel solche Vergleichsfragen dann nicht mehr beantworte, so wie, was magst du mehr, Mercedes oder BMW? Welches Modell magst du eher, das oder das? Weil dann werden nur noch solche Fragen gestellt und ich finde, klar, das ist ein Stück weit auch interessant wahrscheinlich, aber ich habe manchmal so das Gefühl, dann geht es nicht mehr so um die Sache, was hier passiert oder was zwischen euch passiert. Ich finde, es wäre halt cool, wenn im Chat halt weiterhin der Austausch zwischen euch stattfindet, der Austausch aber auch mit mir und halt hier im Chat stattfindet und nicht so ein komplettes, ich hau mal was in die Tasten, damit ich was in die Tasten gehauen habe, so. Und, ja, wenn ihr versteht, was ich meine. So, weil ich glaube einfach auch, ich stelle mir das halt auch so vor, wenn ich jetzt du wäre und du schreibst, hey, kannst du mich mal bitte grüßen und ich grüße dich, dann ist ja quasi das Thema abgehakt. Und dann kommen jetzt, stand jetzt, fast 700 Leute, die genau das Gleiche machen. Oh, das wird schwierig, aber ich versuch's. Ah, ne, ist der Volvo. Ich dachte gerade vom Seitenprofil, sah gerade nach einem Fokus aus. Genau, also ich stell mir vor, du wirst gegrüßt, so. Und dann aber kommen noch 700 Leute, die auch gegrüßt werden wollen und werden dann auch gegrüßt. Dann hast du wahrscheinlich ganz wenig Bock drauf, dass jetzt 2 Stunden dann am Stück andere Leute gegrüßt werden, weil du kommst ja dann gar nicht mehr zum Zug, beziehungsweise du warst ja schon dran. So, und das ist so der Grund, wo ich sage, so, ah, nee. Also wie gesagt, gar kein Thema, dass ihr namentlich genannt werdet und wenn eine coole Frage ist, ich versuche euch auch echt immer namentlich mitzunennen. Weil wenn es halt mal nicht ist, dann ist halt nicht so, aber ich hoffe, es ist verständlich, warum ich das tue. Genauso auch die Sache, ne, wenn ihr eine Frage stellt oder so und ich beantworte die nicht, dann hat es nicht damit zu tun, höchstwahrscheinlich damit nichts zu tun, dass ich euch ignoriere. Wie gesagt, also solche Dingfragen, so Vergleichsfragen und so, denen gehe ich schon aus dem Weg, das bin ich ganz ehrlich. Aber so also ganz normale Fragen oder sonst was, denen gehe ich nicht aus dem Weg. Das kann halt wirklich passieren, wenn ich jetzt zocke oder sonst was, dass ich das halt mal nicht sehe oder übersehe. Dann hat es nichts damit zu tun, dass ich dich ignoriere, sondern dann einfach die Frage später nochmal stellen, so 10, 15 Minuten später nochmal und dann halt nochmal und so weiter. Und damit meine ich wirklich 10 oder 15 Minuten später und nicht alle 2 Minuten, weil das ist auch dann nicht Sinn der Geschichte. Ja, nehmen wir mal den Volvo. Linus, ja, er ist am Start. Ich habe gestern noch mit ihm geplaudert. Gestern Abend. Er ist da seine ersten Runden tatsächlich schon gefahren auf der Schleife. Hat mir schon was voraus. Ich bin nämlich noch keine Runden gefahren. Weil ich aktuell jetzt gerade keinen Zugriff aufs Lenkrad habe. Oder zumindest mal sehr schwierig. Wobei ich muss wahrscheinlich, mal gucken. Ich muss wahrscheinlich morgen sogar was mit dem Lenkrad machen. Warum und wieso werdet ihr dann noch sehen. Vielleicht sogar morgen schon. Was sehr geil ist. Es steht nämlich die nächsten Wochen was richtig, richtig Geiles an. Da freue ich mich richtig drauf, euch das zu präsentieren. Ich kann nur so viel sagen, es hat was mit einer Rennsimulation zu tun und es hat was mit einer Automarke zu tun. Just saying. So. Und was mit euch zu tun, weitestgehend im Sinne.
Dankeschön nochmal an das Seilenpel, der nochmal 10 Euro raushaut und die Kosten übernimmt. Was sind deine 5 Fahrzeuge, die in FF4 kommen sollten oder welche du dir in FF5 wünschen würdest? Boah, ey, ich habe da eigentlich gar nicht so die krasse Liste mehr. Also ich würde mir halt allgemein so ein bisschen mehr aktuelle Audi, Mercedes, BMW Modelle wünschen, so ein bisschen. Ich würde mir auch so mal Seat oder sowas wünschen. Fände ich mal ganz cool. Ansonsten modellspezifisch, lass mich mal kurz überlegen, ob es irgendwas ist, wo ich sage, also ja, Corvette C8 hätte ich gerne. Fände ich ganz cool. Dann der neue Shelby, der jetzt in The Crew ist, fände ich ganz cool. Jesko, klar, aber ich glaube sowieso, dass er kommt. Ja, lass mich mal weiter überlegen. Ich glaube, das Duell werde ich nicht gewinnen, schade. Ja. Der neue 911 Turbo. Taycan wäre mal cool. Einfach, um es einfach die Vollständigkeit halt zu haben. Ja. Oh, einen Baum mitgenommen. Meine Chance vielleicht. Vielleicht ist doch noch nicht vorbei. Mit der Übeltäterei, jawohl. Ja, genau. Der 992 Turbo natürlich. Ja, ich habe 911 gesagt. Also 911 ist ja logischerweise dann wahrscheinlich der 992. So. Ja, wenn du mir jetzt eine Liste gibst, dann ganz viel wahrscheinlich. Ja, der Ding, der 765 heißt ja, glaube ich, oder? Oder sowas? Ich kann mir diese Zahlen nicht merken. Warum muss McLaren immer so komische Zahlen nehmen? Halt die krasse Version vom 27, du weißt Bescheid. Und, ja. Natürlich geht's wieder in die Richtung. Jetzt habe ich gerade ein bisschen die Ziele immer an meinem Rücken. DML Gamer, danke nochmal für 2 Euro im Superchat. Was hältst du von USA's Location for Hot Horizon 5? Ja, kommt davon halt wo in den USA, aber ich gehe mal stark davon aus, dass sie nicht nochmal Colorado machen würden. So wie im ersten Teil, weil ich hasse Colorado als Gegend. Ich weiß nicht, ich kann da gar nichts mit abgewinnen. Für ein Autorennspiel. Ich fand es auch bei Payback so die Gegend richtig schlimm. Und, ja, mal gucken, so Miami fände ich geil, San Francisco, so Kalifornien könnte ich mir gut vorstellen. Also, ja, auf jeden Fall, klar, geht klar. Kanada würde ich auch okay finden, könnte ich auch mitleben. Ja, also ich könnte mit USA auf jeden Fall leben, aber ich könnte mit vielen anderen auch leben. 765, okay, dann war ich ja richtig mit 765. Das LT, klar, logisch, was auch sonst. Ja, Supra wird eh kommen. Der MK5 wird eh kommen. Deswegen habe ich ihn gar nicht erwähnt. Außerdem, ich bin ganz ehrlich, was den Supra betrifft. Vielleicht mache ich mir jetzt ein paar Feinde damit, aber ich feiere den halt mal so gar nicht arg. Also ich finde ihn schon, also ich fände es schon wichtig, dass er im Spiel ist und ich finde das Fahrzeug auch okay. Okay bis gut. Sag was so. Okay bis gut. Schulnote 2 bis 3 oder so. Oder 3 plus. Also es ist schon besser als eine 3, aber jetzt auch nicht, dass ich jetzt komplett einen Steifen drauf kriege, um das mal so ein bisschen vulgär auszudrücken. Ich kann euch auch sagen, warum. Ich finde tatsächlich, dass beim neuen Supra tatsächlich ein bisschen too much designtechnisch gemacht wurde. Der hat so viele Kanten, Ecken, Öffnungen, die irgendwie keine Öffnungen sind und so weiter. Also ich finde tatsächlich, einige Elemente sind ein bisschen unruhig, ein bisschen, ja, unförmig, ist jetzt hart ausgedrückt, aber vielleicht versteht ihr, was ich meine. Und das ist genauso wieder eine Geschmack und eine Meinung. Und ich versuche sie auch gerade zu begründen. Da könnt ihr ganz anderer Meinung sein. Ist alles okay. Und ich bin auch keine Böse drum. Also, ja. Deswegen, ich weiß nicht. Es ist, ich bin auch ganz ehrlich. Also, ich habe es ja auch gesagt in der Folge. Ich finde, für die Zeit, ne, man muss immer für die Zeit rechnen. Ich finde den MK3 Supra tatsächlich echt super geil. Also, wenn man bedenkt, das ist, ich meine, viele Jüngere tun sich wahrscheinlich jetzt schwer, in diese Zeit zurückzusetzen. Aber ich finde, ne, späte 80er, Anfang 90er Jahre, das ist ein super schickes Design. Auch super international. Ich finde gerade die richtigen, die Heckelemente und so, das ist so ein bisschen auch europäisch, amerikanisch, das ist alles so ein bisschen mit dabei. Auch die Front mit den Klappscheinwerfern. Ich finde das Fahrzeug, das hat auch so ein bisschen was von so einem Nissan 280, Nissan 300 und so.
Ich finde ich finde ihn echt richtig, richtig schön für die Zeit. Gefällt mir wirklich, wirklich gut. Und auch beim MK4, ich finde für die Zeit, ja, er ist vielleicht ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen zu rund oder so. Aber ich zeige euch mal was. Und das finde ich auch zum Beispiel beim MK4 sehr geil. Ja, das ist die seitliche Linie. Ich finde die relativ geil. Also die Front ist okay. Habe ich schon Besseres gesehen, klar, auch aus der Epoche. Aber diese Seitenlinie, so wie es vorne anfängt und wie es dann so über Dach geht und so, finde ich eine sehr, sehr schöne Linie. Auch, guck mal, auch so sehr lang, ne? Also auch die Linie, nicht falsch verstehen, nur die Profillinie vom neuen, vom MK5, finde ich cool. Aber die wirkt doch relativ kompakt. Und dann frage ich mich halt so, ist der neue Supra vielleicht nicht so ein bisschen wie ein aufgepimpter, aufgeblusteter GT86? Und da sind wir eigentlich beim richtigen Thema. Jetzt gehe ich mal zu Subaru. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass für die Klasse an sich, okay, da habe ich jetzt ein komisch hässliches Tuning drauf, aber ja, gehen wir halt vielleicht mal QC rein. Ich finde zum Beispiel ein BAZ oder halt im GT86, wo sind jetzt die Autos schon wieder? Ich bin wieder komplett überfordert. Und nicht hier irgendwie alle Autos angucken. Ich dachte, da gab es so einen Punkt, Menüpunkt. Ach, egal, ich finde es gerade nicht mehr. Ja, auf jeden Fall, ja, finde ich einfach ein mega gelungenes Fahrzeug. Ich finde tatsächlich BRZ GT86 super geil. Und beim MK5 Supra finde ich einfach, es hätte mehr in diese Konzeptrichtung. Die haben ja diesen GT1 oder wie der hieß, glaube ich, rausgebracht. Ich finde tatsächlich den mehr in diese Richtung hätte es gehen müssen. Ich finde, das wäre mehr so in diese Richtung gegangen. Ich finde relativ den neuen Supra, so im Vergleich zu seinen Vorgängern, relativ kompakt geworden. Er ist relativ quasi kleiner geworden. Das finde ich ein bisschen schade. Er hätte so von den Dimensionen etwas größer sein können. So, das ist so das, was mich so... Also hätte der einen anderen Namen, würde ich es wahrscheinlich mehr feiern, wahrscheinlich. Ich glaube, der Name stört mich so ein bisschen. Und ich bin gar kein riesen Supra-Fan oder so, oder Fanboy, als dass ich mich jetzt daran aufgeile. Aber trotzdem ist es für mich nicht so ein richtiger Supra. Ich weiß auch nicht. Vielleicht ein paar Jahren sehe ich das anders. Da könnt ihr mich dann wieder zurückerinnern und sagen, damals hattest du aber noch eine andere Meinung. Das geht aber gar nicht, wie du deine Meinung änderst. Aber aktuell ist es halt so ein bisschen so bei mir. Deswegen, der Hype um den MK5 ist gering bei mir, also ich will ihn schon haben im Spiel, einfach der Vollständigkeit halber, und der macht vielleicht auch super Spaß, weil, ne, baugleiches Fahrzeug oder nahezu baugleiches Fahrzeug, BMW Z4, steckt im Prinzip selbe drin, der BMW der Z4, der hat mir tatsächlich sehr, 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 sehr gut gefallen in der Serie hier im Spiel. Ich meine, klar, es ist nur das Spiel, es ist nicht die Realität, aber es geht ja auch ums Spiel. Und ich muss sagen, der fährt sich in der Serie super geil und sportlich. Also so ein für einen kleinen Sportwagen, upsala, ich habe noch Kupplung an. Für einen kleinen Sportwagen finde ich genau richtig. So das richtige Maß von Sportlichkeit, das richtige Maß von, wenn er zickig will, kann er zickig. Also er fordert auch mal den Fahrer ein bisschen raus. Und so finde ich es geil. Und ich denke mal, dass der MK5 Supra, wenn er ins Spiel kommt, auch in diese Richtung geht. Also Fahrspaß, ich glaube, da bin ich überzeugt, da wird er mich überzeugen oder da werde ich richtig viel Spaß mit haben. Aber das andere sind ja alles so Vorurteile, nennen wir es mal so. Und die sind so, wie sie sind. Was mich tatsächlich beim Z4 ein bisschen stört, ist, dass die Lichter vorne so ein bisschen diesen M6-Ansatz bekommen haben, dass sie ein bisschen zu groß sind. Das habe ich auch in der Folge damals erklärt. Das macht es ein bisschen unförmig. Ich glaube, wenn die so ein bisschen aggressiver aussehen würden, ein bisschen kleiner, aggressiver und auch die Nieren vielleicht ein bisschen kleiner, bisschen, also quasi wie der Vorgänger Z4, der, finde ich, hat eine ganz schöne aggressive Optik vorne, dann wäre es geil, weil auch wenn mal das Verdeck drauf ist, der hat eigentlich eine relativ geile Silhouette und eine geile Form. Also so an sich finde ich von den, also auch hier so diese Elemente, auch das, die Elemente hier, die Seite sowieso, auch so quasi der untere Bereich, den finde ich richtig gelungen. Gefällt mir viel besser tatsächlich als beim Supra. Aber das hier zerstört tatsächlich, also gerade Scheinwerfer, Nieren, das zerstört gerade so ein bisschen das Bild. Aber apropos Nieren, ich meine, da ist ja BMW sowieso gerade
keine Ahnung, was für ein Trip, was sie aktuell rauchen. Also mir gefällt es aktuell nicht so, was BMW da versucht, aber hey. Und ja. Ein i30 fehlt in Forza. Ja, ein i30 fände ich auch geil. Also ein i30N natürlich, ja. Na, guck mal hier, ey, man kann auch mal driften, wenn man will. Kann das auch schön halten. Also so, das finde ich für ein kleines, sportliches Fahrzeug perfekt. Also deswegen, ich denke mal, der Supra wird mich auch dahingehend wahrscheinlich überzeugen können. Nieren größer als eine Ananas. Ja, aber hallo. Nicht die neuen Mercedes-Designs. Tatsächlich, die machen die Lichter, glaube ich, einen Tick zu klein. Aber ich muss mich da, glaube ich, auch erstmal dran gewöhnen. So viel und so lange habe ich es mir noch nicht eingeprägt, wenn ich ehrlich bin. So, Mr. Bullet hat, glaube ich, auch nochmal eine Donation rausgehauen. 5 Euro in die Kostenübernahme. Bitte, 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 grüße mich. Scherz, PS, Gruß an alle, die noch da sind. Ja, hast du Spaß. Ja, danke schön. Nee, das ist der Veloster, Mr. Michi. Das ist der Veloster N. Kann ich auch mal kurz sagen. Der ist aber cool. Ich mag den Veloster. Ich weiß, einige finden den nicht so cool. Ich finde ihn aber ganz cool. Aber den i30 fände ich natürlich auch geil. Tatsächlich, weil er doch nochmal ein bisschen kompakter und so weiter ist. Das ist der Veloster N. Der klassische Dreitürer. Nee, diesmal doch, ist immer noch ein Dreitürer. Ja, ist immer noch ein Dreitürer. Ne? Der hat hier eine Tür und auf der Beifahrerseite sind es 2 Türen tatsächlich. Das sind nur die japanischen. Ja, aber sieht optisch schon anders aus. Der Veloster ist von den Dimensionen schon ein bisschen größer tatsächlich. Aber wie gesagt, über Geschmäcker müssen wir jetzt, glaube ich, eigentlich nicht diskutieren, weil da hat jeder sowieso sehr eigene Präferenzen und das, da gibt es, wie schon gesagt oder vorher erwähnt, es gibt kein richtig oder falsch. Ich denke, da kann man sich im schlimmsten Falle nur streiten. Aber klar, wie gesagt, man kann auch mal offen drüber sprechen oder so. Und ich finde es auch immer wichtig, also bei Autos finde ich immer sehr wichtig, erstens mal, für welchen Bereich, also Bereich, beziehungsweise für welche Klientel die sind, ne? Ist es für Luxus, ist es für allgemein oder so weiter, also so, ne, Preis-Leistungskiller oder so. Dann die Klasse, Fahrzeugklasse finde ich sehr wichtig. Solche Geschichten. Dann muss man halt richtig einsortieren, ne? Weil ich glaube, jeder hat, sagt zum Beispiel, oder Beispiel, ne? Nicht jeder, sondern es gibt Beispiel, zum Beispiel, du sagst, ich bin halt mega der Kombi-Limousinen-Fan, das geht über alles. Dann findest du eine Kombi-Limousine natürlich immer geiler als einen Sportwagen. Und ein Sportwagen wahrscheinlich geiler als ein SUV vielleicht oder sowas. Und ne, dann hat jeder da so seine persönlichen Geschmäcker, allein schon, was die Bauform und die Charakteristik des Fahrzeugs angeht. Und dann ist es natürlich immer schwierig, dann so zu sagen. Aber ich finde, man kann ja auch immer so ein bisschen differenzieren und kann sagen, hey, okay, in der Klasse finde ich das schon ganz cool und jenes ganz cool. Oder eben in der Preis-Leistungsschiene ist schon ordentlich und so weiter und so fort. Ne, also deswegen, man muss ja auch hier nicht immer komplett schwarz-weiß sehen, sondern gibt es auch ganz viel Grau und ich glaube, dann hat man ganz, ganz viel Spaß mit Automobilen, auch in Forza. Jan, ja, das kommt auf jeden Fall, das große Isetta-Rennen werden wir auf jeden Fall machen. Max, ja, mach's gut, danke fürs dabei sein. 31 Bäume hast du heute abgelatscht, Respekt, du verbesserst dich. Ja, ich fand's eigentlich nicht schlimm, die eine Finalrunde war ein bisschen scheiße, die ärgert mich immer noch, die hätte ich eigentlich gewinnen müssen. Aber sei es drum. So, bevor ich jetzt zu lange mache und ich mich fusselig rede und morgen keine Stimme mehr habe, ich glaube, ich habe echt einen richtig krassen Rede-Output gehabt. Sprachfehler ist auf jeden Fall sowieso schon wieder voll da. Man kennt's. Ich sage einfach nochmal riesen fetten Dank überhaupt, dass ihr überhaupt das so feiert. Ich finde das nach wie vor nicht selbstverständlich. Und ey, fast 1700 Däumchen nach oben. Es ist einfach nur krank. Ich meine, ich sag's nochmal, der Stream ist noch nicht mal gestartet und es waren schon 200 Däumchen nach oben. Also es hat, glaube ich, gezeigt, wie viel Bock ihr einfach auf diese Eliminator-Runden habt. Und ich hoffe, ich wurde diesem Ganzen auch gerecht. Ihr hattet eine gute Unterhaltung, konntet ein bisschen was mitnehmen, konntet ein bisschen abschalten, hattet Spaß und so soll es auch sein. Wie gesagt, sehr, sehr gerne wieder. Lasst mich wissen in den Kommentaren. Also sobald der Stream vorbei ist, könnt ihr einen Kommentar schreiben. Lasst gerne Feedback da, schreibt gerne so, ja, gerne wieder Eliminator-Stream etc. pp.
Ihr dürft natürlich auch gerne coole Challenge-Vorschläge machen, nicht nur die Mini-Challenge. Die eine war ja auch zum Beispiel der erste Pick behalten. Finde ich auch eine coole Sache, können wir auf jeden Fall gerne dann, wenn wir so einen Stream nochmal machen, gerne angehen. Also gerne da auch kreativ mal coole Vorschläge bringen. Also Vorschläge, die auch cool sind, ja. Und was ihr auch gerne sehen möchtet. Und ja, ich bedanke mich nochmal bei Top 5 für 2 Euro in den Superchat. Wann kommt endlich der Dacia Duster-Stream? Wäre auch cool. Ja, aber jetzt, ich muss zum Punkt kommen, deswegen, ich bedanke mich aber trotzdem nochmal der Vollständigkeit halber erstmal an die Moderatoren, die da waren. Das ist auch nicht immer eine Selbstverständlichkeit, deswegen da nochmal vielen Dank. Ich bedanke mich bei Jason, Neo, Muffmuff, bei McAllen, bei Florian, bei Fluffy, bei Florian nochmal, bei Niklas Silent, Nordpunkte Gregor, Mr. Bullet, der ML Gaming, The Top 5, ich glaube, jetzt haben wir alle einmal erwähnt. Vielen lieben Dank. Ja, ich bin jetzt raus. Schönen Abend euch noch, schöne Woche und dann bis auf jeden Fall die Tage mit Videos und Streams. Ich glaube, ihr werdet hier auf dem Kanal mehr als ausreichend unterhalten und deswegen tschüssi, macht's gut, ciao, ciao.